Hi, ich bin Hillisang. Schaut Summoners in auf watch.loisports.com. Und damit herzlich willkommen zur LEC, der League of Legends European Championship. Wir sind endlich in den Playoffs angekommen. 9 Wochen hat es gedauert, 9 Wochen haben die Teams gekämpft, alles gegeben und jetzt haben wir 6 rausselektiert. Und wir präsentieren euch heute Fnatic gegen Vitality, ein Spiel, was wahrscheinlich eigentlich schon Finalcharakter haben könnte. Und ihr denkt euch jetzt, ja gut, jetzt redet der Klaxer so alleine. Wir haben natürlich wieder gerne Gäste mit dabei, nämlich an einer Stelle den guten Eis. Den kennt ihr, seit jeher ist er eigentlich immer der Piero-Meister schlechthin. Doch. Und daneben haben wir Kevin, den Toplaner vom Spanner Inferno. Er kann heute, glaube ich, auf einige Matchups nochmal einen besonderen Einblick geben. Und ein Einblick ist ganz gut, den können wir euch heute auch mit dazu packen. denn wir zeigen euch einfach mal, was euch heute so ein bisschen erwartet. Denn Vitality und Fnatic, die haben ja eine kleine Vergangenheit hier und deshalb viel Spaß bei der Matz. I lived more in these 3 years than I lived in my entire life. My family, well, never agreed to anything like this. I just left my house to chase my dream. Probably the hardest decision in my life. If I fail, I don't have a home to go back to, or even if I had, I don't want to go back there. My parents always had this idea on their minds. I want my son to be an engineer. I want my son to be a doctor. I basically ignoring every single one and did what I did best. Everybody turned the back on me, even my family. From there on, I just kept grinding and grinding against all odds. Here we are. If I dream of something, I just work hard to achieve it. If that fails, then I don't have anything else. Joey came up to me and he told me, Taz's hand is broken, he can't play. You're playing semifinals and finals. Felt like that opportunity was not something I worked for. So the way I got rid of that feeling was just by being caught. I think I'm good enough at the game, and I'm going to play my game, and I'm going to show everyone that I am good enough. The damage hasn't come out yet. My time in Elements was the worst period of my career, and I was really lucky to get a second chance in Fnatic again. Only Reckless remains. So Fnatic will take this win and deny playoffs from Elements and Reckless. 2015 was like a restart for me in my career because I didn't really have this safety anymore. I actually needed to step up and show that I was where I deserved to be. If we actually managed to win against a team that went to World Finals, we're just no match for the other teams. Oh my! Just deliver it to him! Walrus takes down upset! And Tilla does it! Picks up the kill! Can Reckless do enough? No, a great one! The duet will stop! Jisuke lands it on 3 again, and they're just gonna turn it around! The jump onto the backline, Fnatic get cleaned off the face of Summoner's Rift by Vitality! 2019, it started off pretty grim. We all had high expectations. We ended up losing, got smashed by G2A. Lost to SK again. Even if you only change one player, it's still a huge deal, and we didn't really, at least in my eyes, take it as one. The biggest thing I changed is the trust. And then once the trust came, we became teammates. Reckless in the tower, perks the first of all. Nemesis gets it. Oh, Cash caught out. Hello, Cash. Confidence to make that kind of a play. Oh, oh. Reckless dodged the petrifying gaze for perks. G2 were looking for the win! Can they pull it off? Oh, the Nexus! No way! No way! There's no flipping way! You can do that to them! Either we're here to win the whole thing, or we're not here at all. When I saw that Fnatic picked us, they really didn't learn anything from World Finals. They just wanted to experience it again. They play through top lane, and if the enemy top laner is good enough not to break, then Vitality can't win the game. If we manage to take them out in the first round, we're just going through everything else. Our entire lives are a story of the odds being against us. And we conquer those odds. Ja,
Sehr viel steht heute auf dem Spiel. Wir haben gesehen, beide Seiten sind da auf jeden Fall gut mit dabei, haben viel zu verlieren, aber wollen eben auch viel holen. Auf beiden Seiten haben wir natürlich einige Kandidaten, die da noch ein bisschen was beweisen wollen. Fnatic zum Beispiel nach einem echt schwachen Start. Muss man sagen, irgendwie 0-4 reingegangen, gut gesteigert. Bei Vitality war es ja andersrum, muss man sagen. Die haben am Ende ein bisschen stagniert. Vielleicht an euch, weil direkt die erste Frage, wie bewertet ihr so den Werdegang und wie ist das so ein bisschen die Ausgangslage für das Match heute? Ja gut, du hast es ja im Endeffekt schon so ein bisschen herauskristallisiert. Fnatic ist sehr geschwächt ins Split reingestartet. Also ja. Bei den Worlds, sagen wir so, haben sich im Finale nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Trotzdem, Worlds-Finale ist Worlds-Finale, muss man dazu sagen. Ist halt keine schlechte Leistung, da überhaupt hinzukommen, auch wenn sie dann ziemlich weggestompt wurden. Ja, ich glaube so die ersten vier Spiele haben sie verloren, hast du auch gerade gesagt. Waren es nicht sogar mehr? Auf jeden Fall, es kam ja halt massiv viel vor. Gerade gegen SK, eine Underdogs am ersten Spieltag halt zweimal geplättet zu werden, ja, da muss man auch noch einen Punkt um raufrechnen, war dann halt auch nicht ganz so schön. Und Vitality wiederum haben halt bis zur vierten, fünften Spielwoche sogar relativ gut performt, hatten dann ihren Peak und dann ging es wirklich bis noch bergab. Da haben sie sich halt irgendwann gematcht und Fnatic war halt am Ende sogar, was die Winrate angeht, höher. Also auch von der Performance her, muss ich sagen, haben sie mir deutlich besser gefallen, auch wenn sie halt viel, viel schlechter gestartet haben. Ja, das auf jeden Fall. Du hast gerade die Winrate schon angesprochen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet, weil man tatsächlich diesen Werdegang der beiden Teams sehr gut nachvollziehen kann. Denn, wie gesagt, Fnatic mit einem schwachen Start. Im Endeffekt sind sie fast gleich auf, muss man sagen. Fnatic mit einem Sieg mehr. Macht das jetzt einen großen Unterschied? Weil im direkten Vergleich stehen sie auch 1-1. Oder sagt ihr, das war jetzt einfach nur so, ja, bringt halt den dritten Platz und den vierten Platz im Endeffekt? Oder glaubt ihr, das kann theoretisch schon so ein kleiner Vorteil sein? Naja, also ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt ein Vorteil ist. Man sieht einfach nur, wie stark Fnatic quasi geworden ist über die Zeit, was sie auch mussten theoretisch, um halt eine Chance zu haben natürlich. Und Vitality ist halt für mich so ein Team, was ein bisschen Coinflip-mäßig unterwegs ist. Also sie haben manchmal richtig starke Performances und dann gegen ein Team, was eigentlich schwächer auf dem Papier ist, verlieren sie einfach, weil sie die Laning-Phase irgendwie falsch spielen oder weil sie auch falsche Champ-Select-Games machen, also wo der Coach vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Fehlentscheidungen trifft. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass das Fnatic heute auf jeden Fall gut performen wird gegen Vitality. Einfach auch, weil Vitality nicht unbedingt das beste Best-of-Five-Team ist. Aber ich denke, da hat Fnatic definitiv Vorteil. Ja, vielleicht Vitality, du hast gerade schon angesprochen, nicht das beste Best-of-Five-Team. Das letzte Best-of-Five von ihnen war letztes Jahr bei den Worlds. Nee, da sind sie, glaube ich, raus vorher. Aber ist schon lange her, dass sie das gespielt haben. Fnatic hat hingegen noch die Erfahrung von den Worlds. Meinst du, das spielt auch nochmal eine Rolle? Weil man hat gemerkt, dass Fnatic nach den Worlds so gebrochen war, wirklich am Boden war, jetzt aber langsam wieder ins Rollen kommt. Bei Vitality ist ja so ein... Sie haben den Schwung mitgenommen, jetzt scheint sich zu stagnieren. Ja, witzigerweise ist ja da, wo Fnatic in den Worlds gebrochen wurde, in Anführungsstrichen, ist es ja für Vitality viel besser gelaufen. Sie sind ja zwar nicht weit gekommen, aber haben eine super harte Gruppenphase gehabt und haben sich in dieser Gruppenphase trotzdem sehr gut präsentiert. Also hat nicht viel gefehlt, dass sie da eben rauskommen. Und ich denke, das hat denen auch nochmal ein bisschen Aufschwung gegeben. Motivation ist halt super wichtig. Siehe G2, die haben halt einfach Spaß am Spiel, die Jungs, und performen dementsprechend auch gerade gut, auch wenn sie viele Fehler machen. Was ich bei Vitality immer noch sehe, sie haben ja ihren Spielstil seit jeher nicht großartig geändert. Shizuke ist ja da sehr speziell, setzt auch gerne mal auf Assassins. Stichwort Echo, ist ja da einer seiner Champions, der auch im Split immer wieder ausgepackt hat. Ja. Sie versuchen dadurch halt sehr stark auch auf den Split-Push hinauszuzielen. 1-0-4, 1-3-1 sind halt Kompositionen, die sie gerne mal spielen. Letztendlich ist das aber, und Kevin wird das wahrscheinlich kennen, sehr, sehr schwierig zu exekutieren. Split-Push finde ich ist so eine der höchsten Formen, die du halt im Endeffekt bei League of Legends dort wirklich spielen kannst. Wenn du es gut spielst, ist es halt ein unheimlicher Pressure-Faktor und sehr schwierig, eine Antwort darauf zu finden. Aber du hast halt so viele Ansatzpunkte, so viele Angriffspunkte, wo der Gegner ansetzen kann. Die drei Leute, die in der Mitte sind, können Engage werden. Einer auf der Sideline kann einfach sterben. Der Draft muss gut sein. Sobald du halt einen Nocturne oder sowas im gegnerischen Team hast oder einen Galio, und halt so eine Split-Push-Kombo schon viel, viel schwieriger zu spielen, weil du halt immer wieder diese halbglobalen Ultimates in Betracht ziehen musst und halt viel defensiver auf den Sidelanes agieren musst. Und das sind so alles Faktoren, die Vitality ein bisschen nach hinten geschmissen haben und schlussendlich kam dann halt noch so ein bisschen diese individuelle Leistung dazu. Shizuke zum Beispiel auf Echo, der immer mal wieder doch gecashed wurde und dadurch verliert so eine Komposition halt immens an Pressure. Ja, du hast gerade individuelle Leistung angesprochen. Jetzt heute Shizuke gegen Nemesis zum Beispiel. Können wir direkt das erste Matchup vielleicht mal anschneiden. Wen seht ihr da zum Beispiel vorne? Weil beide hatten ja auch über den Split einen unterschiedliche Werdegänge, sage ich mal, während Nemesis so ein bisschen unterm Radar lief und in schlechten Performances teilweise trotzdem noch der war, der irgendwie herausgestochen ist. Shizuke hast du gerade schon angeschnitten, neben seinen mal besseren, mal schlechteren Performances. Wen siehst du heute eher vorne? Oder Kevin vielleicht? Also ich denke, es kommt wieder darauf hinaus, wie sie die Champ Select aufbauen. Wir haben gesehen, in der Split hat Nemesis immer meistens die schlechteren Matchups bekommen. Ja. Das heißt, er hat immer den Blindpick bekommen, er musste immer Blindpicken. Und sie haben sich die Counterpicks eher für die Botlane oder für die Toplane gespart. Und ich denke, das wird auch wieder so ein Punkt sein. Wir sehen, dass Shizuke auf jeden Fall übel viele Counterpicks hat. Also er kann sehr viele Champs spielen an sich. Ist halt die Frage, wie er damit performen wird. Besonders auch mit Zoe, Echo auch als Counterpicks und so weiter zurzeit. Und ich denke, wenn Nemesis eventuell mal einen Counterpick kriegt und ein gutes Matchup,
könnte er vorne herausgehen, besonders weil Jizuka auch ein sehr aggressiver Spieler ist in der Laning Phase, also auch on Stage. Der geht für die 1v1s und probiert es halt zu outplayen. Und ich denke, das wird ein spannendes Matchup. Ja, also ich glaube auch, dass halt, was das angeht, wir bei Fnatic heute wahrscheinlich nicht viel Änderungen sehen werden. Also genau wie du gesagt hast, er kriegt halt, also nicht so wirklich schlechte Matchups. Er hat halt immer diese Safe Supporter so, Champions genau. bekommen, Lissandra, Galio, so alles diese Champions, womit er nichts verkehrt machen kann, zumindest noch nicht. Der Aftershock wird ja noch genervt, aber heute sind wir noch auf 9.6er unterwegs, also da ist Aftershock logischerweise noch nicht angepasst. Beziehungsweise bei uns kommt er ja auch mit dem nächsten Patch, ne? Also 9.7er ist ja dann der Aftershock-Nerf. Glücklicherweise, Lissandra kann ich schon gar nicht mehr sehen. Aftershock für mit den Champions, nimm das bloß weg, das Ding. Und ja, also wahrscheinlich läuft es auch darauf heute wieder hinaus, was ich ein bisschen schade finde, weil mir macht es das auch sehr, sehr schwer momentan Nemesis dadurch noch einzuschätzen, weil wir ihn halt nie in irgendeinem Game gesehen haben. Ich glaube, ein oder zwei Games durfte er wirklich mal spielen, wo er ein Solo-Matchup bekommen hat. Ich glaube, eins hat er dann sogar kassiert, was ein bisschen ärgerlich war, ne? Aber ja, also ich konnte mir noch kein richtiges Bild davon machen, wie sieht es denn wirklich auf Skill-Matchups aus. Ja, vielleicht ein bisschen weg von der einen Solo-Lane zur anderen, denn da haben wir Vipo, der ein bisschen, auch ihr habt schon Coinflip angesprochen, in dem Split bisher gute Games hatte tatsächlich, aber auch teilweise Games, wo wirklich unten durch war. Vielleicht da auch im Vergleich zu Karbuschat, der ja Top 2 Toplaner ist, mit Wanda ist er so ein bisschen im Duell. Wen von beiden seht ihr da vorne und glaubt ihr, dass Bipo in seiner besten Form da heute mithalten könnte potenziell oder vielleicht eher... Ja, ist schwer, Bipo einzuschätzen für mich. Also der hat halt, wie du gesagt hast, Performances manchmal, da spielt er einfach, obwohl er ein gutes Matchup hat, nicht so gut. Ist irgendwie 20, 30 Farm hinten, auch natürlich wegen der Jungle Pressure, aber Karbuschat für mich sehr solide. Also definitiv einer der besten Top-Laner, die es gerade gibt in Europa. Und spielt jede Lane super solide, hat sogar in schlechten Matchups Kill-Pressure manchmal und bietet seinem Jungler sehr viel Momentum, um auch im River zu contesten und auch im gegnerischen Jungle. Das finde ich ganz besonders wichtig zur Zeit in der Meta, wo die Top-Lane halt quasi, das ist so die einzige Aufgabe, die sie haben im Early-Game, dem Jungler quasi überhaupt irgendwo eine Möglichkeit zu bieten, nach vorne zu kommen. Und das macht er gut. Also ich denke, da wird ist für mich klarer Favorit eigentlich Karbuschat. Ja, und dann zum Abschluss, bevor wir gleich nochmal zu der schönen Mats kommen, die Botlane, Reckless, zum Ende des Splits auch wieder deutlich gesteigert, wesentlich besser geworden, hat wieder seinen alten Playstyle. Im Vergleich zu Attila, der bei Vitality ja mehr auch so dieser stille Carry ist, halt nur seltener zum Vorschein kommt. Aber was glaubt ihr da, wer vielleicht die Oberhand hat? Witzigerweise finde ich, dass sich da beide Botlanes relativ ähnlich sind. Also Reckless hat jetzt zum Schluss die letzten Partien, die er gespielt hat, nochmal ein bisschen aggressiver gespielt. Da haben wir teilweise sogar gesehen, dass sie halt im 2 gegen 2 die Lane gewonnen haben, was halt den ganzen Split über einfach nicht auffindbar war, sondern das hat man halt die gesehen. Ich denke auch, dass es heute halt da eher Richtung Hyper-Carries für ihn hinausläuft. Vielleicht sehen wir sogar einen Wayne, weil wenn das Match abgegeben ist. So, Galio ist ja momentan auch ein Support, der halt sehr, sehr beliebt ist. Wenn es da Richtung Galio-Support geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ein Wayne ausgepackt werden könnte. Und dann können wir uns sicher sein, es wird eher eine Farmlane. Und du hast schon gesagt, Attila, auch der sich halt eher so ein bisschen zurückhält, was das Early angeht, halt Farm, Farm, Farm und halt die Lane einfach so ein bisschen ausgleicht die ganze Zeit mit Jack Troll zusammen. Der pickt ja auch gerne mal einen Tarm Kench und dann ist halt das Ganze sowieso gegessen, weil du halt nichts mehr engagen kannst. Ja, und damit ihr nochmal ein bisschen den Hype mitnehmen könnt für dieses Match heute, zeigen wir euch natürlich nochmal diese wundervolle Mats. Mal Mats, weiß nicht, ob wir sie wenigstens noch. Okay. Die Mats zeigen wir diesmal leider nicht. Sagen wir nicht nochmal, da gab es ein paar Soundprobleme. Dann können wir ein bisschen noch weiter über das Spiel reden. Du hast eben schon Vayne angesprochen für Reckless zum Beispiel oder auch Attila. Attila hat sie sogar schon gespielt, haben wir vorhin in der Mats auch gesehen. Anderer Pick vielleicht sowas wie Xayah, gerade jetzt Crit, AD Carry, Shinerwert zurückzukommen. Jinx war ein Pick, den Reckless auch schon ausgepackt hat. Ich könnte mir sogar für Fnatic halt Xayah, Rakan auf der Botlane vorstellen. Also man muss ja sagen, würde ich sagen, für ihn Braum, Rakan, wenn nicht sogar Thresh, sind so die Champions, die er halt wahrscheinlich zeigen wird. Ja. Je nachdem, was gebannt wird und was ihm halt gestattet wird zu spielen. Und wenn Rakan durchkommt, warum nicht auch die Xayah mit reinbringen? Also da sehe ich gar kein Problem drin. Ja. Vor allem, weil die Kritiker halt so schnell Power Spikes mittlerweile kriegen, deswegen auch Vayne so viable ist überhaupt, weil sie halt Minute 17, 18, 19 mittlerweile, wenn sie soliden Farm hat, braucht nicht mal Kills, zwei Items hat und halt durchrasiert. Ja. Also ich denke, da wird es spannend. Ich denke auch Xayah und Rakan besonders auch contested. Ob da gebannt wird, weiß ich nicht. Aber Counterpicks können halt sehr interessant werden. Ja, interessante Botlane auch, die haben wir jetzt in der deutschen Szene vor allem gesehen, aber auch in den A&R Academy League wurde sie zum Beispiel gespielt. Tarik Sona meinte, das ist heute ein Thema, weil super viele darüber reden, super viele schreiben. Auf Frostkirin, die Casterin der LEC, hat ja auch geschrieben, sie will das eigentlich nicht, aber es wird dann immer stärker. Meinte, ja, das heute vielleicht ist ja nicht nur Tarik Sona, es gibt ja auch mittlerweile dieses Swain-Tarik-Kombo und da wird es auch noch mehrere Möglichkeiten geben, dass man halt andere Champions durchbringen kann. Ab und zu sieht man Viktor, Vladimir, Botlane haben wir auch schon gesehen. Die Mages sind noch nicht so ganz verschwunden aus dieser Botlane-Meta. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt weder Attila noch Reckless
Davis als Spieler sehe, die halt sehr adaptiv sind. Sie haben einen sehr eingesessenen Champion-Pool, so für Adidas halt Wayne, einen Draven meinetwegen noch. Und auch Reckless ist ja so früher, was bei der Canon AD Carry so, so ein bisschen speziell gemacht hat, aber mittlerweile ist ja, er hat nicht einmal im Split Matches gespielt. Und als wir jetzt zu den Worlds auch dann diese Meta hatten, wo halt viele Matches-Bot dann gespielt haben, da wurde er auch effektiv geswappt, also er wurde ausgetauscht und der Substitute wurde reingenommen, damit man halt die Möglichkeit hat, diesen Swain zum Beispiel, der halt damals gerade in war, auf der Botlane eben auf Vipo zu sehen. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr kräftiger Indikator dafür, dass wir heute wahrscheinlich keine Matches und so eine verrückten Konstellation nicht sehen werden. Na gut, heute vielleicht nicht so das Thema, aber die Playoffs gehen ja auch ein bisschen länger. Wir haben ein paar Spiele und da können wir euch vielleicht noch mal eine kleine Übersicht zeigen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Denn es sind ja dieses Jahr ein paar mehrere Spiele, das ist ein bisschen anders aufgeteilt, muss man sagen. Wir haben die Runde 1, da ganz normal fangen wir heute an mit Fnatic gegen Vitality, dann Splice gegen SK, das haben wir morgen für euch ready. Und dann gehen wir in Runde 2 und da ist schon die erste Änderung, denn der erste Spiel gegen den zweiten, das war ja sonst nicht so, sonst durften sich ja immer den Gegner quasi, oder haben eben die Viertelfinalsieger als Gegner bekommen. Jetzt spielen sie gegeneinander und der Sieger ist direkt im Finale und dann gibt es quasi dieses Loser-Bracket oder dieses Lower-Bracket. Einfach anhand dieser Struktur, jetzt glaubt ihr, das ist für die Teams besser oder ist gerade zum Beispiel für ein Team wie Fnatic, die jetzt 4 Spiele gewinnen müssen oder 4 Best-of-Fives gewinnen müssen, um eben den Titel zu holen, zum Beispiel schwerer als vorher? Also ich finde das Format sehr interessant. Interessanter auf jeden Fall als die alten. Sande war jetzt sehr stumpf, sehr bewährt an sich. Ich finde das sehr spannend. Vor allem, weil halt wirklich dass die ersten 2 Teams die Möglichkeit haben, direkt ins Finale zu gehen. Das macht es halt ein bisschen spannender, einfach weil sie die Split performt haben. Sie haben halt im Endeffekt die Split halt gewonnen oder halt sind zweiter Platz geworden und haben sich quasi schon Spot in der Art im Finale gesichert. Und auch dieses Loser-Bracket, einfach so dieser kleine Faktor noch, dass halt dieses zweite Team, welches im Halb- oder im Viertelfinale dann verlieren würde, einfach noch diese Chance hat, noch weiterzukommen und einfach dieser Push nochmal zu bekommen. Ich denke, es wird sehr kompetitiv nochmal. Ja, ich muss auch sagen, dass du ja quasi Teams daran messen möchtest, wie sie halt kontinuierlich ihre Leistung zeigen und wie sie kontinuierlich performen und nicht nur anhand dessen, was für eine Tagesform haben sie, weil jeder kann mal einen schlechten Tag haben, auch ein Team kann mal, wenn 2, 3 Spieler einen schlechten Tag haben, ja gut, dann verlierst du so ein Best of 5 mal. Und dahingehend muss ich sagen, fand ich halt dieses Playoff-Format, das wir sehr lange in EU hatten, halt ziemlich bescheiden, auf gut Deutsch ausgedrückt, während wir in Korea zum Beispiel halt schon lange, lange ein viel besseres Format haben, was halt einfach auch honoriert, dass du halt innerhalb des Splits gute, kontinuierliche Leistung gebracht hast, weil du die Idee eben halt schon diesen Vorzugsplatz sichern konntest. Und das hat man jetzt hier endlich auch mal auf eine etwas andere Art und Weise durchgeführt, weil Korea haben ja nochmal dieses Stufensystem, das heißt, der erste ist im Finale, der zweite im Halbfinale, der dritte im Viertelfinale und so weiter. Aber hier hat man auch endlich mal wirklich einen Reward davon, halt sehr, sehr weit oben innerhalb des Splits zu stehen. Das finde ich gut. Ja, das auf jeden Fall. Lasst uns, wenn wir gleich auf die Pick- und Bannphase zugehen demnächst, nochmal ein bisschen über die Pick sprechen. Wir hatten eben so ein bisschen die Botlane fokussiert. Ein anderer Pick, den kannst du vielleicht mit was zu sagen, ist sowas wie Kay Toplane oder auch Urgot, der jetzt Top und Jungle gespielt hat, die jetzt zurückgekommen sind. Und ja, perfektes Time, wir gehen in die Pick und Bann, aber kannst du ja trotzdem vielleicht nochmal kurz anschneiden. Genau. Also sind ein paar neue Champs gekommen, auch Hecarim im Top. Ja. Könnte ein Contest-Pick werden auf der Toplane sehr, sehr stark. Definitiv Top-Tier. Urgot, meiner Meinung nach, ist zwar stark geworden, also ist stärker geworden, oder ich will nicht sagen stärker, weil er hat auch mehrere Schwächen bekommen, auch durch die ganzen Changes. Einfach weil er auch ein bisschen squishier ist, weil man die meistens nicht mehr auf Full Tank baut, sondern irgendwie Death Dance noch zwischendurch oder sowas. Stärker im Jungle als auf der Toplane mittlerweile geworden, für mich persönlich, besonders auch in so einem Matchup zwischen Bipo und Kabochat, weil beide sehr viele Counterpicks spielen. Zum Beispiel Irelia oder sowas mittlerweile ist gar nicht mal so bad. Oder auch Rain Champions sind ziemlich gut dagegen. Bin sehr gespannt, wie sie es priorisieren werden oder ob sie sich überhaupt picken. Kann auch sein, Hacker ihm schon mal gebannt. Also, wie gesagt, einer der stärksten Picks, auch im Jungle eventuell. Ja, vor allen Dingen ist halt Hecarim, glaube ich, ein Pick, den Vipo eher nicht so auf Lager hat. Kabochat sehr wohl. Ja, ja. Und da ist man gezwungen, ihn einfach noch mit rauszunehmen. Auf der anderen Seite hat man nochmal den Rakan direkt gegen Hylissang rausgebannt. Keine schlechte Option. Und ein Champion, der mich immer so ein bisschen zum Tilten bringt, der gute Karthus. Also ich use ihn selber gerade ein bisschen. Ist halt ein sehr, sehr starker Farm-Jungle. Also ist halt, ist halt wirklich gut für Solo-Queue, weil du farmst halt einfach nur und bist halt nicht geforst, Lanes halt essentiell zu pressuren und das hat trotzdem Impact. Vor allem kommst du natürlich den schnellen Farm-Speed von ihm relativ schnell auf deine Core-Items, die relativ günstig sind aktuell. Brauchst du Double Pen, Death Cap hinterher, wow. Und auf einmal verliert halt ein Carry Hälfte Leben, einfach durch ein Ultimate. Und die anderen halt genauso viel, schon nicht ganz so angenehm ist. Die Antwort ist okay. Braum für Jack Troll ist halt auch ein Champion, den man gleichzeitig von Hylissang wegnimmt, was schon mal ganz gut funktioniert. Und du hast den Jarvan Flexpick noch mit dabei. Ja, entweder für Mowgli oder für Kabochat hier in dem Fall. Auf der anderen Seite, Lissandra haben wir schon angeschnitten. Überraschung. Ja, wer hätte es gedacht, die kann man sich momentan nicht wegdenken. Rakanban habt ihr eben schon angesprochen. Ist das jetzt für Reckless und Attila so ein Argument, dass Xayah ja gar nicht gepickt oder glaubt ihr, man könnte sie trotzdem mit unterbringen? Man könnte sie unterbringen, aber es würde sehr viele Schwächen geben. Oder Wayne. Das ist halt sehr, sehr früh, Wayne.
Aber ist gut. Also gegen Braum ist halt ein bisschen tricky. Kann halt, ist halt ein Counterpick. Also so ein Braum ist halt für jeden AD-Carry übel anstrengend gegen zu spielen. Muss halt wirklich den Q-Tumblen. Ist halt wirklich sehr gut gegen Jarvan, weil man einfach, ne, man kann die Ultimate abusen, einfach direkt den Stun kriegen, theoretisch. Das Gute ist, Draven ist schon mal draußen. Draven wäre ja immer so dieser Hard-Counter gegen Wayne, den du auf jeden Fall nicht auf Lane haben möchtest. Gegen Lucian funktioniert es ganz gut. Das ist halt auch so ein bisschen dieser Präventiv-Pick. Das heißt, Lucian Braum wäre jetzt eine Lane, die schon viel, viel, viel schwieriger durchzubringen ist für Vitality. Ja. Ist jetzt interessant. Also, man kann ihn sehr viel rumflexen. Jarvan Top-Lane, dafür Talia im Jungle. Man könnte sogar theoretisch Talia in der Midlane spielen, als Counterpick zu der Mobility von Lissandra. Einfach, dass man noch mehr roamen kann, noch effektiver roamen kann. Man pusht die Lissandra oder versucht den Push quasi zu counter mit dem eigenen. Und dann mit zu roamen oder halt effektiv zu countergenken sogar. Genau, dieser Talia-Mitte wurde tatsächlich auch in der LCK halt schon das ein oder andere Mal gespielt und wurde halt auch relativ gut da ausgenutzt. Ja, LCS haben wir sie auch schon gesehen. Also sie ist vertreten, ja, eher selten, aber vielleicht findet sie ja bald den Weg zurück. Renekton. Ja, erstmal die nächsten Bans, die hier durchgehen. Du hast gerade schon gesagt, Kevin, Renekton wird hier rausgenommen gegen Vipo eben. Ist doch ganz lustig, beim Podcast von Riot, also bei Euphoria, wurde Vipo auf seine Toplane-Picks angesprochen, hat er so ein paar Picks durchgegangen und hat so Rengar einfach mal wild in den Raum geworfen. So, wann pickt er den? Weil er den Solo-QV spielt? Mal schauen, vielleicht sehen wir sowas. Ah, nee, das wird kein Rengar werden. Ja, wer weiß. Renekton-Bann könnte durchaus auch für die Irelia sprechen, die man da durchbringen möchte. Ja, Karmusch hat natürlich auch sehr flexibel Aatrox noch rausgenommen, jetzt der letzte Band von Fnatic. Und dann gehen wir schon auf die letzten Picks drauf zu. Mal schauen, was uns da erwartet. Ihr habt gerade schon gesagt, wildes Geflex ist hier noch möglich. Zumindest auf der Seite von Vitality erstmal, die ja auch den Last Pick haben. Die Red Set momentan gefühlt so ein bisschen stärker, habe ich so zumindest vernommen. Kommt drauf an. Also du hast Red Set, den Last Pick, die Solo-Lanes sind halt schon wichtig aktuell, dass du einen Counterpick bekommst. Das Schöne ist halt an Red Set, dadurch, dass du so viele Flex-Picks aktuell hast, kannst du halt deine Flex-Picks erst ganz zum Schluss auflösen und das ist halt schon ein klarer Vorteil. Wenn es ein bisschen weniger davon geben würde, würde man sagen, okay, der First Pick wäre vielleicht ein bisschen immenser. Man muss auch sagen, das Balancing ist aktuell in der League eigentlich ziemlich gut. Das heißt, es gibt halt auch nicht diesen Power-Pick, den du halt mit dem First Pick bekommen kannst, der dich halt essentiell ins Game bringt. Ja, sowas wie zum Beispiel letztes Jahr noch Aatrox und Urgot waren, die ja quasi immer in der ersten Rotation gepickt wurden. Das hat man jetzt nicht mehr. Was wir aber haben, ist ein Lucian, ihr habt ja auch jemand schon angesprochen. Ja, Early Aggressive, wobei wir häufig sehen, Lucian im Competitive wird einfach nicht so gut durchgebracht, hat er immer seine Probleme. Es ist halt schwierig, wenn er nicht Early Game snowballt. Also wir vergleichen jetzt hier, willst du einen Lucian mit zwei Items oder willst du einen Vayne mit zwei Items? Ich bin halt klar für Vayne. Einfach wesentlich mehr Damage Output und einfach mehr Utility, also die kann einfach mehr bieten in einem Teamfight. On Support. Das könnte auch interessant sein. Also gegen Braum. Oder top. Aber Galio bleibt deutlich besser, glaube ich. Also ja, aber Alistair ist solid. Also Alistair ist auch solid. So, ja, ist fein. Ja, so, ich denke, Galio wäre auch fein gewesen an der Stelle. Da hast du dann auch so ein bisschen das Problem, dass du halt ein bisschen gankanfälliger bist. Alistair erfüllt halt einen klaren Auftrag. So brauchen wir nicht drüber reden. Sehr interessant. Und als Lucian hast du halt auch nicht so viel Outplay-Potenzial gegen Alistair. Deshalb passt du hier noch ganz gut rein. Ja, Gangplank zum Abschluss noch gepickt. Das ist auch ein Champ, für den Vipo zuletzt kritisiert wurde für die Auswahl. Hat aber eigentlich seine Daseinsberechnung auch wegen der Buffs, die er auf dem neuen Vierer, glaube ich, erfahren hat. Na, vor allem die Synergie musst du dir mal vorstellen. Also das ist eine Kombo, die für mich ganz klar für Botlane-Dives spricht. Du hast die Sandra, die Prio in der Mitte bekommen wird. So ab Level 5, 6 kriegst du halt Push-Pressure. Du hast einen Katus mit der Ultimate, du hast die Gangplank-Ultimate, die Sandra Botlane. Zack, auf einmal hast du 5 Mann eigentlich da, obwohl halt nicht mehr alle 5 Mann reell da sind. Was für Lucian und Braum halt sehr, sehr schwer wird. Also diese Synergie gefällt mir für den Next-Kombo auf jeden Fall ziemlich gut. Okay, das ist Lucian. Jetzt sehr verrückt. Lucian auf der Sideline wahrscheinlich, haben Lucian wir auch top schon gesehen. Gegen Gangplank, guter Pick an sich. Wird halt Vipo wahrscheinlich derbe punishen. Ist halt nur die Frage, wie schon gesagt, wird Fnatic quasi diese Botlane-Dives oder allgemein diese Roam durchbringen? Und können sie daraus quasi das Game auch finishen? Also das wird wichtig, wenn sie wirklich diesen Botlane-Fokus haben, dass sie das gut exekutieren und dann weiter ins Midgame bringen und dort die Vision aufbauen können, um halt Nash anzugehen. Vor allem mit Vayne und sowas geht das super schnell. Drachen-Fokus wird in dem Game super wichtig, genauso wie der Herald auf beiden Seiten. Meiner Meinung nach noch wichtiger für Vitality, weil sie einfach diese Map aufbrechen wollen. Also damit sie irgendwie eine Chance haben, überhaupt zu roamen, bräuchten sie den Herald. Ja, und somit der Draft jetzt auch durch. Die Timer sind runtergelaufen. Jetzt mal ganz kurz, so einfach so aus dem Bauchhaus, wem würdet ihr es anhand des Drafts geben? Ich glaube, ich habe so ein bisschen Fnatic rausgehört bei euch beiden. Ja, also Fnatic hat die sichere Kombo, die etwas einfacher zu exekutieren ist, das ist definitiv klar. Mit Lucian im Late Game, Ezreal. Okay, Ezreal hat halt noch seine gewisse Daseinsberechtigung, aber für mich ist die klare Winning Condition, dass du Lucian auf der Sidelane snowballen musst, was mit Jarvan durchaus möglich ist. Aber wenn bei Vipo kein Fehler passiert, dann wird es sehr, sehr schwer und dann hast du natürlich dagegen auch noch die eine Seite, fokussiert halt Top Lane, die andere Bot Lane und da hat sich Fnatic doch, wie gesagt, sie haben für mich einen einfachen Job.
Gut. Bevor ich jetzt zu den Kassen abgebe, nochmal von mir der kleine Reminder an euch. Ihr könnt natürlich mit Ausrufezeichen Rewards den Link bekommen, über den ihr auch das Ganze über watch.lolesports.com sehen könnt und euch Ingame Rewards da verdienen könnt. Und deshalb würde ich jetzt sagen, benutzt ihr die direkt und ich gebe ab an die Kasse an Maxim und Kingsplay, die euch durch das erste Game führen. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, wir sind ebenfalls am Start, dürfen heute den ganzen Spaß kommentieren. Ein ganzes Best of Five haben wir vor uns. Und ja, du bist ja so ein bisschen LCK vertraut. Ganz bisschen. Das ist natürlich die Frage, ob wir das Ganze heute so ein Stück weit hier anwenden können. Denn beide Teams offensichtlich mit unterschiedlichen Werdegang. Fnatic hat ja richtig, richtig sick aufgedreht in den letzten Wochen. Wohingegen auf der anderen Seite natürlich die Winrate leicht gedroppt ist. Bin gespannt, wie das Ganze wird. Wir haben hier, Riot gibt sich Mühe, wenn es Richtung Playoffs geht, finde ich sehr, sehr schön. Das bedeutet auch, optisch haben wir hier einiges zu bieten. Aber es gibt natürlich viel zu erzählen. Ja, und du hast es schon gut angesprochen. Also Fnatic ja in letzter Zeit eigentlich das einzige Team, kannst du wirklich sagen, in der LEC, was wirklich den Sprung nach vorne gemacht hat. Also ja. Vitality, ja, konstant, das schwächelt noch ein bisschen. Fnatic, ich sag mal, sind auf dem Siegeszug und ja, du willst es ja halt closen. Wie schon gesagt wurde, hast du 4 Fights und Hüli sagen, ja, testet einfach den Gegner ganz spontan. Das kannst du auch noch abstempeln. Aber um zurückzukommen, Fnatic muss hier einfach wirklich zeigen, wo es lang geht. Und wenn man schon kleine Stimmen hört, auch von den Spielern selbst, der Fokus ist hier einfach wirklich, du siehst es auf der Late Game, du hast die Vayne, selbst wenn sie einfach nur die Beine stillhalten, also ja, wie du sagst, das LCK-like, wenn das hier einfach nur von Fnatic, was völlig untypisch wäre, aber das wäre wirklich ihr Sieg, ja? Broxah einfach mit ihrer Ult hinterher und Peel für die Vayne und das war schon, also nur, das sind nur diese groben Win-Conditions nur fürs Late, die du vorbereitet hast. Hier ist natürlich die Frage, ob sie das Ganze wirklich ins Late Game transferieren können. Also Vitality ist dahingehend nämlich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Also ihr Gameplan definitiv Midgame fokussiert. Der Jarvan wurde hier ein kleines bisschen gestresst, kann trotzdem beim Red starten, kriegt keine Hilfe. Kaushart hätte, denke ich, eine gute Adresse gewesen. Hat ihr hier auch das Range-Matchup, das ist ein sehr altes, by the way. Also für viele sieht das jetzt mal verwirrend aus, dass Lucian die Toplane aufsucht, aber das haben wir schon damals gesehen. Witzigerweise auch gegen Gangplank, der er natürlich mit der Range klarkommen muss. Und hier sehen wir zum ersten Mal einen aggressiven Jungler. Das ist halt wirklich super nice. Karthus musst du stressen ohne Ende. Er kann schnell farmen, aber er ist nicht der überragendste Duelant. Ab Level 3 geht's witzigerweise wieder, wegen der Wall. Aber bis dahin macht das Mowgli genau richtig. Und das ist exakt einfach, diese Spiegeln. Wie gewinnst du? Also du musst natürlich schauen, habe ich einen kill-lastigen Jungle? Habe ich jetzt push-lastigen? Und du siehst es einfach, Broxah, kill-lastig natürlich, ab Level 11 oder ab Level 16 spätestens, aber vorab, punish ihn, bestraf ihn und vor allem, wichtig ist auch, der erste Drake ist der Infernal. Ergo musst du das Ganze auch schon vorbereiten und darfst vorab nicht zulassen, dass es überhaupt schon in die Richtung geht, dass Fnatic mittlerweile ja alles schon vorbereiten kann. Auf der Botlane hast du sowieso Pushing Lane. Du hast da schon die Hoheit. Spiel das einfach noch ein bisschen weiter aus, vielleicht in Konstellation mit Jarvan zusammen, dass du möglicherweise für den Kill forst. Dann einfach den Drake mit ab und du hast schon gleich anfangs 10%. Also zusätzlich AP und AD obendrauf, da lacht sich der Aswin natürlich ab, gerade weil sein Double-Tier nicht mehr möglich ist. Je mehr Schaden drin ist, desto besser. Aber hier die Jungle-Route von Mowgli, super nice. Er invadet ihn, er stresst ihn, er nimmt die erste Krabbe und Jarvan kannst du bei der Krabbe nur sehr, sehr schlecht bekämpfen. Das heißt, er bekommt auch die zweite. Hier hat Mowgli eine so schöne Route gewählt, die Broxah nicht hart einschränkt, ne, aber ihm auf jeden Fall keine Krabbe möglich ist. Das heißt auch kein Mana-Reset. Man sieht, er hat ja den Blue-Buff gehabt. Ist jetzt schon ziemlich low, was das Ganze angeht. Mowgli sagt, ich nehme beide Krabben, versuche ihn noch weiter hier an der Stelle zu stressen, weil die Wölfe wurden ja nicht mal bemerkt, dass die nicht abgeholt worden sind. Super nice. Er kann jetzt bei Bedarf noch zu dem Blue gehen. Und du hast sie erwähnt, Karthus klein halten? Not bad. Ne? Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Muss man hier sogar, da er so ein kleines bisschen die Midgame-Brücke darstellt. Ja, gerade mit Kabushar sehen wir perfekt auch im Bild, so wie es sein soll, einfach wirklich gegenpushen. Das ist halt so ein Duell, bevor überhaupt auch Gangplank auf diesen Limit ankommt, dass er gegenpullen kann, ist das wirklich das Beste, was man machen kann. Zieh ihn komplett rein, solange du kannst. Den Leiden Farm, haus mit rein, auch auf der Botlane, gerade mit Ezreal, Braum ist so eine, als wenn so ein Blitzcrank-Arm die ganze Zeit im Busch steht. Ja. Du hast ständig Angst, dass irgendwas von ihm kommt. Nutzt das einfach aus und auch Kabushard, Kevin hat es schon perfekt gesagt, er ist der Top-Laner im Moment, der aber vielleicht in Gefahr ist, aber Level-3-Gang ist er noch ein bisschen ruhig, da kann Broxah einfach nur mal kurz sagen, hallo und verrät dadurch auch, wo er ist, das heißt, Jarvan könnte ihn jetzt auch wieder abfangen, wenn er wollte. Das ist halt Regelbruch, ne? Dass du vor Level 6 ein hartes Gangs, ne? Aber das war hier nicht möglich, ihm wurden zwei Camps geklaut, ne? Krabbe war weg und er hat ebenfalls die Wölfe so ein kleines bisschen eingeschränkt. Mowgli bleibt sogar in der Nähe. Dieser Gank hat, wie du es gesagt hast, nicht nur Vision gekostet, dass du gesehen worden bist, sondern natürlich auch entsprechend Zeit. Das ist ein Karthus, der gerade nicht powerfarmen kann und das sieht man selten, dass ein Jarvan einfach mehr Camps hat. Ne? Sehr, sehr gut gemacht.
Na, wird es natürlich im Boxer so ein Stück weit ausgleichen mit dem Gromp, dann ist das halbwegs gleich. Der Fokus sollte aber dann, denke ich, irgendwann wirklich auf die Botlane so ein Stück weit gelegt werden, was ja die Analyse gefordert hat. Weil Reckless will ja nur durchhalten, ne? Aber ihn zu stressen wäre auch nicht schlecht. Kleiner Fight hier, Jizuke sollte da mit dem Flash arbeiten. Zack, jetzt wird hier gegengearbeitet, es war zu spät. Letzter Auto-Attack kommt nicht durch, da fehlt halt wirklich das Level und der Schaden. Gut gemacht von Jizuke, aber super close. Schon hart, aber man kann sagen, sie ist auch gleich Level 6, also kann auch mit ihr Ult schnell wieder auf der Lane sein. Auf der Botlane versuchen sie auch mit Hillisang und Jackdroll, aber auch da siehst du einfach, wer jetzt im Tankiger ist und es dann sitzt hier tatsächlich. Also Reckless schon eine Bedrohung. Es ist so anstrengend gegen Braum zu kämpfen, das ist halt dumm, er hat kein Mana, kein gar nichts. Schafft es mit dem Schild einfach wirklich super viel Schaden runterzunehmen und regelt dann alles über die Pässe. Vor allen Dingen, so ein Fight kostet auch super viel Gold. Man muss ja bedenken, dass Attila Kleptomancy ganz klassisch spielt. Er kriegt ja einen Stack nach dem anderen. Oogly jetzt aber dabei, um diese Krabbe zu feilen. Also ich glaube, er überlegt noch, er hat Smite ready, sogar Red Smite. Traut sich das Ganze aber nicht, hat keine Midlane-Prio. Das ist quasi die Konsequenz des Midlane-Ganks, ne? Dass Jizuke nicht zur Stelle ist, um das zu verhindern. Das ist der blöde Nachteil. Top-Lane wäre natürlich top, klar. Lucian zieht da komplett von vorn bis hinten durch. Aber auch da, du hast schon gesagt, also der Fokus sollte tatsächlich von Seiten Vitality Richtung Botlane sein. Sie wissen genau, Reckless ist einer der Top ADCs mit den besten Stats im Moment, das musst du sagen. Und den willst du dann. Und dazu, es ist eine Vayne. Wenn du die irgendwie nur freie Bahn lässt, selbst wenn du 0-0 durch die Lane kommst, sollte es tatsächlich so spät werden Richtung Late Game, ist es aus. Du hast einen Alistair, der 20 Jahre lang steht mit seiner Ultimate. Ja. Und die Vayne kann schießen, wie sie will. Selbst ihr Flash, also wer wird ja gefährlich? Man muss immer die Konstellation sehen. Jarvan ist der Einzige, der mit reingehen kann. Und danach musst du vorsichtig sein. Talia zerplatzt. Lucian, der hat einen ganz anderen Job. Deswegen musst du jetzt wirklich unten eigentlich punishen. Und mit dem Drake nimmst du es einfach schon weg und holst dir da zusätzlich den Schaden oben drauf. Also bis hier, vor allem ohne jegliche Vision von seitens Fnatic, also keine Prio darauf, ist schon ein bisschen fahrlässig. Konnten sie gar nicht machen, weil das ist nämlich der Trade-off gewesen hier an der Stelle. Die Krabbe wurde erledigt von Broxer, weil natürlich auch Jizuke wusste, okay, ich bin Midlane raus, ich habe keine Prio mehr, Krabbe wurde unten genommen und das ist ja trotzdem ein Faktor, der Zeit kostet. Dass Mowgli das gut abgeschätzt hat und weiß, okay, jetzt kann ich nach unten gehen, Jizuke kann jetzt gegenpushen, weil die Talia ist ja ein sehr spezieller Pick, wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Na, sie wurde auch jetzt nicht großartig geändert, aber der Minion-Dematerialisierer, der hätte nur noch 3 Stacks, aber die sind einfach 10-mal besser. Das bedeutet, ihr Waveclear kann wirklich mithalten. Mit der Lissandra, die auch nicht schlecht ist, trotzdem viele Mana-Kosten mitbringt, aber irgendwann kann der Jizuke gegendrücken, was bedeutet, hey, ich kann nicht nur roam, sondern ich kann auch meinen Jungler indirekt unterstützen. Ja, und da ist auch der Punkt, warum ich Ice perfekt verstehen kann, weil Lissandra, egal in welcher Liga. Ist dumm, ne? Es ist absurd. Es ist einfach ein Nährfaktor, Punkt kann man gar nicht anders sagen. Sie hält Ewigkeiten durch, aber sie hat auch einfach nicht den Schaden. Und da, wie du schon sagtest, Jizuke ist da 10-mal besser. Und gerade mit Mowgli zusammen, also mit Top-Richtung, die spielen einfach perfekt zusammen. Und das in der Konstellation ist hier mega. Ja, siehst, ey, das was ist soll schlimm. Das? Das ist halt, also es ist halt super, super unlucky. Mowgli ist jetzt zur Stelle. Es macht natürlich auch Karbosch halt sehr, sehr gut. Er nutzt seinen dominanten Pick. Das ist 72 zu 49 Farm. Man muss aber denken, ist ja noch, es ist ja nicht die Kleptomancy-Variante, die vielleicht noch ein bisschen Kohle bekommt, weil deine Pistole schießt halt genauso weit wie Kabuscher sein, ne? Der kann jetzt noch ein bisschen stressen, zack, zack, Doppelschuss kommt raus. Man wird jetzt hier natürlich nicht mehr machen, aber das ist ein Karthos. Na? Meine Broxa, danke Mr. Broxa, ne? Aber es passiert ja nicht, weil er nicht in diese optimalen Farm-Situationen kommt, wird zu sehr gestresst, beziehungsweise kann er auch nicht seinen Level 6 Power Spike für die Lanes nutzen. Weil diese Lanes auch nicht gewinnen. Also gar nicht. Man wird hier sogar am Ende des Tages gedeiht. Das ist das Beste, wenn er jetzt natürlich nicht gesehen wurde, aber kann Karthos immer noch perfekt unter Druck setzen. Sobald er ein Ultimate, er zwingt ihn zum Flash, den er ja nicht mehr abhat. Also wenn er macht es ja richtig. Er hat gesehen, was auf der Toplane passiert. Abuse it. Nutz es einfach aus. Der Gegner hat dir komplett gezeigt, wo es lang geht. Ja, richtig. Vitality spielt es hier so smooth runter. Oh, der platzt halt schon vorher. Oh mein Gott, der hat dir den Schaden des Kataklysmus nicht geflasht. Und es kam raus, ne, aber du musst versuchen, den Schaden zu verhindern. Hat nicht ganz geklappt. Ultra smooth von Vitality. Also die haben das, die Midgame-Comp genommen, verstanden und exekutieren es. Übel nice. Ja, du kannst schon sagen, ich möchte nicht sagen, sie haben sich verdraftet auf seinen Vitality, aber es geht schon halt in die Richtung. Wirklich, wo ist die Pri? Du hast jetzt eben gesehen mit den Jarvan der Konstellation, auch der Wall, die wir perfekt angesprochen haben. Du kannst wirklich selbst noch dezent durchhalten. Fnatic muss eigentlich nur durchhalten, aber jetzt musst du als Vitality einfach nur Gas geben. Du hast den Drake, du hast jetzt wirklich easy gesehen, wie es geht. Einfach die Vorbereitung. Selbst wenn die Vision da ist, was willst du machen? Broxa, was? Es ist ein Karthos. Er kann nur von vorn bis hinten platzen. Selbst Kabuscher hatte noch gefühlt alles ab Flash hinterher. Also
perfekter Gang und einfach nur weiterziehen. Und da muss man sagen, sie will vielleicht ein kleines Wunder, dass Vitelli hier durchzieht. Aber auch da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, denn mit Katos, ja, gerade nachher musst du bedenken, Gangplank, sobald seine Fässer sitzen, platzt halt auch einfach ein Jackpot mit seinem Baum weg. Das stimmt. Also, dass das Fnatic das Late Game hat, ist absolut uneinfechtbar. Also das ist kein Problem. Aber ich meine, Vitality hat ja bewusst dagegen gedraftet. Sie haben ein kleines bisschen getrollt mit dem Lucian, ja. Na, dass sie gesagt haben: Hey, vielleicht ist das ein Bot, den Lucian braucht. Ich meine, das ist ja der absolute Standard. Haben dann noch den Esri reingepackt. Und Esri hat hier eine seltsame Sonderrolle. Wir wollen ja, dass die Vayne kaputt ist. Na, das musste gegen sie tun, weil sonst punish sie dich. Die Alternative ist zu sagen: Wir deinstallieren Vipo. Und ich finde, diese Variante, die übrigens sehr, sehr gut aufgeht, ja, ist ebenfalls machbar. Weil ich glaube, wenn jetzt eine Vayne 20 CS weniger hat, ist sie immer noch Vayne. Ne? Ich meine, das W hat kein richtiges Scaling. Cabo schaut im 1 gegen, oh, der darf kein Kill. Und das ist super gefährlich. Ein Auto, oh, nice. Oh mein Gott, das Punishment. Grausam. Übelwitzig. Ne? Aber leider nicht schön für Vitality. Und sowas, das geht so schnell nach hinten los. Er wird jetzt natürlich trotzdem komplett zerstört werden. Ich meine, es sind drei Leute vor Ort. Zack, da kommt die Standarte. Red Smite ist ebenfalls drauf. Wieso macht er keinen Schaden? Noch ein Q? Gibt's nicht mehr, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht der denn? Oh nee, Jisuke ist der Nächste dran, wenn er den Dive immer noch überlebt. Vipo, bester Mann, zack, da kommt das Q durch. Oh, ich würde mir alle Organe auskotzen. Was war das denn? So einen guten Dive vor uns hingelegt? Ja, gut. Also, ja. GG! Die ganze Mannschaft kommt da oben und sagt sich, ey, nicht mit unserem Freund. Und zack. Oh, jetzt sind die Kombo nicht. Oh nee, also das ist gerade ein richtig schlimmer Midgame-Befreiungsschlag gewesen für Fnatic hier an der Stelle. Wenn der Dive schiefgegangen wäre, kannst du Vipo komplett vergessen, weil er braucht Items. Eine Vayne hat ihr weh, das scaled einfach ruhig mit. Aber hier, oh nee, also gut gemacht, dass er das überlebt. Ich verstehe es gar nicht, warum er so tanky ist, ne? Warum er das Ganze mitnimmt. Das Stundenglas hat einfach ihn komplett aus dem Leben getrollt. Also das ist einfach wunderschönes League of Legends bisher. Aber hier macht jetzt bitte alle die Augen zu. Da kommt die ganze Familie. Macht keinen Schaden, selbst der erste Attack-Roller, der wird komplett wieder gepunished. Du weißt auch, der hat einfach nichts und endlich willst du Beeper mit rausnehmen und bitte jetzt doch endlich. Hat wenigstens nicht mehr die Uhr, um sich nochmal zu retten. Und jetzt einfach nur durchziehen, dass du die Top-Lane einreißt, dass du es eröffnest, weil Lucian brauchst du jetzt einfach nicht. Weißt du, brauchst die Mobilität, diesen Schaden, dass du hinterherjagen kannst. Und das ist auch so ein Faktor, den man zum Beispiel Ezreal so ein bisschen, na, was heißt abschreibt, dadurch, dass er Double-Tier nicht mehr so möglich ist, muss er in Richtung Iceborne-Gauntlet die Gegner dauerhaft slowen. Ein Kato sagt sich, fuck, ich komme ja einfach nicht mehr raus. Ja. Selbst die Wehen kreucht dann einfach nur noch um zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du hast da so einen kleinen Jäger plus mit Lucian, der auch unfassbar mobil ist nachher. Nutzt das einfach aus und ja jetzt Vitality zieht wieder an. Die eine Minute vorhin da, die laden wir. Aber die wird nicht, die, also die werden sie nicht zurückkriegen. Ne? Da muss er dazu sagen, jeder einzelne Kill ist halt da schon super viel wert. Trotzdem, Fnatic zeigt bis. Vitality macht aber auch Fehler. Also, wie gesagt, bis zur Minute 25 muss ich Fnatic, dass so ein Stück weit gefallen ist. Sie können es verhindern, wie man halt gerade gesehen hat. Auf den Botlane können sie nach wie vor lassen. Reckless macht hier einen absolut fantastischen Job. Aber Broxa wird quasi zu einem kleinen Gruselkandidaten. Reckless mit dem Flash. Knockups ist ebenfalls. Da hat man sich gut abgesprochen. Na, der eine will fighten, der andere will sich eher zurückziehen. Der Damage von SU noch nicht hoch genug. Q ging ebenfalls daneben. Reckless immer noch super low. Aber die diven den einfach eiskalt weg. Super wichtig. Double Kill hier für die Vayne, für Reckless. Ja, und jetzt, also ich meine, jeder kleine Kill treibt einfach den Timer eine Minute nach unten, was für Vitality den Genickbruch bedeutet. Vor allem, du hast gefühlt alles auf die Top-Lane gelegt. Das ist auch das Problem von Vitality. Jedes Game, Top-Lane, Mitte, immer die 30 zusammenspielen, Bot-Lane wird einfach alleine gelassen. Und das hast du jetzt davon. Gerade die Bot-Lane, wo der Fokus ist, wo gesagt haben, sie wissen doch, wo picken sie rein. Natürlich auch Gegner. Wie gesagt, bis auf dieser kleine Troll-Pick, kriegst jetzt die Mitte, eröffnest somit das Ganze jetzt ein bisschen. Das Problem ist, es geht richtig, die haben halt eine Early-Mid-Game-Kommen. Und die anderen sagen sich, okay, wir haben die erste Phase überstanden, haben gesehen, Vitality geht für den Greed. Auch das nutzt du aus. Diese Mentalität nimmst du ja halt auch mit, wenn der Gegner das macht. Und selbst eben die Katos-Ulti noch frei war. Das heißt, du hast so viele Möglichkeiten, trotzdem noch Vitality zu punishen. Und ich sag mal, Hut ab. Ja, also funktioniert für sie quasi. Trotzdem, Turmvoll ist unangenehm. Ich hätte auch gedacht, man zieht's hier, by the way, durch. Also, GP-Ult war nicht da. Man hatte immer noch so ein kleines bisschen Zeit gehabt, um Carbo Shard kombiniert, beziehungsweise Lucian kombiniert mit Jarvan. Die können sich ja gegenseitig Tech-Speed geben. Also ich hätte gedacht, dass sie den zweiten Turm auch noch mitnehmen, je nachdem, wie sie ja quasi swappen wollen. Das Replay natürlich von der Tiefe her nicht überragend. Reckless wollte einfach nur Platz gewinnen. Hier haben sie aber einfach eine massive Überzahlsituation. Und das ist einfach die Kommunikation. Ja, es ist das erste Spiel. Ich glaube, die Jungs, ne, darf man mal so ein bisschen sagen, dass sie auch selbst ein bisschen nervös sind. Und das war halt ein Fehler. Ich sag mal, so oft sieht man den halt wirklich nicht davon. Und du hast schon angesprochen. Also wäre das hier LCK, ne?
Ja, die jetzt. Das wäre 0-0. Wir werden ja gefeuert, ne? Ja, das wäre 0-0, aber drei Türme werden verfolgt. Ja, ja. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Also so etwas muss Vitality abschätzen. Wenn sie das Flash von Reckless fliegen, ist super nice, aber da muss man sich halt einen Plan überlegen, okay, wie kommen wir zurück? Weil du hörst ja auch, wie der Drache stirbt. Du weißt, also der Mowgli weiß ganz genau, hey, wo ist Karthus gerade? Na, und wo liegt deren Fokus? Und wenn man den Drachen macht, muss man damit rechnen, dass noch zwei, drei Leute mehr sind. Vor allen Dingen, weil man wieder gesehen hat, dass Lissandra gegenpusht. Ich hätte ganz ehrlich erwartet, dass Talia mehr Druck aufbaut. Funktioniert aber gar nicht, hat sogar die Spellbook-Variante mehr Flexibilität dabei zu haben, aber auch das hilft natürlich jetzt beim Wave-Management nicht wirklich viel. Da hat man es wahrscheinlich ein bisschen überschätzt, was die Stärke von dem Minion-Dematerialisierer angeht. Ich hatte gedacht, diese paar Prozentpunkte reichen da aus, damit sie einfach Lissandra permanent unterm Turret hält. Passiert aber nicht. Auch eins der, ich sag mal, Stats, was Vitelli gerade ein bisschen vernachlässigt, halt die Sicht. Ja, wo sind die Bots? Also wirklich, klar natürlich, dass wir eben gesehen haben, dass sie in der Mitte rum da jetzt ein bisschen den Fokus legen, weil sie wissen natürlich, ihre Mitte ist offen. Obacht, wo kann es hingehen? Der Herald ist natürlich auch, ja, ist ein super schönes nettes Ziel, wo du noch richtig hingehen willst. Aber es fehlt komplett, wenn du bedenkst, dass eigentlich Vitality hier von den beiden das stärkere Team ist, was die Vision Score an sich angeht, dass sie mehr die Hoheit haben. Sie müssen wissen, wo die Gegner sind. Und das brauchst du auch. Du kannst nicht einfach mit Jarvan plötzlich im Busch gehen und hey, da ist ein Alistair, der dich wegnockt. Du platzt einfach. Du musst jetzt auch mit der Sicht arbeiten. Und die sehen wir bisher zum Beispiel noch gefühlt halt gar nicht. Da ist so Fnatic jetzt in Hoheit, aber weil die halt auch wissen, dass es so ist. Und wenn sie da weiterspielen. Vitality schafft halt die obere Hälfte so ein kleines bisschen aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir jetzt auch den Turret bekommen. Ich denke, das ist fein. Aber das ist das Problem am River. Wenn du einmal da die Kontrolle verlierst, vor allem weil Karthus halt auch überall ist, Gangplank ist überall, man muss ja an diese globale Power denken. Plus 3 TPs. Also theoretisch bist du halt schnell von A nach B gekommen. Sei es über den Charme wie Karthus oder wirklich über die körperliche Präsenz wie eine Lissandra. Das heißt, dieser River-Verlust ist super unangenehm. Vor allem, weil es ja auch drei Effekte hatte. Drake, River, und dann natürlich auch dadurch den Turret, weil wie sollst du helfen? Mowgli ist jetzt in so einer Phase, wo ein Tank, Jarvan, in eine massive Abhängigkeit gerät. Er geht nicht dieses Warrior-Build, was man auf sie sieht, sondern er geht Tank. Das müssen sie schaffen. Das war ein sehr, sehr gutes Q, aber man sieht, das GP-Ult's laut, man kann auch Counter-Slow und Kralle wird verbunden. Der will also wirklich fight. Mowgli von der anderen Seite, springt der rein oder nicht? Das ist die Frage. Will man hier drei Leute einsperren? OG Suke, super viel AP bereits verloren. Alistair fast unsterblich. Zack, jetzt wurde nochmal reingeworfen. Ganz wichtig. Vitality, jetzt wunderbar. Noch die Ultimate in der schönes Stunlass und bitte alle Kombos rein, sonst kriegst du die nicht down. Carboshard kommt jetzt hier von der Seite dazu, aber hat so wenig Range. Oh, ist jetzt ein bisschen alleine neben Karte. Sollte man nicht stehen. Und der, boom, cleant ja nochmal die Leute. Dass der überlebt hat, ist ein Wunder gewesen. Na, hat ja ein bisschen Tankiness dank des Black Cleavers. Ja, war ein Hin und Her. Am Ende tradet Fnatic besser. Ja, und das ist diese Tankiness, dieser Hauch Tankiness einfach. Carboshard, ja, wo war die Range? Die Ult war weg und er muss so tief rein, dass das Karthus sein E anschmeißt und er steht einfach drin und da war es das. Und er hat sich wenigstens Gott Blade of the Rune King noch regeneriert an den kleinen süßen Wölfen da. Das war's. Also hier Fnatic 4-0 Wayne. Es ist, also wenn der Plan ist, ins Late Game durchzuhalten, dann geht er smooth auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt super bitter, weil Vitalitys Komposition hat, wie gesagt, einen krassen Timer. Ab der 25 Minuten wird das so unangenehm. Und sie wollen ja auch mit der Mobilität arbeiten. Ne? Beide können springen, beide können Abstand generieren. Wo bleiben die Teammates? Talia kommt ja sehr, sehr spät mit der Ultimate dazu. Also hier hat jeder normale Jarvan, der jetzt schon 6-mal reingeultet, man wartet. Man wartet, man ist geduldig, man punisht erstmal den Alistair. Jetzt geht man in drei Leute rein. Was super nice ist, aber es fehlt halt witzigerweise trotzdem am Damage. Weil die Combo von Talia war ja schon raus. Das ist es. Und das ist aber eben auch das Gute von Fnatic. Nutzt es einfach pur wieder aus, weil jetzt haben sie noch mehr Kills auf die Beine und vor allem alle haben wieder den Karthus ignoriert. Sie gehen komplett für den Fight und selbst wenn der Alistair nicht treffen sollte, selbst wenn seine Combo raus ist, ist die Lissandra noch da. Dann kommt die Talia hinterher. Also von den Conditions her für die möglichen Fights, du hast nur auf der anderen Seite, ja, eventuell Jisuke, der aber auch platzen wird. Sobald da die Wayne mit drin ist, selbst die Lissandra macht sich, hey, du bist drin, Ult. Aber hier schon das gleiche wieder, eventuell mit Jisuke, der komplett in der Falle ist. Oh, der ist 3 gegen 1, da wegzukommen wird super schwierig, hat kein Flash mehr zur Verfügung, ist einfach geroutet, sofort down. Auf der anderen Seite schnappt man sich aber den Shutdown für Reckless. Also beide Carries mehr oder weniger so ein bisschen getauscht, der eine von der Mitte, der eine von der Botlane. Wirkt von Vitality sehr, sehr chaotisch, aber sie müssen jetzt Power machen. Sie haben, das ist halt so dumm, ne? Aber sie haben noch 5 Minuten. Danach wird es halt ultra, ultra schwer. Mit den Turrets konnten sie ganz kurz arbeiten, aber selbst hier sieht man so einen Effekt, den Gameclink einfach mitbringt. Er killt die Minions. Die Ult wurde ja auch ein bisschen gebufft sogar. Na, macht sogar etwas mehr Schaden da noch. Super, super schwierig und Fnatic. Ich will nicht sagen, sie sollen sich zurücklehnen. Das definitiv nicht. Aber bei dem dritten Item von der Vayne
dann ist Schluss. Also dann wird's wirklich purer Schmerz. Genau, Sie sollten sich nicht zurücklehnen. Sie dürfen. Sie dürfen, ja. Dürfen. Sie haben wirklich freie Bahn. Wenn irgendjemand Wayne gefährlich werden will, da hast du die Sandra als Schutz auch nochmal. Wir gehen nochmal genau in die Konstellation mit rein. Also Thalia, du weißt schon, die haben den Drake genommen. Da sind also alle mit drin. Du siehst den TP, den haben sie definitiv gesehen. Und was willst du einfach machen? Ich meine, sie hatte wirklich nichts mehr ab. Flash sonstiges hilft null. Und im Endeffekt, dass du Unreckless kriegst. Das war wirklich ein Train, wo du sagst, okay, Jisuka, halt sie oben auf. Das kann nur eine Absprache gerade gewesen sein, dass der Sinn, hey, wir holen die Wayne. Aber useful war das nicht. Sie haben trotzdem den Drake mitgenommen auf Seiten von Fnatic. Das heißt, zwei Ocean Drake. Und das ist das, was auch immer underrated ist. Die haben eine so gute Regeneration, gerade von dem fehlenden Leben. Die können jetzt noch mehr für die Fights gehen, wenn sie wollen. Ja, also da kann man vor allen Dingen auch ein bisschen den Gegner belagern. Also der Engage ist halt immer noch super weird, aber der Schaden, der einfach aus hoher Distanz gemacht wird, ist definitiv not bad. Trotzdem, wie gesagt, Vitality muss weiter das Gaspedal halt komplett durchdrehen. Sie haben zwar das Shutdown für Gold für Reckless bekommen, das ist auch nicht schlecht, das war auch wirklich viel. Es ging an Mowgli. So. das ist der Tank Jarvan, der quasi natürlich mit mehr Tankiness glänzen kann. Du musst ja in den Kautos reindiven. Das heißt, etwas Schmerzen zu widerstehen ist nicht schlecht. Das Problem ist, dass die Reichweite, um sich gegen Kautos zu messen, so gering ist. Ezreal kann poken, das ist nice. Kralle wird sogar connected. Nemesis will es wissen, hält super viel aus. Im Gegensatz zu Jisuke, der platzt auf keine Ultimate. Aber Nemesis platzt ebenfalls auf. Und jetzt natürlich die Frage, was machen die Carries? Ultimate wird gecastet. Reckless geht es noch vergleichsweise gut. Jackdaw platzt da auf und er bleibt vorsichtig. Hier hätte ich mehr Aggressivität von dem ADC von Fnatic erwartet. Aber bleib cool, bleib ruhig. Haben ja den Fight 2-1 gewonnen. Was sollen sie Stress machen? Also, dass sie jetzt so ruhig bleiben, dass wirklich die Lane neutralisieren mal. Ja, wieder auf die Bremse treten, ruhig. Wir gewinnen das eh. Du hast das Gefühl, als wenn The Fnatic gerade so spielt. Wir wissen, wie wir gewinnen. Und Vitality, zu viele Fehler, zu viel. Wir wollen jetzt nochmal fighten. Es ist halt aber auch Fnatic. Das geht halt nicht. Ja? Das ist nicht Rogue, die jetzt sagen, okay, wir haben mal irgendein Spiel. Du musst vorsichtig sein. Und das ist es auch. Du hast gleich Level 11 auf dem Alistar. Das heißt, der kann reingehen, wie er will. Du brauchst, gerade wir haben von Ausstellung gesprochen, wäre auch mega absurd gewesen, der Konstellation. Und auch gleichzeitig Jisuke, null Leben. Egal, wie viel damit reinkommt. Trotz Morellos. Der platzt sofort. Das heißt, du hast keine wirkliche Fight-Condition, obwohl du es musst. Du musst die Wayne irgendwie stoppen, sonst wirst du von den Tanks angegangen. Und auch hier, wollte ich perfekt sagen, auch ob du nur Braum hast oder nicht, es ist, ich sag mal, wirklich fast useless. Mowgli, schön, dass er auch die Kills mitgenommen hat. Also er ist der eigentliche Tank, der wirklich irgendwie durchhalten kann. Du hast kein Fight-Potenzial über längere Zeit. Und das ist ja eigentlich auch der Genick. Vor allen Dingen, weil auch Nemesis hard traded. Also er ultet ja nicht sich selbst. Er sagt, Leute, ich geh rein. Ich sterbe, ne? Aber ich nehme die Jisuke definitiv mit. Ne? Auf den hat er alles draufgepackt, dass er sich nicht bewegen kann. Und anscheinend ist eine Thalia, die im Fight fehlt, deutlich, deutlich schlimmer als eine Lissandra, die ja in Anführungszeichen ihren Job erfüllt hat, sobald sie den Fight einfach nur basically eröffnet. Und man hat ja halt wirklich mit Alistar einen krasseren Tank als Jarvan. Das ist halt super, super seltsam. Aber diese Ulti-Phase, die genügt halt. Das sind halt diese 4, 5, 6 Sekunden oder sowas. Das ist halt unnatürlich lange. Und die Intervalle zwischen weiteren Kämpfen sind ja auch so kurz. Jarvan sagt sich, ja, ich habe Stoneplay, ne? Ich bin eigentlich auch ganz cool. Na, ich kann die Leute einsperren, aber wen? Na, Gangplank ist natürlich ein attraktives Ziel. Vayne tumbelt raus. Alistar bitte nicht, ne? Der Cat köpft sich eh raus. Und Broxah lacht sich halt tot. So, also er kann halt einfach drin bleiben, drückt eh und er muss nicht mal Sperrs machen und tötet die Leute. Gleiches trifft auf Vivo. Gangplank in drin, er sagt sich, schön die Ult, Kataklysmus, zack, besser rein und er platzt ebenso genauso weg. Und das ist das, was ich meinte. Du hast keine wirkliche Condition mehr, dadurch, dass du jetzt schon behind gekommen bist. Schön, dass du die Toplinge Fokus hast, um Bipo ein bisschen zu verlangsamen. Aber das Problem ist halt, dass du Reckless einfach die Kills gegeben hast. Und jetzt sehen wir schon die TP. Aber möglicherweise, du kannst dich halt gar nicht von der Seite catchen, weil Lissandra kann alles sofort wieder denyen. Und Broxah mittlerweile auch Level 13. Das knallt nur einmal. Ja, also das wird wirklich super schmerzhaft werden. Mowgli, ja, sich von der Seite lässt sich hier super viel poken. Man versucht auf Broxah zu eröffnen. Der verliert nicht mal wirklich 4 AP. Der ist jetzt im Kataklysmus drin und jetzt passiert einfach gar nichts. Mowgli ist super low. Kartosult kommt drauf. Jetzt sterben zwei Leute. Machen you. Zack, der halbe AP hat Attila verloren. Man kann hinterher Hüli sagen, stresst einfach Kabo-Schaden ohne Ende. Das ist der Support, der hier einfach nur den Level 14 Toplaner klein hält. Oh mein Gott. Fnatic's Late Game Comp ist jetzt schon im Late Game angekommen. Super bitter. Dritter Ocean Drake, by the way. Das ist ein Warmox auf alle. Ist wirklich so. Das ist bei Mana Warmox auch. Ja, du siehst es ja jetzt allein schon. Nemesis. Fast kein Mana. Man kann ihm zuschauen beim Regenerieren. Man kann ihm zuschauen jetzt. Aber, der Baron, wer soll den da contesten? Der ist halt auch noch oben drauf free. Und dann endlich kannst du noch die letzten Stats mitholen. Du kannst den Top-Lane-Turm, wenn du willst. Brauchen sie gar nicht.
sie können, wenn sie wollen, wirklich die Mitte mitnehmen. Botlane ist sowieso hart durchgepusht. Dorothea ist zwischen Mitte und Botlane. Das ist einfach ein Infernal Drake. Kannst du nachher sowieso auf dem Rückweg mitnehmen. Du hast gesagt, ein freaking Alistar hält einfach Kabuscha, den Toplaner der LEC zurück. Das ist halt so absurd. Und Lissandra, das ist halt einfach eine Show. Das ist LCK. Einfach routiniert das, was du hast, runterspielen. Und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, obwohl du ja schon, ich möchte nicht sagen, gut gepokt hast, aber du hast schon mal gewusst, wo es hingeht, aber wieder der Fehler von Mowgli. Er ist derjenige, der engagen muss, aber doch nicht so mit einem Face-Shack wirklich rein in die Gegend. Vor allem ist doch kein Follow-Up da. Die Suche kann er mit der War so ein bisschen die Leute trennen, hat aber keine einzige Kombo-Land. Also das Starke an der Jarvan-Ultimate liegt ja darin, dass Talia nicht mehr verfehlen kann. Die kloppt da ihre Spells rein, die Leute krepieren. Na? Ist aber nicht passiert, hat sich super schlecht abgesprochen, hat sich wirklich viel poken lassen und du musst ja daran denken, okay, ich kann Leute einsperren, ich kann sogar eine krasse Distanz zurücklegen. Habe ich Follow-Up? Die beiden Carries hier mit Ezreal und Lucian können das normalerweise, aber das sind ja übelste Walls dazwischen. Also das war leider, also auf dem Papier geht's auf dem Papier ist es so nice, ne? Aber wenn sie halt hier nicht optimal zusammenarbeiten, muss Fnatic nur noch reagieren. Und hier war das Reagieren, Alter, ultra leicht. Sie gehen jetzt ins 1-3-1, 1000 Teleports. Have fun. Und 1-3-1 ist sonst die Stärke von Vitality, die sich jetzt sagen, fuck, die spielen gegen uns. Ja. Die machen genau das, was wir sonst mit denen machen. Und du siehst, es ist nur ein Reagieren, weil sie haben keine Sicht. Wohin sollen sie auch gehen? Sie haben wieder Angst, gecatcht zu werden. Sie haben schon gefühlt x-mal erlebt. Oh Mist, unser Nemesis ist auch unser Nemesis. Gerade durch ihn, sobald er mit reingeht, kann der jeden Zone komplett mit weghalten. Und es ist nur eine Show. Ein 6-1-6 Katus in Best of 5. Also wenn der nachher nicht... das ist halt... Mein geht's. Der sagt sich mit Rabadons gleich noch Level 16. Das heißt, wir warten noch ganz dezent ein, zwei Minütchen ab. Ich glaube, er hätte sogar R drücken können und Jizuka getötet. Er hat halt Double Magic Penetration. Also MR ist ja gar nicht mehr da. Das ist halt... Ich meine, wenn er Level 16 erreicht, wird halt der Bildschirm autograu. So, also das kann Vitality nicht machen. Ich meine, ich würde sagen, guck mal, der trollt halt die Leute. Der macht jetzt erst Ult an. Schafft natürlich den Sprung nicht, weil die Pflanze da im Weg war. Also das war auf jeden Fall ein grober Fehler. Trotzdem, die Konsequenz ist, Turm ist oben gefallen. Sie haben die Leute lang genug abgelenkt. Sie werden halt hier nicht entgehen. War grob, war nicht gut. No. Aber es bringt Vitality auch nicht voran. Weil wenn wir so ein bisschen drauf gucken, okay, wie können sie quasi gegen arbeiten, wie ist das Late-Game-Scaling, dann sind die letzten Champions, die ich sehe, Ezreal und Lucian. So. Und Talia finde ich, also wenn in Talia Rabadon hat, da können krasse Kombos rauskommen, aber ich finde es ist halt ein super schwerer Champion. Das Problem, ihre Kombos können und werden auch rauskommen, nur was dann? Broxah wird sich definitiv nicht so positionieren, auch Reckless nicht. Die beiden sagen sich hinten in der Lane, oh, was machen wir vorsichtig? Und wir haben es auch schon gesehen mit Katus, der stellt sich schon bewusst hinten ab. Ich brauche meine Qs nicht treffen, mein Team macht das vorne. Wir sehen es auch im Hilly sagen, ich brauche jetzt eine Stoppuhr, wie lange er da steht und auch rum trollt wirklich. Perfekt wiederum gemacht, dass Jizuka endlich mal eine Kombination getroffen hat. Ja. Und wieder für Mowgli den Kill, wo du sagst, hey. Ist Horror. Es ist halt einfach Horror. Ne, es steht ja 3-3-3. Ich meine, die Stats sind halt wirklich egal, aber so, es ist halt ein Riesenunterschied. Weil es waren ja zwei Leute beteiligt. Das heißt, das Assist-Gold liegt bei 75. Das sind zwei Minions. Na, das ist halt eine Katastrophe. Super bitter. Aber jeder einzelne Cent ist halt für Jizuka gerade über sich. Wenn der Ezreal kommt noch mit weniger Kohle, klar, der hat jetzt schon einen sehr, sehr guten Power-Spike, aber Rabadons, please. Wenn der gegnerische Jungler dieses Item früher hat, wenn eine Lissandra Majors holt, das ist schon fast PM. Ja, und Reckless auch noch dazu, ist mit Blade of the Rune King, hat ja schon Regeneration, holt sich nochmal das Zepter hinterher, das heißt, das ist schon die sichere Variante. Der hätte das nur machen müssen, die sind sowieso am Dominieren hoch 10 und geht immer noch die sichere Variante. Das heißt, Fnatic, also wirklich muss man sagen, Hut ab im Vergleich zu den letzten Malen. Sonst nicht. Sonst sind sie auch eher für die Kills gegangen. Also so ein bisschen wie Vitality-like für die Kills gehen, fürs Ganze. Und jetzt gehen sie auf Nummer sicher und ich sag mal, schon so ein bisschen ausgetauscht, muss ich sagen. Ja. Vor allen Dingen, die Leistung der Saison setzt sich halt auf eine ironische Weise fort. Wir haben ja vor uns die Graphen gesehen, dass Vitality immer mehr Games verloren hat. Fnatic auf einen übelsten Rausch ist. Und das setzt sich einfach easy ins Best of 5 locker fort. Das ist natürlich das erste Game, aber man muss dazu sagen, oh, das war super lucky, by the way. Ja, da kam der Hextech-Charge dann noch ganz gut durch. Man flasht sogar dafür, man will Healy-Sang töten, er hat immer noch die Ultimate zur Verfügung. Der Rest des Teams muss mit dem Teleport dazukommen. Die Frage ist, wie lange hält er durch? Kralle ist da, man zieht sich zurück, wohlgemerkt. Nemesis möchte natürlich Flash-Ulten, kann man machen. Man hätte jetzt Jizuka auf jeden Fall plätten können, aber diesmal der Cleanse dabei. Na, deswegen bleibt man vorsichtig. Am Ende des Tages lebt Healy-Sang noch. Ja, und jetzt müsste Boxer einfach nur R drücken. Mindestens einer wäre tot. Mowgli wird wahrscheinlich noch überleben. Er hat noch ein bisschen MR zur Verfügung. Ganz knapp, aber allein Jizuka hättest du schon wieder so low gehabt, dass du sagst, oh, Vorsicht, selbst Kabuscha. Ah, und Ezreal auch, das halbe Leben wäre safe weg gewesen. Und jetzt kannst du einfach wieder für die Catches gehen. Mit Lissandra Ult ist es ja immerhin noch möglich.
Aber lass es dann doch ein bisschen sein, dass es... Auf Nummer sicher, hol dir einfach doch noch den nächsten Drake. Es ist der Infernal, dass du auch nochmal die 10% zusätzlich drauf hast. Ja. Und dann könntest du es... Ben, um es also mal hart zu sagen, die sind an den Nexus-Türmen, Entschuldigung, an den Innentürmen mit dabei. Mit dem nächsten Baron auf jeden Fall. Also der kommt in einer Minute, die können jetzt hier den Drake machen, vielleicht nochmal Base, da die Frage, ob es IT-mäßig halt sich lohnt. Also eventuell ist das Stundenglas für Nemesis fertig. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Es wäre natürlich ein Traum für den nächsten Teamfight, aber dieser Baron entscheidet alles. Vitality weiß das, das bedeutet, es geht ums Warden. Man sieht ja schon, das Ganze ist gut platziert, sogar beim Blue Buff, also Vision ist da. Oh Gott, oh, der steht! Du kannst doch die Kombo nicht gegen den stehenden Blue Buff verkacken, holy shit. Der arme Jizuke, überhaupt nicht fit hier, zumindest in dem ersten Game. Manchmal brauchen wir ja, um aufzuwachen. Jetzt heißt es aber Fnatic, okay, wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Wir können jetzt so ein kleines bisschen gruppieren. Wir haben zwei Blue Trinkets, das heißt, wir können zweimal nicht face-checken, so ungefähr. Und dann holen wir uns die gesamte Vision wieder zurück. Am besten natürlich noch in der nördlichen Hälfte. Das wäre der absolute Traum. Aber unter Druck sind sie, weil schon hier wieder die Mitte rauspushen, eigentlich gar nicht. Das Vitality Vision geholt hat, sehr schön. Aber sie werden sie nicht halten. Das ist einfach wieder der Gegencounter. Wir wissen, dass die Wards hier sind. Wir clearen sie weg. Ja, und dann sagt die Vitality, ich habe noch Abklingzeit auf das Item. Ja. Pink Ward sonstiges werden sowieso wieder weggeholt. Also wie du es machst, machst du nicht verkehrt. Vitality hätte noch einen Ticken warten müssen. Vielleicht für die Objectives gehen, okay. Ja, wir holen den Blue Buff. Ja, selbst im Stehen kriegt man den irgendwie mit irgendwann. Oh, Jack Crow. Möglicherweise sogar für den Catch. Könnten sie easy du machen. Arme Sau. Zack, wird hier komplett fokussiert. Die GP-Ult ist die Eröffnung. Reckless schnappt sich den ersten. Attila wird der zweite sein. Es ist der Double Kill Jizuke on the run. Aber Vayne, nochmal kurz aufgehalten. Reckless heilt sich hier hoch. Oh mein Gott, das reicht einfach eiskalt aus. Mowgli gefreezed nach der Combo. Vipo jagt da hinterher. Boom, das bringt gar nichts. Na, es erkauft nur ein paar Sekunden, weil er hier eingesperrt ist. Mit der Frost-Variante. Und jetzt geht's zum Baron. Das Ding ist durch. Ja, ich möchte noch nicht sagen GGWP, aber das ist halt einfach ein Abfischen von Vitality, nicht ansatzweise auf ihre Leistung, wie sie es gehört, beziehungsweise muss ich sagen, Fnatic ist einfach auf ihre Leistung, so wie es sein soll, perfekt. Und jetzt brauchst du auch nicht mal drüber reden, ob sie irgendeine Lane pushen oder irgendwie splitten. Nimm die Mitte, zieh durch, der Cooldown-Timer, ob nur Braum da ist oder nicht, selbst Ezreal, du hol die zwei Inhibs, geh nochmal zurück, geh nochmal in dich mit der Karthus Ult, hol sie die wieder und zack, und das ist gefinisht. Und sie wollen hier von Nemesis. Alter, das lohnt sich überhaupt nicht. Wenn jetzt ein Fass von Vipo trifft, sind die beiden tot. Also man muss ja daran denken, GP Ult ist quasi auf höchst, nicht die Ult, sondern die Fässer ist quasi ein Root. Also du bewegst sie gar nicht mehr, wenn das Ding ordentlich treffen sollte. Haben jetzt, wie du bereits erwähnt hast, zwei Inhibitoren gefunden. Teleport, kriegen sie nicht ganz mit. Aber es ist Jizuke, der rennt einfach. Ich renne! Wall, ich sperre euch ein. Die Frage ist, bringt das was? Weil ihr seht, wie mobil die sind. Die kommen da rüber. Der Junge ist natürlich schnell geplatzt. Jetzt hat nämlich die erste Combo mal gesessen. Das war not bad. Der Stunt, würde ich sagen, wird aber trotzdem irgendwann durchkommen. Zack, da ist der Knock-up. Es ist wieder ein 1-zu-1-Tausch. Unangenehm. Nemesis hätte es ulten können. Also mit so einem Burst hat er nicht gerechnet. Aber das Rabadons ist ja auch zum ersten Mal fertig. Gut, sei ihm verziehen. Aber das Einzige ist, Jizuke hat wieder nur Zeit rausgeholt und das war einfach ein perfekter Engage. Du hast einfach auch keinen Respekt vor der Vayne. Weil jetzt siehst du sie wirklich das erste Mal, okay, auch in den Fights. Nicht nur Safe End mit dabei. Und ja, auch Jizuke, was willst du eigentlich noch machen? Du kannst den Schaden mit anbringen und Karthus, ob er nur da ist im Game oder nicht. Er drückt einfach zwischendurch die Ult und Mowgli aus Reflex noch seine Ult hinterher. Ja, was soll er auch noch tun? Ja, bis er tot wieder durch ist, hat er sie auch wieder ab. Das ist gar kein Problem. Und theoretisch hättest du jetzt hier schon mit reinziehen können. Nur das Problem, Botlane war nicht gepusht, Toplane war nicht gepusht. Und ey, du hast halt auch noch den Baron gehabt. Noch zwei Minuten immer noch. Das ist halt immer wirklich noch Brain AFK. Und jetzt ist einfach ein Vitality. Aber wir haben überlegt, was wäre jetzt überhaupt noch irgendeine Chance dagegen zu halten. Und lass ihn mit dem. Du hast zwei Inhibs offen. Ja. Vom Gold her ist es jetzt auch fast die, ja, man sagt immer, die tödliche 10.000k-Marke. Und es ist vom Game her, wir haben schon gesagt, die Late-Game-Kombo schreit eigentlich. Bifo hast du zwar zurückhalten können, aber wir sehen es jetzt auch mit den Fässern. Das ist brutal ärgert. Da kann sich in die Mitte gegen vier hinstellen. Ja. Was will man ihm? Vor allem der Farmabstand, den Kabuschad eröffnet hat, der ist halt wirklich nichtig. Die könnte er nicht ausnutzen. Du hast, ja, ich meine, er wird bald den Infinity Edge haben, dann ist er ein ADC, aber was ist er dann? Er ist ein ADC und er ist Lucian mit der geringsten Winrate. Na, es ist einfach nur super schlimm. Also man versucht ihn auf eine andere Position zu packen, er ist immer noch ein Katastrophenchampion, zumindest für die LEC. Außer was Druck angeht, den kann er aufrecht erhalten, aber er halt dadurch nicht, trotzdem nicht gewinnen. Super bitter. Letzter Turret. Ist hier nur noch am Start, das heißt, man presst jetzt die ganzen anderen Lanes jetzt immer noch mit rein, sobald zwei Super-Vasallen da sind, wie zum Beispiel auf der oberen Hälfte. SGG, es ist wirklich fast nicht mehr zu halten. Zack, da ist die Wall, Jack Troll denkt sich, Leute, ich kann mich nicht bewegen, der Turret braucht noch einen Auto-Tag, der ist ebenfalls down, Nexus ist jetzt frei und jetzt kann Fnatic wählen, wann sie engagen möchten.
Vitality. Gleich werden wir den letzten Move sehen. Wir sehen schon Thalia jetzt endlich mit der Wall. Oh, sie probieren es. Broxa auch nicht im Fokus. Trotzdem übersteht er das Ganze immer noch. Reckless da ein bisschen außer. Also er kann sich noch nicht beteiligen. Die Frage ist, ist das überhaupt wichtig? Keiner ist gestorben. Das war die Haupteröffnung. Fnatic geht auf den Nexus und holt sich das erste Game. Und zwar easy. 1:0 für ein Team, was hier zeigt, wo es lang geht. Und die wollen definitiv ja, nicht nur Vitality zeigen, wo es lang geht, sondern auch dann möchtest du eventuell G2? Maybe, da muss natürlich erstmal G2 weiterkommen, ne? Ja, natürlich. Das muss man auch dazu sagen. Anhand der Leistung, dass sie wirklich Vitality, ja, sie schwächeln, das kann man schon ein bisschen sagen, aber das war kein Schwächeln. Das war schon, sie wurden auch soft resettet, genau wie die Ranked. Das, für mich war das Schlimme, dass der Gesamtplan, den sie hatten, eigentlich gar nicht so bad war. Sie wollen in den Midgame kommen. Sie wollen in den Midgame die Leute zerstören. Das hat auch wirklich aktuell im Competitive-Bereich eine sehr, sehr hohe Prio. Aber man muss dazu sagen, dass man einfach grobe Fehler gemacht hat. Die ersten Dives da oben waren absolut fantastisch. Der zweite, der einfach quasi zwei Kills Carbo-Shot plus natürlich die Waves und den ganzen Shit ihm zurückgegeben hat. Ich meine, also es war so wichtig, dass Vibo da oben wirklich nicht komplett gelöscht worden ist. Und er war halt wirklich kurz davor. Und diese kleinen Moves sorgen einfach nur dafür, dass du wirklich ein riesen Problem 2, 3, 4, 5 Minuten später hast. Vor allen Dingen, du hast halt den Top-Lane-Fokus. Was macht Carlos dann? Er sagt sich, gut, wenn ihr da oben alles kaputt macht, wir holen den Turret. Und zwar als erstes auf der Botlane, auf der Vayne-Lane. Und diven euch dort und holen dann Double und Triple Kill. Ja, vor allem, wenn Vitality einfach mal konzentrierter spielt und den Top-Lane-Moment, den wir hoffentlich gleich nicht nochmal 20 Mal sehen müssen. Das ist absurd. Wenn sie einfach nur konzentrierter spielen, wäre das Ganze anders gelaufen. Weil du sagst es schon, sie hätten Vivo oben Gangplank komplett einfach denyen können. Aber, ja, der Versuch war da. Na gut, wir machen Folge, deswegen aber ab die Analyse, denn da gibt es ebenfalls noch viel zu erzählen. Have fun. Wir haben sehr viel zu erzählen. Also wir saßen gerade auf jeden Fall alle zusammen da und haben uns einfach nur gedacht so, ja, es sind einige interessante Dinge passiert. Ich glaube, angefangen beim Early Tower Dive im Endeffekt bis zu den Kados Ulti, die da komplett reingeböllert haben. Wo war für euch so ein bisschen der Knackpunkt vielleicht hier, an dem Fnatic das Ganze schon gewonnen hat? Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, die Composition, die Vitality auf die Beine gestellt hat, ist halt sehr schwierig. Wenn du die Fehler erlaubst und zurückfällst, wirst du nicht wieder ins Game zurückkommen. Du hast Thalia, die outscaled wird, du hast Jarvan, der von Kados outscaled wird, weil er einfach nur R drückt und eben zwei Drittel Leben abzieht. Top-Lane-Matchup, Blue Shin, der muss auf der Lane Gas geben, weil er halt später auch als Midrange AD Carry sehr große Probleme bekommt. Ein Barrel trifft ihn, Lissandra Ulti gefährlich für ihn ist, also er hat da auch wenig Optionen. Und last but not least, das ist halt auch eine Vayne, die gegenüber von Ezreal da vielleicht ein bisschen potenter aussieht. Also alles das setzt halt diesen Timer für Vitality und dann passieren halt eben so eine Fehler, dass sie im Earlier für den Tower Dive Toplane gehen, zwei random Kills abgeben, die Lane, die halt eigentlich am stärksten für sie snowballen sollte, damit halt ja, einfach ins Spiel reinbringen und dann haben sie keine richtige Winning Conditions mehr. Und das hat man an vielen Ecken und Stellen wirklich gemerkt. Ja, du hast das Tempo für Toplane angesprochen, vielleicht an dich, Kevin, die Frage. Die Dives, so, was passiert da? Warum geht man für solche Plays und warum hätte man es vielleicht nicht tun sollen? Ja, also vor Carbo-Shot wurde halt einfach gebaitet von der Stopwatch. Also kann ich mich nicht anders erklären, hat einfach vergessen, dass da eine Stopwatch ist auf Seiten von Bipo. Ja, da war ein Outplay, aber dann Bogi auch nochmal, dachte ich, ich mache auch noch eine Runde. Das war halt echt bitter. Also der dachte immer halt, Bipo hat nämlich immer so einen Move gemacht nach oben, dann dachte Mogli, okay, er kommt wieder ran, ich kann Auto-Tag und ihn töten. Und dann hat Bipo immer den Step noch dahin gemacht, wurde halt ein bisschen gebaitet. Ja, also zu viele Fehler. Er hat es eigentlich gut gepunished, den Gangplank. Also er war 40 Farben vorne am Anfang, dann später auch noch 100 Farben fast. Aber im Endeffekt, es ist ein Lucian gegen so eine starke Teamkomposition, die Fnatic einfach hatte, machst halt einfach nichts. No. Wir hatten ja auch gesehen, also das First Blood ging sogar tatsächlich an Mowgli, das hat man gut gestartet. Dann kam dieser Dive, danach hat man wieder gegankt. Das Problem ist, in der gesamten Zeit, in der da oben Mowgli und Carbo-Shot ein bisschen zusammen Action gezeigt haben, war von Botlane für Reckless Free Farm, der später auch gut im Game war, hätte man vielleicht da eher ansetzen sollen? Ja, ist ja auch nicht nur der Free Farm. Da haben wir halt wieder diese Konstellationen bei Fnatic, wo du ein Gangplank-Ultimate gegen dich hast, wo du ein Katus-Ultimate gegen dich hast, auch das war ja bei dieser Stopwatch-Aktion. Die Stopwatch allein hätte wahrscheinlich nicht gereicht, aber das Katus-Ultimate kommt mit dazu. Das macht es, glaube ich, vielen Teams auch einfach schwer, halt ihre Grenzen einschätzen zu können, weil du halt eben alle Faktoren mit einberechnen musst, wenn du irgendwie All-In gehst, wenn du halt irgendwie diesen Kill forcen möchtest. Und das ist für die Botlane natürlich auch schwer. So, die werden halt einfach attackiert. Sie haben gegen Vayne nicht wirklich ein gutes All-In-Potenzial. Zum Anfang hat man halt einmal so eine Szene gesehen, wo Attila und Jack Troll wirklich aggressiv spielen konnten, aber dann hat das Mana für Ezreal einfach gefehlt und dann ist kein Kill zustande gekommen. Letzten Endes ist halt das Scaling dann da. Und ich sag mal so, die R-Taste tief durchzudrücken für Katos war hier auf jeden Fall ein guter Bestandteil für die Teamfight. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ein kleines Play tatsächlich, da kannst du ein bisschen zeigen, wie effektiv die Katus-Ult ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, allgemein muss ich auch sagen, dass Mowgli, der auch hier so ein bisschen Hauptverursacher von dem nächsten Play ist, grundsätzlich kein gutes Spiel abgeliefert hat. Ne? Der Top-Line-Dive, der halt einfach wirklich, der war nicht, überhaupt nicht gut.
Das ist halt sehr positiv ausgedrückt, dass er da einen Kill abgegeben hat. Auch hier in der Situation ist es halt so ein bisschen fragwürdig, wofür er sich entscheidet. Klar, die Gegner sind halt alle, also was heißt die Gegner, Vitality ist ziemlich gut gruppiert. Man hat halt einen Jarvan in einer Flank-Position. Als Tank-Jarvan ist das ja auch so ein bisschen sein Ziel. Er möchte halt den Gegner einfach irgendwo festhalten. Zwischenzeitlich haben wir auch einen sehr guten Kataklysmus gesehen, der mit einer S-Ray-Ultimate kombiniert wurde und will halt einfach überleben. Also diese Tank-Variante fand ich ganz okay. Das Problem ist, wenn er jetzt von der Stelle engaged, dann brauchst du den Follow-up von dem Team. Und wenn du den Follow-up bekommst, ist das hier der Faktor von Hylissang, vom Positioning, der quasi die Carries einfach komplett rausnimmt. Weil wenn die Carries jetzt versuchen, irgendwie ihren Weg, egal mit welchem Schlängelweg hier, dahin zu finden, dann haben sie halt immer das Problem, dass in der Flanke dieser Alistar steht und sie bedrohen kann. Das heißt, ein Follow-up hier zu geben, ist halt super, super schwierig. Wir gucken uns das Ganze an. Mowgli hat halt nicht wirklich viel Vision, da steht ein Control-Wort in dem Busch drin. Und jetzt an der Stelle, wo er weiß, okay, wir hatten keine Vision, da ist ein Control-Wort drin, da sind zwei Gegner im Busch. Ein Follow-up, guck mal, wo da hinten Jisuke steht. Wie soll denn der da noch irgendwie helfen können? Ne? Attila, der halt irgendwo in der Mitte steht. Aber der springende Punkt ist, dass Hylissang immer noch da ist. Und der muss respektiert werden. Da kann Kabuschat alleine auch nicht viel dran ändern. Also alle Carries müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Das wäre für mich halt sofort Anlass gewesen. Okay, komm, Jarvan, pack deine EQ-Kombo raus. Wir gehen am besten hier in die Richtung nach oben raus und suchen den Rückzug. Aber stattdessen denkt er sich, okay, wir, also das ist natürlich auch irgendwo der Druck, der da ist. Dann musst du halt immer bedenken, jo, okay, der Timer ist irgendwo da. Stattdessen denkt er sich, EQ rein. Nun, jetzt können wir halt sehen. 21, 22, 23. Okay, Engage war da. Wen haben wir als Follow-up? Den Support. Jaxtro ist der Einzige, der da ist. Es ist halt, wo soll der Schaden herkommen? Wie willst du jemanden reell bedrohen? Also auch da, die Tankiness hin und her von Jarvan reicht einfach nicht aus. Während halt die anderen maximal die Möglichkeit haben, ja, sich hier irgendwo einen Weg rumzusuchen, ne? Was halt auch nicht so schön ist. So, von hier kannst du halt eben einfach nicht rumgehen, weil du dann eben wieder von da oben den Alistar im Rücken hast, also auch das ist halt wirklich nicht er bleibt halt einfach da. Hylissang hat die perfekte Position. So, wenn du dir das jetzt anguckst, ne, Attila geht schon aggressiv über die Wand rüber, aber du hast halt trotzdem, da sind die Carries vom Gegner und hier ist halt dein Schlachtfeld, das ist deine Front und da hat halt wirklich keiner eine Möglichkeit noch irgendwie drauf einzugehen, also dementsprechend, wieso geht das an Licht eigentlich nicht aus? Ne, ist ein bisschen buggy, aber lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Jo, wirklich gehighlightet. Ja, und dann ist halt der Rest einfach kein Problem mehr. Ne? Du hast halt eine Kardos-Ultimate, die alle trifft, du hast auch nochmal das Gangplank-Ultimate, das quasi diese Zone hier besetzt, also auch für Astrid ist es in dem Moment schwer, da überhaupt noch einen Vorwärtsweg zu finden. Du hast halt immer noch die Zoning, Hylissang-Positionierung, sage ich mal. Und jetzt gibt es halt bloß noch den Rückzug gegen eine Kardos-Ultimate. Kannst du dich nicht zurückziehen? Selbst wenn du Stopwatch hättest, würdest du halt mitten in den Gegnern drinstehen, dann cleant man das Ganze so ein bisschen. Also hier auch Hylissangs Positioning war für mich einfach Keypoint, dass dort niemals engaged werden darf. Jarvan, Mowgli in dem Fall, hat sich trotzdem dafür entschieden und dann kam die gerechte Bestrafung. Ja, also Fnatic, muss man sagen, simpel, aber effektiv zum Sieg im Endeffekt und Vitality dann eher mit ein paar fragwürdigen Entscheidungen. Was aber eine gute Entscheidung ist, was ich euch ans Herz legen kann, ist nochmal Twitter mit dem Hashtag LECGare. Könnt ihr natürlich auch nochmal euch ein bisschen beteiligen, vielleicht eure Meinung zu abgeben, Clips, Memes, alles Mögliche. Und wir gehen jetzt in eine kleine Pause und dann sind wir bereit fürs zweite Spiel. Also bleibt gespannt und bis gleich. Mal Punkte boosten. Jungs, ich hab aufgetankt. Shell Club Smart Mitglied werden und Punkte für League of Legends Prämien sammeln. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's!
mal Punkte boosten. Jungs, ich hab aufgetankt. Shell Clubsmart Mitglied werden und Punkte für League of Legends Prämien sammeln. Willkommen zurück aus der Pause. Ja, Game 2 steht an. Wir sind bereit und vielleicht im Vorfeld können wir ein bisschen drüber quatschen, was eben schiefgelaufen ist nochmal oder beziehungsweise was jetzt besser gemacht werden muss. Denn ich habe euch schon ein bisschen belauscht eben. Ihr habt ein bisschen über die Teamcoms gesprochen, was da besser gemacht werden könnte. Vielleicht direkt mal so quer rein einen Tipp an Vitality. So, was war das größte Problem? Wo müssen sie anknüpfen? Ich merke schon, Kevin ist schon ganz ziemlich und geht hier immer so vor und zurück. Toplane! Toplane muss besser laufen. Ich denke, sie sollten halt von diesen krass Early Midgame Draw vielleicht so einen kleinen Schritt zurückfahren. Also ich bin ja, das ist ihr Ding, so Early Midgame ist halt das, worauf Vitality mal abzieht, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, aber vielleicht halt auch noch diesen kleinen Sicherheitsfaktor, diesen kleinen Scaling-Faktor mit reinpacken, so eben weil ihr Scaling-Faktor in Ezreal, der halt gegen Wayne scalen muss, was halt nicht unbedingt die beste Option ist. Also ich denke, da sollte man sich vielleicht noch eine bessere Option überlegen. Ja, vielleicht deine Einschätzung? Ja, also denke ich auch eine bessere Champ Select, also ich meine, sie nehmen halt sehr viele Counterpicks immer, das ist halt gut, zum Beispiel halt Lucian gegen Gangplank, normalerweise eigentlich auch Talia gegen Lissandra, aber Lissandra war fein eigentlich in dem Szenario, Botlane war auch okay im Early Game und da fehlt es halt einfach so ein bisschen für den Punkt so, überhaupt was die Win-Condition von denen sein wird, weil sie haben eigentlich die Win-Condition, die sie eigentlich hätten mit der Teamkommission, haben sie nicht wirklich genutzt. Sie haben den Lucian nicht benutzt und die Talia nicht benutzt, um irgendwie die Sidelanes reinzupushen und dann zu kollapsen irgendwie auf die Midlane oder sowas. Sie haben natürlich zu viele Fehler gemacht. Das ist auch so ein Punkt auf der Toplane zum Beispiel oder Botlane. Und wenn man, also sie können natürlich jetzt weiterhin so fahren und halt davon, also sicher sein, dass sie halt diese Fehler nicht tun. Das sollten sie sowieso sein. Dass man halt, man sollte immer in ein Game reingehen, wo man denkt, man macht keine Fehler oder kaum. Aber ja, einfach so eine bisschen sichere Teamcomp, auch ein Hyper-Carry, wir haben so gesagt, irgendwie vielleicht eine Caitlyn oder sowas anstatt im Ezreal. Ezreal sieht man eigentlich jetzt mit dem neuen Patch kaum mehr. Genauso jetzt Miss Fortune ist neu dazu gekommen mit Blade First und sowas, ob das vielleicht passt. Ja, es ist halt schwierig für sie, glaube ich, wirklich diese, oder wir werden sehen, ob es schwierig ist für sie, je nachdem, wie es ablaufen wird, so diesen Punkt zu finden, der sie zum Win bringt gegen Fnatic, gegen die Teamkomposition. Ja, vielleicht, wenn die Teamkomposition das Problem ist, meinst du vielleicht in der Bannphase sollte man dann schon zum Beispiel eine Vayne rausnehmen, Karthus rausnehmen oder eine andere Antwort entfinden. Seitenwahl müsste immer noch die gleiche sein. Ich glaube, Vitality ist wieder auf der roten Seite. Ja, Karthus. Ich glaube, Karthus, ne? Ja, schwierig. Halt so muss ja auch sagen, Mowgli hat ja zum Anfang gut gepairt. Er hat ihm halt die Wölfe streitig gemacht, er hat beide Krabben bekommen. Ich denke, Karthus war jetzt nicht so der springende Punkt. So, wenn das ganze Team natürlich reinkommt, du Winning Lanes hast, einfach bis AFK farmen kannst und dann noch die Kills bekommst, ist es ein geiler Champion, der er drücken kann. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Also auch da muss ich sagen, der Wayne-Bun würde mir halt eher ins Auge springen. Sagen muss, okay, man hat halt nicht so richtig die Antworten drauf, dadurch, dass Draven gebannt war, fehlen die Optionen. Lucian ist halt eher so derjenige, der zwar die Lane bullying kann, aber derjenige, der auch eher ein bisschen auf den Sack von Wayne bekommt. Also auch deswegen musste man notgedrungen so ein bisschen flexen, dass halt nicht so schön war. Dementsprechend könnte ein Wayne-Bann vielleicht einige Probleme lösen. Alternative vielleicht, wir haben eben eine sehr frühe Vayne gesehen, vielleicht, dass Vitality in der ersten Rotation direkt schon das Support- oder Support-AD-Carry-Duo pickt und da vielleicht die Vayne schon mit reinnimmt, um sie nicht zu bannen, oder meint ihr, das wäre zu früh? Haben sie jetzt Red Side oder sind sie jetzt Blue Side? Sind Red Side, Vitality ist Red Side. Also wieder, okay. Ja, könnte man machen. Ist halt die Frage, wie sicher sind sie drauf und wie bauen sie um diese Teamkomposition herum? Wir haben es bei Fnatic gesehen, sie hatten halt übel viel Global-Damage und einfach sehr viel Damage an sich in diesem Team. Das heißt, du fokusst zwar diese Vayne, aber alles andere tötet dich. Und wenn du das halt nicht in einem Team hast und man wirklich nur diese Vayne rausnehmen muss, dann bietet das halt einem Team wie Fnatic halt diese Möglichkeit, das auch zu tun. Und ja, ist halt die Frage, ob sie wirklich auch drumherum diese Teamkomp bekommen, die sie möchten, wenn sie eine Vayne kriegen. Ja. Auch gerade, wenn sie mit dieser ganzen Sidelane-Action arbeiten, was sie ja so gerne tun, auch hier haben sie es ja mit Lucian mehr oder minder probiert, die Vayne rausnehmen können, wäre auch Galio als Support halt immer noch eine solide Option, womit du halt eine Antwort hast, womit du auch dein eigenes Kit nochmal verstärken kannst, um halt einfach den Gegner ein bisschen in die Knie zu zwingen, sich auch noch als Option für sie, weil der Galio ist ja halt, sobald Gegner Vayne pickt, ist Galio halt kein Champion mehr auf der Botlane, weil du ihm deine All-In-Kombo einfach canceln kannst mit dem Condemn. Ja. Das ist halt auch so eine Problematik, vor die man da gestellt wurde. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten es eben, wir gehen tatsächlich jetzt gleich in die Champ Select, aber dazu nochmal kurz die Frage, er hat es eben, gerade Kevin hatte glaube ich so einen kleinen Dorn im Auge, die Spielweise von beiden Seiten, also dieses, wir schicken alle in die Mitte, versuchen das einfach zu verteilen, meinst du, Vitality kann das anders umsetzen, auch mit der gleichen Comp vielleicht nochmal dahingehend, oder ist es, das ist so ein gängiges Problem, habe ich momentan das Gefühl, dass alle Teams in allen Regionen gefühlt so dieses Aram haben wollen. Also zur Zeit ist wirklich, glaube ich, ziemlich schwierig für die Teams irgendwie,
weiß ich nicht, so die, das ganze Potenzial von League of Legends an sich auszuschöpfen, halt über diese Laning Phase auch die Pressure aufzubauen und darüber halt Games zu gewinnen, das fehlt mir meiner Meinung nach zurzeit im Kompetitiven, beziehungsweise jetzt in dem Game, das wir gesehen haben. Es war halt wirklich so Teamfight in der Mitte, okay, wir haben verloren oder wir haben gewonnen, wir respawnen, wir holen kurz noch die Jungle Camps, pushen die Top-Lane Wave aus und dann gehen wir wieder in die Mitte alle. Ja. Und das ist halt so, ja. Also mit dem Rainbang gehe ich voll und ganz mit, das macht zu 100% Sinn an der Stelle, wenn dir die Antwort darauf fehlt und der Drake wieder gebannt ist, dann go for it. Ja, auch Hecarim wieder rausgenommen, haben vorhin schon drüber geredet. Der Rakan ebenfalls gegen Hüllesang wieder weg, das heißt die Xayah auch wieder ein bisschen geschwächt, dieses Duo kann nicht mehr entstehen. Jetzt der Kaiser Hover ist auch noch ein AD Carry, der sich schon sehr lange hält. Hatte zuletzt wieder so die Änderung, dass man sie wieder mit Stormraiser bauen könnte. Gut, wir gehen tatsächlich erstmal auf Karthus. Ich sehe schon wieder genau dasselbe. Die Sandra gleich Login, wenn jetzt nicht gepickt wird. Okay, Braum. Es ist 1-1. Legit das gleiche Game. Ja, aber also der Unterschied ist der Witch Wayne. Also Wayne, finde ich, habe ich mich gerade zu geäußert, finde ich, war der wichtigste Unterschied, den man da machen kann. Gegen Karthus kannst du wirklich vorgehen, auch Mowgli. Wenn er auch diese Fehler einfach nicht gemacht hätte, die ihn halt so viel Tempo gekostet haben, die halt auch die Teamfights einfach wirklich ein bisschen verschlechtert haben, dann kann das auch laufen. Er hat einen super Early gehabt, das Perfing hat Karthus gepunished, der musste halt viel defensiver und langsamer vor allen Dingen jungeln. Und dann kann das halt wirklich funktionieren. Ja, Fnatic ist jetzt hier so, never change the running system, oder wir probieren mal was Neues und überraschen die. Gehen wieder mit der Lissandra. Was haben die jetzt gepickt? Wayne. Hat jetzt kommen die Wayne, Wayne, aber... Genau. Jetzt so eine Kaiser. Link. Wolf ist dasselbe. Ja, aber der Kaiser hat halt schon schwierige Matchups auf der Botlane, ne? Ja, kann aber natürlich auch... Ist halt die Frage, später, was er wieder spielen kann. Ja, also er wird wahrscheinlich auf einen Hyper-Crit-Carry gehen. Also vielleicht sogar Richtung Caitlyn, wer weiß. Aatrox. Der war vorhin gebannt in der zweiten Rotation. Nice. Der kommt diesmal durch. Aber Aatrox ist nicht counterfrei, muss man hier ganz klar sagen. Und mit Karthus, der schon gepickt wurde, theoretisch könntest du Karthus Botlane flexen, aber ich glaube, das ist ja einfach keine solide Option für Rakdos. Das ist halt sowieso keine Möglichkeit. Das heißt, du hast jetzt deine Flexpicks schon aufgelöst. Und Aatrox ist keineswegs counterfrei auf der Toplane. Vielleicht noch als kleiner Gedankenanstoß. So, wir sehen Aatrox und Lissandra in ACS zum Beispiel oft geflext, eben dass Aatrox in die Mitte Lissandra top. Meint ihr, das könnt ihr euch hier vorstellen oder hier gar nicht? Oh, könnte sein, ich glaube Nemesis spielt auch Aatrox, aber ich glaube der ist so auf dem Lissandra-Train oder wird einfach so darauf geschickt, einfach weil sie auch in der Mitte sehr viable ist, weil sie halt sehr viel roam kann und sehr viel Support den Sidelines gibt. Kennt ihr als Counterpick gegen Aatrox? Ich denke mal, die gehen davon aus. Ist solide, ist meiner Meinung nach ein guter Counterpick. Ich würde halt super gerne einen Ryze sehen, bei Jizuku, um ehrlich zu sein, Ryze würde hier halt richtig gut reinpassen. Er hat ein gutes Setup gegen Aatrox, er hat ein sehr gutes Setup gegen Lissandra und kann sie halt auch als Champion punishen. Und er ist halt auch noch flexbar, das heißt, sie hätten halt auch mal so ein bisschen die Möglichkeit, mit dem Cannon und mit dem Ryze zu spielen. Und er kann Aftershock mitnehmen. Der ist halt 70, Level 1, 70 Armor. Ja. Und mehr so, das ist schon ein Unding. 9.7. Weggebannt. Ja. Gute Entscheidung, absolut. Ja. Fnatic hat das Ganze geahnt mit dem Ryze. Alistar auch rausgenommen, das heißt, die Botlane von Fnatic wird sich da komplett neu zusammensetzen. Muss man natürlich gleich darauf achten, was da gepickt wird. Die letzten beiden Bands stehen an. Aber wo sollte man jetzt vielleicht noch den Fokus hinlegen? Ja, wie weiter auf die Botlane sind ja beide noch nicht gepickt. Also AD Carry ist noch nicht gepickt auf Seiten von Vitality. Komplette Botlane auch bei Fnatic zu sehen. Ich denke, die werden da noch irgendwie... irgendwie so Wave-Clear-mäßig bestimmt was bannen. Genau, da wird es halt auch wahrscheinlich Richtung Thresh oder Morgana gehen, was Hüllesang angeht. Ist halt die Frage, ob Fnatic jetzt eher noch einen Botlane-Bann will, irgendwie einen AD-Carry-Bann, den sie nicht sehen möchten, oder noch irgendwas für die Mitte bannen. Ja, ob sie irgendwas gegen was nicht spielen möchten, wird jetzt nicht einfallen, weil es Lissandra. Ja, also es gibt halt nicht so viel, was sie krass bedrohen kann. Cassio eventuell noch. Ja, Cassio ist ein unangenehmes Matchup, aber ist halt, also Lissandra ist meistens so, sie negiert einfach alles. Sie ist ja nicht mal der Champion, der die Lane bullied oder ultra stark ist, sondern sie zwingt dich einfach bloß Clans mitnehmen zu müssen und sie negiert dein Matchup, weil sie halt einfach nicht sterben kann. Ja, im Endeffekt wurde Solution, den nehmen wir nochmal raus. Und Attila pickt jetzt die Tristana, die ich tatsächlich eventuell auch bei Reckless gesehen hätte. Ja, finde ich gut. Nochmal geklaut. Ja, genau aus dem Grund. Von Rakdos weggenommen. Gleichzeitig Tristana Braum ist halt super solid. Kannst du nichts sagen. Mit dem Q kriegst du ordentlich Attack-Speed dazu. Das heißt, du kannst auch die Braum Passive relativ schnell brocken mit deiner Bombe dazu. Hoffentlich sehen wir halt nicht irgendwelche Rocket Jumps halt mitten in die Gegner rein. Das ist der ADC Classic. Das wäre nicht das erste Mal. Das ist undenkbar bei Attila. Ne? Wir hoffen es mal nicht. Kaiser ist tricky für mich. Also ich habe eben drüber es ist tricky einfach, weil Vitality so viel AOE und so viel Global, also so viel Flächenschaden hat einfach. Einfach mit Jarvan Ultimate, mit Braum Ultimate, mit Cannon natürlich. Ist einfach ziemlich schwierig mit der Low Range, die Kaiser einfach hat, damit umzugehen.
Vorteil ist, wenn Fnatic wirklich diesen wirklich nach vorne kommt und engagen kann, dass sie da super voll upen kann. Also die kann halt Zoe mit draufböllern und einfach Zoe alles one-shotten, gefühlt, mit den anderen. Zoe gegen Lissandra und Cannon Top-Lane gegen Aatrox wäre jetzt so das Dream-Szenario. Dann hätte halt Vitality einen sehr, sehr starken Draft hingelegt. Sie haben einen starken Teamfight. Oh ja, come on. Und sie haben halt wirklich eine starke, starke Midlane. Also, das muss ich sagen, der Draft hier gefällt mir 10.000% besser von Vitality als der im letzten Game. Sie haben Scaling mit dabei, sie haben starke Laning Phases, sie haben halt gute Counterpicks gefunden. Ich würde sogar sagen, dass das ein Game ist, was Vitality wirklich gewinnt. Also würdet ihr, weiß nicht, schließt sich Kevin da an? Gibst du es auch an? Gewinn nicht, aber sie haben auf jeden Fall definitiv die Möglichkeit zu gewinnen. Bessere Teamkomposition, viel mehr Win-Conditions. Mit dieser Teamkomp können sie auch Aram spielen, wenn sie es möchten. Und ja, also ich denke, sie können Aram spielen mit der Teamkomp. Sie können damit die ganze Zeit in die Mitte groupen, müssen jetzt nichts mehr so viel über die Sidelines machen, weil sie einfach guten Teamfight haben. Ja. Aber ja. Also deutliche Änderungen im Endeffekt doch. Carlos und Lissandra sind auf der einen Seite geblieben, auf der anderen Seite ist es nur der Jarvan zusammen mit dem Braum. Also nochmal ein ganz anderes Spiel, das wir jetzt hier erwarten können. Mal schauen, wie sich das diesmal gestalten kann. Ob zum Beispiel Vitality einen Ausgleich schafft oder ob Fnatic eben 2-0 in Führung geht und damit schon ein Match bei hat im dritten Spiel. Die Coaches, Yamato Cannon und natürlich auch der gute Young Buck. Geben Sie mal die Hand. Und was ihr jetzt nochmal machen könnt, ihr könnt natürlich mit Ausrufezeichen Rewards über die schöne watch.loyesports.com Seite wieder in-game Rewards bekommen. Ihr könnt euch ein bisschen was dazu verdienen, wenn ihr das Ganze über die Seite guckt. Und ich würde sagen, genug von uns. Wir gehen jetzt wieder ab an die Caster, an Maxim und den guten Kingplay, Kingsplay oder Kingsize, wie er auch gern genannt wird. Also viel Spaß mit dem. Ja, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Ja, das einmal Kingsize, sehr gut. Ja, wir sind beim zweiten Game angekommen, meine Damen und Herren. Nach wie vor Fnatic gegen Vitality. Wir wollen schauen, wer hier natürlich die Playoff-Position ordentlich angreifen kann. Und es wurde adaptiert. Wir haben die Vayne aufgelöst und wir haben den Alistar rausgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren beides Champions, die Impact hatten. Die, auch die solidesten. Wir haben es gesehen, selbst in dem Fall, den Ice gezeigt hat, als Beispiel nur, dass einfach nur ein Alistar selbst von der Seite so viel Bedrohung erzeugt, dass ein ganzer Teamfight, du siehst immer gut aus, komm, hör auf. Ja. Alistar? Ne? Ja, kann man auf jeden Fall, wie gesagt. Natürlich, das ist. Es war not bad. Aber man muss ja auch natürlich dazu sagen, dass man auch die Kritik, die Kevin geäußert hat, auch ein bisschen wahrnehmen muss. Wir haben ja Kaiser so ein bisschen als Ersatz. Und ich würde nicht mal sagen, dass es ein riesen Range-Nachteil ist. Kaiser ist kein Lucian. Also sie kann ja trotzdem noch so ein Stück weit nachhelfen, das ist kein Problem. Aber hat eventuell ein bisschen mehr Druck gegen Attila zu beginnen. Zumindest ist es so ein Stück weit die Hoffnung. Aber wir dürfen gespannt sein. Die Fans natürlich Fnatic-lastig. Na, muss man auch dazu sagen. Ganz jetzt, gerade jetzt nach dem ersten Spiel ist es halt einfach so eine Führung. Du sagst es schon auch mit der Kaiser. Es ist natürlich, die Range mag fehlen natürlich. Das ist aber auch bei Lucian, der auch nicht die Range hat, aber gerade ihr Burst. Und in Konstellation mit dem Thresh musst du es ja auch zusammen sehen. Braum, auch da immer wieder die Gefahr, selbst ohne Mana, dass er da wächst dann. Aber mit Hillisang auf Thresh, er ist auch ein Supporter, den traue ich alles zu, sage ich mal so salopp. Gerade mit Kaiser kannst du einfach diesen schnellen Burst mit anbringen. Selbst wenn der Hook nur sitzt und du dich nicht mit ranziehst, das heißt nicht möglicherweise den Fight suchst, gerade mit Tristana anfangs, kannst du es dir schon noch erlauben, weil der Burst noch nicht da ist. Die Bombe sitzt zwar, aber Kaiser platzt einfach noch nicht in dem Moment. Ist es schon, du hast einfach dieses Momentum einfach viel höher mit Reckless, der komplett reinknallen kann. Und das ist auch wieder der Vorteil, so blöd es klingt. Es ist nur ein Gegentausch. Vorher hattest du mit Alistar und Wayne die sichere Variante, auch die. Ja, gerade je später es wird, hast du eine Condition und auch gleichzeitig auch Kaiser kann das erfüllen, dass sie exakt genauso im Late Game übelst stark mit abgeht. Richtig, die bringt natürlich den magischen Schaden statt True Damage rein. So, das ist der kleine Unterschied, aber sie hat halt so eine Impact-Mobilität. Hier haben wir ein bisschen Getroll jetzt bei den Junglern gesehen. Das heißt, wir haben den Red Buff statt bei Broxa, der macht jetzt auch die Crux, rotiert aber nicht zur Krabbe, weil der hat keine Vision. Die wurde von Vitality aufgebaut, das heißt, einmal kann das Ganze machen. Und Atla hat so getan, als wenn sie beim Blue geholfen haben, um jetzt den Level 2 Gang zu wagen. Das ist halt richtig Mobbing. Er hat extra. Oha, sie gehen sogar sofort rein. Zack, da kommt der Jump. Reckless, Hälfte der AP verloren. Standarte ist zur Stelle. Laterne! Kann er nicht nehmen! So schlau! So, das ist halt einfach High-Level-Jungle-Trolling. Der hat den Grump gepullt, damit es so aussieht, als wenn sie geholfen haben. Der hat ein bisschen AP verloren. Und dann denkt sich Broxah, ja gut, der wird beim Blue gestartet haben. Kann natürlich jetzt den Vayne, wurde aber auch hier beobachtet. Und theoretisch kann man sogar hingehen. Er macht er jetzt auch. Ja, jetzt wissen das ist so schön. Das wissen sie, aber so ist er da. Das ist ja die Prio, das Mobbing daran in der Situation. Wall wurde zwar noch gegengestellt und Jisuke macht ihn ja alleine platt. Der schläft, der ist müde. Oh, ist das schön. So gut von Vitality. Die ersten 5 Minuten sind die richtig stark. Der kriegt sogar noch die andere Krabbe.
genauso weiterziehen. Alles komplett. Du hast jetzt. Du kannst Richtung Blue Buff gehen, hast die Krabben geholt, hast den Gank auf der Botlane mit angebracht. Das heißt, die bringst du voraus. Du stoppst sie komplett. Das ist das Geilste. Jetzt nimmst du auch noch den Jungler. Das heißt, Karthus wieder gefühlt 5 Minuten zurückgeworfen, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Auch auf der Botlane gleichzeitig. Zudem kann er auf der Toplane auch den Push abbringen, weil Beepo weiß, Mist, Mowgli ist in meinem Bereich. Das heißt, auch da kann er nicht pushen. Gut, gegen den Ornn Cannon sowieso ein bisschen brutal. Das ist das Beste. Und Mowgli jetzt, der hat die freie Wahl, was er machen will. Mit dem Kill, also mit dem Assist voran, der darf jetzt komplett auch sich nochmal 30 Wards holen, im Jungle reingehen und Broxa einfach komplett das Nebenleben. Vor allen Dingen auch Jackdaw bereitet einfach die nächste Situation vor. Man weiß, dass er die oberen Camps machen muss, weil Broxa Red gestartet hat. Man wardet dort jetzt, damit man auf jeden Fall die Sicht dafür hat. Und kann entsprechend auf Vitality's Seite halt optimal drauf reagieren. Entweder weil man für den Gang vorbereitet ist oder entsprechend hier auch gut gearbeitet hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier wussten die von gar nichts. Die dachten dann wirklich, mit der Laterne bin ich ultra safe. Dass Mowgli so früh mit der Standarte reingegangen ist, lag auch daran, dass er ihn dann vorher schon hochwerfen kann. Und hier beobachtet man den Broxa und hat jetzt Optionen, darauf zu reagieren. Weil das, wenn er jetzt schon wieder einen Lane-Gank wagt, ist das ein Win für Vitality. Weil er kann unten nichts machen. Er ist runtergelaufen und hat kein Camp. Oder ist es wahrscheinlich jetzt gerade gespawnt. Okay, dann hat er es gut berechnet. Aber er frisch. No. Selbst wenn er weitergeht, da ist ja nichts. Es ist ja nichts. Auf der Topside erwartet ihr nichts. Was will er machen? Er ahnt ja noch. Sie sehen ihn noch die ganze Zeit. Sie können jetzt komplett frei drumherum spielen. Ist also die Konstellation, wo geht Javan als nächstes? Und er sieht es halt einfach nicht. Javan hat wirklich sowas von freie Bahn. Sie sehen komplett. Wollen wir die Mitte holen? Also, die haben sich jetzt gerade die Frage. Holen wir die Mitte? Er bleibt sogar auf dem Watch stehen. Er ahnt schon. Hey, ihr seht mich wahrscheinlich. Das ist so absurd. Gut, Mowgli. Ja, er wartet ja auf das nächste Camp. So, das ist das Gestörte. Er kann es wirklich punishen. Er dürfte ja sogar wieder auf die Botlane gehen, weil sie haben gerade schon mal gefeiert. Ich will sagen, hat nichts mehr abgeholt. Reckless nichts genutzt. Das heißt, da dürfte jetzt Mowgli direkt wieder hinterher punishen, weil Broxa ist einfach gerade nutzlos, was das betrifft. Und gerade auch noch mit dem Ocean Rig zusätzlich. Du hast ja den Push auf der Botlane. Das heißt, die könnten noch mit zur Hilfe kommen, aber ja, gut. Also wenigstens die Sicht mal weggenommen. Aber jetzt müssten einfach nur die Botlane wieder reinpushen und Vitality hat den Rig sicher. Hier muss man dazu sagen, dass der Ward quasi relativ viel gerettet hat. Ich fand, dass er mit dem Ding begonnen hat, ist auf jeden Fall gut, weil natürlich auch, oh mein Gott. Oh, der spielt aber wirklich gut mit der Turret-Range. Hier hätte ich gedacht, dass Artis da dreimal angegriffen wird. Broxa kann diesen oberen Busch noch ganz gut verteidigen, das war not bad. Das war bitter, dass Mowgli da gesehen worden ist. Sie haben auch ein bisschen die Midlane-Prio verloren, was eigentlich nicht passieren darf. Also Jizuke müsste ihn permanent reinpushen. Ich meine, du bist Lissandra, du hast von Natur aus Wave Clear und du gehst Base und holst dir Mercs. Das bringt halt nichts für den Wave Clear. Da denkt er wirklich nur an die Zoe und null an sein Team, an dem, was möglicherweise passieren könnte. Und auch was hier, also immer noch wirklich die Night wird. Mowgli ist auch noch mit dabei und sie sehen sie auch komplett, was passiert. Aber selbst die P kommt hier mit raus und da müsste Jackson sich langsam aber sicher zurückziehen. Aber sein Team. Er hat aber keinen Fleisch zur Verfügung, kann immer geheilt werden. Die Movement Speed. Oh, er wurde nicht zurückgezogen, das war wichtig. Zack, jetzt kommt aber der Flash nach vorne. Vipo, na, damit. Ja, ein bisschen sehr offensiv gespielt, wollte safe den Kill haben. Broxa schnappt ihn sich. Hoher Aufwand, muss man dazu sagen. Die Konsequenz ist aber, dass Toplane über zur Sorte reingedrückt wird. Also hier verliert man eine Wave nach der anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das speziell für Vipo gelohnt hat. Vipo ist. Ja, absolut null. Du hast Flash raus, du hast TP raus, das heißt, deine Lane ist schon dermaßen weg. Das heißt, Cabo Shark kommt auch an die Plates oben auf der Top-Lane. Das heißt, der wird im Gold so weit voraus und einen Cannon. Die erste Plate, er holt sich noch die Minions komplett, kann dann wirklich. Der hat freie Bahn, der Cabo Shark mit dem. Und mit Cannon ist es eigentlich das Schlimmste, was du gerade Fnatic nachher entgegenspielen kannst. Sobald er in den Teamfights mit drin ist, der kann hinten reinflashen komplett, wie er will. Der Broxa wartet auf ihn. Reckless wird definitiv safe mit dabei sein. Und dieser Stun-Moment, den er hat, ermöglicht wiederum Mowgli gleichzeitig einen Engage. Wir sehen seine Konstellation gut. Ja, unlucky, du hast halt nichts mehr bei, du wurdest bestraft, dadurch, dass du schon dein Flash genutzt hast. Ja. Ist völlig fein, kannst du nicht sagen, das hat Fnatic einfach nur adaptiert gesehen. Hey, welche Möglichkeiten haben wir, das ist es jetzt. Wobei man aber auch sagen muss, dafür, dass Broxa ja sogar einen Kill gelassen, also vorher die Federn gelassen hat, ist Mowgli immer noch im Jungle behind gewesen. Also immer Level 4 und wenn Broxa trotzdem es schafft, einen Kill, also im Farm so weit voraus zu sein, du siehst, möglicherweise mit Mowgli. Hat die Ultimate sehr früh gezündet, beide wollen ihn nicht fighten. Das ist halt Atrox, Leute. Du darfst erstmal die erste HP von ihm wegdrücken, während der einen AD-Boost hat. Und dann darfst du das Ganze nochmal. Na, ist auf jeden Fall sehr, sehr unschön. Er bleibt aber da. Ist Level 5, kann ihn nicht einsperren. Flashlos ist er. Oh, das hat er sogar getroffen. Der Komet verrät ihn, ne? Ei, das hat Zeit gekostet. Cabo Shard. Sehr defensiv. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er einfach nur Flash ultet. Weil so dieser Kinderdash, den Atrox zur Verfügung hat, der reicht ja niemals aus. Das ist viel zu wenig, aber sie wollen es einfach wissen. Keinerlei Push. Es ist halt auch so offensichtlich. Also da wird jemand wie Bibo nicht drauf reinfallen, wenn er vorher schon gesehen hat. Ah, wo ist es denn auch gleichzeitig im Jungle? Weder Karthus ist auf ihn gestoßen.
Da ist nichts. Wo soll er also auch sein? Sie haben ja die Watch schon komplett mit dabei. Das Mugli hat sich ja selbst verraten und auch wieder die Zeit verloren. Kartos ist jetzt schon, oben, ne? Ist schon übelst voraus und er bleibt um und sie wissen es auch. Kartos hat jetzt wirklich freie Bahn. Wir sehen schon, dass er Richtung Drake geht. Das heißt, er kann den Pink Ward gleichzeitig mitnehmen. Die Sicht holen, möglicherweise für den Drake. Das heißt, auch rund um die Midlane und Botlane ist jetzt der Push raus, dass beide nicht pushen wollen. Also selbst wenn du jetzt eine Tristana mit Level 6 hast und auch den Braum er gleich hinterherkommt, du darfst nicht. Du kannst einfach nicht durch diesen übelsten Slow, den wiederum Kratos mit anbringt, oder halt auch jetzt schon seine Ulti. Also das ist einfach nur aus dem Grund, weil Mowgli stehen bleibt. Und, ja. Und einfach wirklich grundlos. Kennen hat doch sowieso keine Probleme. Aus welchem Grund bleibt er da wirklich stehen? Na, Kennen wird mit der Zeit Probleme kommen. Also die Boots tun ihn ja schon ordentlich weh, weil der magische Schaden ja relativ hoch ist. Der Plan ist, sie wussten ja auch, dass sie jetzt der eigene Blue Buff geklaut wird und sie bekommen den von Fnatic. Also Vitality setzt darauf, dass dieser Turm ordentlich an Platten verliert und dass diese Pressure ausreicht, um Vipo klein zu sein. Also der Gameplan bleibt der gleiche. Aber hier haben wir einfach eine Kaiser, die jetzt eine Platte nach der anderen bekommt, ist jetzt schon vom Gold ja so ein kleines bisschen vorne, ne, und kann entsprechend dann nachher noch super effizient sein. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass Tristana jetzt alles andere als schwach ist im Late Game. So, eigentlich das genaue Gegenteil. Sie tauschen aber. Sie schwächen ihren Top-Laner und stärken indirekt quasi ihre Botlane. Plus natürlich wieder dieser Ocean Drake, der das Durchhalten halt einfacher macht. Das ist ein... Der Trade, also was Vitality jetzt wirklich macht, der Trade war sowas von worth. Selbst einen Kill hättest du jetzt noch abgeben, das wäre gar kein Problem, aber allerdings hat er keine Ulti mehr und... Ja, jetzt ja. Ist er down. Also da muss man dazu sagen, dass Mowgli wirklich, wirklich, wirklich geduldig war. Zahlt sich das aus? Das ist die Frage. Sie kriegen jetzt ein Plating, man könnte vielleicht noch eine Stunde reinhauen, damit er noch ein bisschen mehr Attack-Speed hat. Man muss ja bedenken, wenn man die Platte alleine nagelt, dann kriegt man, also dann ist die Resistenz sehr, sehr gering. Wenn du zu fünft das Ding probierst, kriegst du es nicht mal tot. Na, das ist halt wirklich einer schneller als zu fünft. Deswegen ist das fein, sie teilen ihre Ressourcen auf. Mowgli versucht dann noch mit dem Herald zu arbeiten und wenn sie als erstes den Turret bekommen, ist dieser Move auf jeden Fall fein. Sie müssen aber bitte im Hinterkopf behalten, wie halten wir Reckless klein? Wenn sie für ihn eine Antwort haben, ist, finde ich, dieses Play für Vitality fein. Ja, und dem Augenschein nach, so wie sie jetzt spielen, setzen sie immer noch recht viel auf Kabuschar, dass er, sobald er drin ist, erhält den ADC weg. Das ist so das Offensichtliche, was ins Gesicht schreit. Wenn du aber auch nicht missachten darfst, dass halt eine Zoe dabei ist. Das heißt, sie ist nonstop nachher mit ihrer Bubble, bis das auch mit der Q in dieser Konstellation, so wirklich ein Monster, kannst du einfach sagen. Ja. Wenn da irgendjemand auch nur getroffen wird, muss Reckless sich auch dementsprechend schon wieder anders positionieren, dass du nicht für die Kills gehen kannst. Also Höli sagt, vor allem auch egal, wen du catcht, maximal Bipo wäre derjenige, wo du sagst, das ist nicht schlimm. Alle anderen dürfen nicht vorne stehen. Das heißt, die sind diesmal gezwungen, dadurch vorher hattest du den Alistair, jetzt nicht. Der Thresh hat nicht diesen gleichen Impact, dass du wieder ruhiger stehen musst, vorsichtiger und gleichzeitig auch, was man jetzt mit reinrechnet, was man eigentlich fast gar nicht auf dem Schirm hat, dass du zusätzlich diesen Drake hast. Das heißt, jetzt die Regeneration, du kannst mehr pushen, Kartos lacht sich einen ab, der kommt egal wie mit vollem Mana wieder, zieht da komplett durch und jetzt darfst du genau für solche Situationen, für solche Gangs gehen. Das ist natürlich die Frage, ob sie das Ganze ahnen. Vitality hat wirklich Nemesis lange nicht mehr gesehen. Jetzt wird er hier beobachtet. Na, Dive kommt nicht durch. Jack Troll kann hinterher springen. Sie wollen zu viert den Turm. Also Fnatic hat da den Plan, das Ressourcenmanagement hat vorgesehen, hey, wir wollen Turret First Blood, wir wollen als erstes diesen aktiven Swap wagen. Und das, da werden sie definitiv rankommen. Attila könnte jetzt noch bleiben, um die Wave nochmal gegen zu pushen. Vipo ist einfach random in der Midlane, um dort seine Ultimate zu verlieren. Zack, da ist er an der Ult drin. Wird natürlich geschützt werden, na, dass er sich bewegen kann. Ist ein Traum. Re-engage kannst du hier an der Stelle vergessen. Entscheidend ist aber, da ist er nämlich, der Herald. Damit kriegst du die Plays, das heißt auch da das Gold. Also lacht sich einen ab, die jetzt mit dem nochmal einen guten Push hinterherkommt und gleichzeitig den Ken einfach nur dabei zu lassen. Aber er ist zu weit weg, der kriegt sie nicht. Das ist solide, dass du nochmal knapp 400 Gold oben zusätzlich drauf kriegst. Plus die Minions musst du ja auch noch mit einrechnen. Und gleichzeitig den Push. Das heißt, dadurch, dass du jetzt auch wiederum Boxer in der Mitte hältst, hältst du auch ihn wieder vom Jungle ab. Gleichzeitig, wir sehen es, Mogi, perfekt. Geht Richtung Botlane, nimm alles mit. Wenn da jemand wäre. Das ja. Ist natürlich unlucky, aber richtig einfach komplett gesehen. Wie willst du gehen? Was musst du auch tun? Und vor allem jetzt super schön, dass Reckless sagt, alles klar, wir müssen auf die Toplane gehen, da haben wir mehr Impact. Die Botlane ist der nächste Fokus, den wir Vitality mitnehmen will, weil die Mitte ist halt schon auf zwei Plates runter. Und jetzt nochmal die Botlane weiter pushen. Wenn du die Tristana nämlich vorausbringst, was du solltest, du bist halt über 20 Farm behind, du musst der Tristana langsam auch ein bisschen was an die Hand geben, denn sonst wird sie auch oh recht loose. Oh mein Gott, das war ein wichtiger Flash. Dass er da noch Tower Aggro verloren hat, das ist fast schon lucky. Manchmal schießt er dann noch den letzten Schuss ab. Man hätte gegenswappen können, das ist die Alternative. Sie sehen aber Vipo nicht so als Wave-Clear-Gefahr. Hier sieht man es.
Ja, doch. Also er kann es halt alleine halten. Das ist gerade für Vitality eine Katastrophe. Sie haben gepokert, sie haben gesagt, hey, wir schaffen es, Botlane durchzubringen. Wir haben doch Jarvan in unserer Stelle. Es gibt uns Tech-Speed. Kriegen sie gerade nicht hin. Was die Leute da zu zweit machen, versuchen die hier zu dritt nachzuholen. Und es klappt gar nicht. Es müssen sogar noch ein TP einsetzen. Und das ist ein sehr, sehr hohes Investment an der Stelle. Karuschar denkt sich, Leute, ich bin zwar vorne, das ist auch fein, aber ich will mir jetzt nicht die Erfahrung mit meiner Botlane teilen. Und das Ding ist, du hast es schon angesprochen, oben ist einer am Werken und du siehst drei Mann, die gefühlt 20 Jahre drauf. Natürlich, die Tristana-Bombe bringt das Ganze noch ein bisschen voraus. Er ist trotzdem schneller. Aber schau mal, es könnte sogar ganz knapp unten reichen. Jetzt zeigen. Also im Prinzip ist egal, Total First Pass ist eh schon für Fnatic gefallen. So. Aber das ist tatsächlich doch für Fnatic noch ein Tickchen schneller. Und du hast den TP gegeben von Ken, gerade der freut sich doch, er muss von hinten in die Backline kommen. Wenn jetzt irgendein Fight startet, hast du den Ken schon denied. Du hast dich selbst denied aus der möglichen Fight, der angeht. Mit deiner Ult, Protobelt, gut, natürlich, würde bis dahin wieder da sein, das ist kein Problem. Das ist absurd, du hast es schon gesagt, die geben zu viel auf. Es ist schön, dass du den Aatrox zurückgehalten hast, aber es ist halt ein Aatrox, das ist, als wenn der Yasuo 08 steht. Er hat seinen Sinn, das gleiche trifft auf Aatrox, er macht seine Ult an. Spätestens wenn der Herr GE da ist, musst du ihn 30 mal killen, bis überhaupt irgendwas passiert. Ja. Das reicht ihm, das ist ihm egal. Also wie Fnatic, also vor allem Bibo jetzt in dem Fall reagiert, er hat noch TP ab, kann jederzeit dazukommen. Und eigentlich müsste jetzt tatsächlich Fnatic für den Punish gehen. Ja, also sie müssen da auf jeden Fall härter noch gegensteuern. Ich meine, wie gesagt, Aatrox hat seine Stabilität. Und ich finde es auch in der LEC gar nicht so einfach, einen AP-Cannon reinzubringen. Wir durften ihn jetzt bei der Prematur sehen, das war richtig insane. Was White Knight da für Flanks rausgebracht hat, war zum Totlachen. Also er hat die Leute wirklich komplett zerstört. Die Frage ist halt, ob wir das von Karuschar ebenfalls so einfach sehen können. Ja, der Hook gesessen wird, die Suke. Er wäre sehr glänzlos, sagen wir es mal so. Na, er spielt ja die Spellbook-Variante, hat sich irgendwie in diese Rune so ein Stück weit verliebt. Gibt aber auch ihm die Möglichkeit, natürlich mit massiver Flexibilität zu glänzen. Also auch das ist kein Problem. Beide Teams wissen halt, wie sie gegeneinander zu reagieren haben. Man sieht jetzt auch, dass das Tana hochgeht und den letzten oder den zweiten Turret quasi nimmt. Und dann, ja, dann das Aram kommt, was Kevin nicht mag, aber wenigstens Vitality eine Composition hat, die es verträgt. Ja, sie dürfen es hier problemlos machen, gerade in der Konstellation. Du siehst es mit Schmucke, da sitzt der Hook, aber glänzt. Gott sei Dank. Hast du dieses Spellbunk da? Aber tatsächlich nochmal der Herzog und da kommt genau dieser Burst von der Kaiser. Tschüss! Ja, du hast ihn vergessen. Katos! Bam. Das ist wirklich nicht gut gewesen. Vor allem, dass Rakdos noch so viele Autotags gedrückt hat. Jisuke wirkt. Also, man vergisst ihn wirklich, weil er nur im Jungle ist. Na, er farmt sich da einen ab 110 CS zu 76. Also, da ist Mugli wirklich komplett raus. Hat jetzt ja auch auf den nächsten Powerspray gesetzt. 2 Stundengläser sind da. Das heißt, man wollte eigentlich eine Fight-Situation eingehen. Jetzt verliert man den Turret als eine Zoe, die eigentlich guten Wave-Clear hat. Völlig sinnlos. Und man muss ja nochmal daran denken, das ist quasi die nächste Phase, die wir einleiten. Wie sieht das Late-Game bei beiden Teams aus? Und da muss man einfach sagen, ist es auf beiden Seiten nice, aber was hier einfach dafür spricht, dass du auf Seiten von Fnatic mehr Überleben hast. Kurz und knapp, du hast da einfach mit dem Aatrox, wie wir schon angesprochen haben, viel zu lange. Du hast jemanden, der komplett deine Backline bedroht. Das heißt, Attila ist ständig in Gefahr. Jackfall musst du möglicherweise einsetzen, um ihn sogar beschützen. Da hast schon 2 gegen 1. Schon komplett angesprochen und wie wir es eben gesehen haben, gleich ist er immer ein Level 11 der gute Karthus. Er kann jederzeit auch hinten warten. Es ist zwar okay, dass du Karthus immer hinten abstellen musst, eigentlich gezwungen. Selbst wenn er stirbt, juckt ihn überhaupt nicht, weil der Schaden um ihn rum, er hat ja auch gefühlt kein Ende. Also da ist der Fokus auf Fnatic besser und auch die Catches halt von der Lissandra. Wir haben es gesehen, nimm einfach nur die Utility. Das ist wie, als wenn wir Urgott gefühlt 20 Jahre gesehen haben. Es war einfach seine Utility, einfach seine Ult, die du anbringen musstest, plus sein 4. Und hier ist es einfach nur der Catch mit Lissandra. Sie ist der Opener. Das ist super, selbst wenn sie stirbt, ist egal. Wir haben es auch eben gesehen mit Reckless, genau was wir auch angesprochen, diese Konstellation dieses Burstes, das hat Tristana einfach nicht. Sie muss zwingend den Q aktivieren, dass sie überhaupt auf das Speed von Kaiser kommt. Wenn er ausgelaufen ist, heißt, du kannst wieder für den Kampf gehen, du hältst erneut wieder durch, weil Bibo hinten mit drin ist, das heißt mehr Gefahr. Und wenn eine Zoe-Bubble nicht sitzt für den möglichen Engage, war selbst ein Threshold hast du noch. Also diese Konstellation nur so grob überschlagen. Ja. Hast du auf der anderen Seite nicht, du hast eine Soulbubble, du willst nicht schon wieder mit Mowgli engagen, wir haben es gesehen, oder Cannonflank halt. Aber der Aram-Mode funktioniert für sie halt nicht schlecht. Also die Belagerung über die Zoe, das ist schon nervig, dass man da gefühlt die Hälfte der AP verliert oder sich halt andere da vorstellen müssen. Na, da traut er sich nicht mehr, da wird er ein bisschen nervös. Kein Glance heißt, ich werde eventuell gehookt. Du kannst ja nicht ulten. Also du kannst es machen, aber wenn eine Zoe ultet, lacht sich ein Thresh tot, weil er sie definitiv zu fangen kriegt. Ich würde dir zustimmen, was die Tankiness von Fnatic angeht. Das ist wirklich schlimm, gegen sie zu fighten. Ja, reinzugehen ist grausam und Nemesis und Vipo, ja, die sind halt tanky. Ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr unangenehm. Auf der anderen Seite ist Attila aber kein schlechter Spieler und hat mit Tristana eine gesunde Mischung. Klar, er muss übers Q kommen, die Attack-Speed muss mit der Zeit aufbauen, aber die Range ist dumm. Und die Range steigert ja auch seine Bombenwurfreiche. Das ist witzig, ne? Deine Kanone wird über Range, also
sie kriegt mehr Reichweite, aber sie kann auch weiter werfen. Na, das bedeutet, ein gewisser Burst ist das schon so ein Stück weit versteckt, aber wer ist das Ziel? Das ist die Frage. Jetzt versucht man Vipo hier zu erwischen, der mit den Qs gut arbeitet. Und man sieht es, Tristana hat auf jeden Fall viel konstant, nämlich einen sehr guten Disengage. Der wird, die werden warten. Ah, nee! Oh, eine halbe Sekunde zu früh, das ist bitter, weil jetzt kommt die Karthus Ult und die beiden ultra low und werden jetzt gecatcht. Oh mein Gott. Das ist super bitter, aber ganz stark von Fnatic. Dieser schöne Follow-up vom eigenen Team. Well played. Und erneut, auch im zweiten Spiel, sehen wir von Vitality einfach nur diesen Kill-Greed. Anstatt du routinierst, wir holen unsere Lanes, wir holen möglicherweise die Objectives. Vorsichtig dieses Antasten. Du hast doch die Gegner die ganze Zeit nicht gesehen. Und wieder wurde einfach dieser Karthus vergessen, überhaupt diese ganze Meinung. Als wenn Vitality kurz einfach nicht mehr miteinander spricht, hat man ja das Gefühl, dass sie komplett damit reingehen. Jetzt hast du zwei Gegner rausgenommen. Und auch zu Tristana, wen sollte sie natürlich fokussen? Und du siehst, sie dürfen fast fokussen, wie sie wollen. Es ist ein Flay-Engage von Thresh. Muss natürlich Flash dafür benutzen, das ist kein Problem. Stundas, völlig egal. Das will man eigentlich als Shaman offensiv verwenden, wo man für das Team Zeit erkauft. Hier ist man alone in the dark. Super bitter und Fnatic spielt einfach smooth. Der Goldvorsprung ist nicht überragend groß, den brauchen sie. Wir haben hier die 19. Minute, wo an den Tier-2-Türmen gekratzt wird. Und zwar ordentlich, also mit dem Vorschlaghammer. Der in der Mitte ist bereits raus. Na, das wird jetzt halt super schwer werfen. Und der zweite Power-Spikes, der ja für die ADCs wichtig ist, der ist deutlich schneller bei Fnatic dabei. Und das ist ja nochmal diese krepelhafte On-Hit-Variante. Na, Reckless, er will halt nur die Punkte verbessern. So. Das ist, die Synergie ist... Kommt noch. Es dauert noch ein bisschen. Da ist der Weg von Attila klarer. Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass Fnatic mehr, dass Vitality mehr Zeit braucht. Weil ich finde, das Midgame ist trotzdem deren Stärke. Es ist nur Tristana, die es absichert. Die Tristana ist halt 2000 Gold wert. Brutal! Das ist ein BF-Sword, das ist Treffel-Item gefühlt und. Freeze. Da sagt sich selbst das Stream, ich habe keine Lust mehr und. Das ist so offensiv. Jetzt auch in dem Moment Zoe in der Mitte. Du hast da die Wards. Der Gegner moved hin. Du siehst schon, dass Thresh da gleich mit hochkommt. Der nächste Kid. Das ist halt der Jungler, den man erwischt hat, weil man einen Control Ward beim Blue hat. Das ist einfach Horrorszenario für jeden Jungler, wenn du wirklich gar keine Chance mehr hast, ohne Konsequenzen in deinen Jungle zu gehen. Dein eigenes ist halt der. Das eigene Wohnzimmer wird dir komplett entrissen. Ja. Das ist. Ja, Einmarsch in vier Wänden, kannst du wirklich sagen. Und da auch der nächste Dragon oben drauf. Das ist voll. Brox sagt sich überhaupt, was soll ich eigentlich noch? Macht ihr das Ganze? Ich habe sowieso mal eine Regeneration. Und genau, um auf die ADC zurückzukommen, die verhältnismäßig, muss man sagen, aktuell Meter immer ruhig sind. Bis sie dann herkommen und sagst, oh, natürlich ADC-Pick, aber jetzt auch mit der Tristana, die braucht halt mindestens die drei Items. Bis sie überhaupt dieses Speed haben, überhaupt annähernd auch nur hat, wie der Reckless es hat mit seiner On-It-Variante. Das platzt, wir haben es gesehen. Er kommt einmal zu dem Fight mit da rein und das reicht aus, weil die Ziele sind verhältnismäßig squishy. Also Tristana ist in aktueller Gefahr, dass sie immer ihren Sprung nur zum Disengage nutzen kann, weil sich wieder catchen lassen, auch im Jungle. Wir sehen, die einzige Konstellation wäre halt die Bubble, die absichert. Das ist zu wenig zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Und wir haben auch noch nicht mal wirklich gesehen, dass Vipo in den Fights mit dabei ist. Das heißt, wenn das irgendwie öffnet sein sollte, die bisherigen Fights waren wirklich so, ja, es geht wieder fast Richtung Aramot. Wenigstens gehen sie jetzt mal auf die Sidelane-Explosion durch, aber in der Mitte treffen sich jetzt 100 pro wieder. Es ist einfach noch nicht mal wirklich im Vipo dazugekommen. Dementsprechend kannst du auch noch, also Fnatic dürfte spielen, wie sie wollte jetzt tatsächlich. Sie haben noch nicht mal gezeigt, was sie für eine Stärke haben, während Vitality schon fast für alles geht. Sie brauchen vor allen Dingen auch Vipo nicht. Das ist ja das Wichtige. Also sie können jetzt holen, dafür ist DP geschaffen. So, das ist der Plan. Aber die einzige Stärke, die Vitality gerade hat, ist Cabo Shard. Er ist als einziger vom Farm her vorne. Der Rest ist katastrophal weit abgeschlagen. Er hat ganz gute Items zur Verfügung. Das Problem ist halt, dass so ein Zwiespalt entsteht. Entweder ich kann splitpushen gehen, weil Vipo mache ich fertig. Na, ich bin jetzt einfach schlichtweg optimaler ausgestattet als er. Komme aber gar nicht dazu, weil das Team müsste diesen ARA-Modus sehr lange halten. Das heißt gegendrücken. Gegendrücken ist schwer, weil Lissandra eventuell eh drückt. Na, und dich quasi engaged. Wenn Vitality durchhält und nicht wie hier flankiert wird, dann wird es super gefährlich. Also beziehungsweise dann ist es machbar. Und hier, zack, Kralle ist da, das war's. Der nächste muss flashen, wird eventuell vernichtet. Das war super riskant von Jisoo, wieder die Hälfte der HP verloren. Hier kann man von Glück reden, dass man weggekommen ist. Kommt man weg? Ja, es wird's überleben. Also ich meine, wenn das Ramadons fertig wird, passiert das nicht mehr. Na, dann ist er hier auf jeden Fall down. Fakt ist aber, dass das viel zu einfach für Fnatic funktioniert. Vitality kann nicht sagen, wir können nicht ins 1-4 gehen, weil Kabusha denkt, mein Team ist eine Katastrophe. Wir können aber auch nicht teamfighten, weil alle dann im Gold behind sind. Man kann gar nicht um die Cannon, in Anführungszeichen Win-Condition, spielen. Jetzt versucht man es über einen Baron. Zack, hat den einfach mal angefangen. Finde ich riskant von Fnatic, weil so eine 50-50-Sache ist. Mowgli ist da, okay, das 50 könnte jetzt sich verschieben. Ja, komm noch weg.
Ja, das war wirklich nochmal ein Gegenhalten. Wenn die Zoe Bible tatsächlich getroffen hätte, wäre es vielleicht nochmal eine Chance gewesen, aber Mokley, der wäre safe tot gewesen. Ja. Da könntest du machen, was du willst. Und du sagst schon, Kabosha, der sagt sich auch, was ist mit meinem Team? 1-4 kann er nicht wirklich. Und wenn, ist es für eine Minute. Er muss dazu tippen, was er jetzt gerade hat. Das heißt, es ist auch wieder raus. Gerade jetzt in der Zeit, wo das mitgenommen ist, wo wirklich die Fights mit angehen, erneut wieder Aramot. Und selbst wenn die damit reingehen. Die wollen einfach fighten. Sie wollen den Druck aufrechterhalten. Karoschat ist da drin. Es zont die Leute wunderbar. Nun im Stundenglas und damit definitiv unterm Turret und down. Das ist ein 3-1 Trade bisher gewesen. Vitality sieht sich mit einem riesen Nachteil. Sie wollen Karoschat einbringen. Aber das zwischen zwei Turrets verlieren jetzt hier noch den nächsten. Das war Decision-Making auf absolut unterstem Niveau hier an der Stelle. Man versteckt sich hier witzigerweise als Jisuke und er, oh, das war's. Er muss jetzt sowas von rennen. Die Bubble war not bad, der Hook hat nicht ganz gesessen. Vipo kann ihn jagen, währenddessen sollte man aber den Baron machen. Du hast halt mit Karthus Kaiser, Alter, du hast halt den übelsten Damage für das Gerät. Na, und solltest das Ding jetzt hier durchziehen und das erste Spiel wiederholt sich. Vitality sagt, wir wollen im Midgame übelst aggressiv sein. Sie zünden genau bei zwei Items. Also sind alle im Gold behind, bis auf Kabushard. Das ist ein komplettes Replay, was wir hier sehen. Du sagst, Items Rabadon winkt jetzt. Es ist 100% fertig. Wenn er jetzt weggeht, ist Rabadon safe mit dabei. Da. Ja. Ebola, herzlichen Glückwunsch. 3-1-6, vorhin hatten wir 6-1-6, 10 Dark Steel, Dark Seal Stacks oben nochmal drauf. Der freut sich in Astra. Und jetzt die Kaiser auch noch gleichzeitig mit dem Statics. Das heißt, sobald die hat sowieso schon diesen Burst, den sie mit reinbringt, plus nochmal Statics zusätzlich oben drauf. Tristana, ja, die kann einen Schuss machen und die kann wieder einpacken. Wir haben es eben gesehen, sie hat zwar einen Kill gekriegt, aber es war viel zu weit gegreedet in der Mitte. Warum gehst du so gerade mit Braum rein? Du hast doch gar nicht die Bedingungen dazu, das zu tun. Wir sehen doch mal die Konstellation, das ist gerade richtig. Warum gehen sie da komplett rein? Du weißt doch gar nicht, wo ist der Gegner, weil Carbochart zwischen den Türmen zu fighten. Wer da, sorry, das Shotcalling gemacht hat, ist halt absolut. Es ist zu aggressiv. Wo die Gegner sind, wussten sie definitiv. So, das war quasi weniger das Problem, aber Kabushard hier einbringen zu wollen, weil er als einziger vom Gold, der vorne ist, ist halt alles. Oh wow, die gehen wirklich nah ran. Ja, ist meiner Ansicht nach völlig eine Hälfte. Der Turret macht noch Damage. Mowgli kann zwar eine gewisse Tankrolle einnehmen, hat aber das Stundenglas ja schon vorher verwendet. Er hat kein Stoneplate oder ähnliches fertig. Geht hier auch auf Knights Vow, was okay ist, um Attila zu verstärken. Nemesis wird jetzt hier ein bisschen gejagt werden. Vielleicht daraus, oh, der entkommt das sogar simpel mit dem Flash. Diesen Spell braucht er ja nicht mal. Na, zumindest wenn man dann offensiv ist. Weil man hat sich ja im 1-3-1 verteilt. Das Investment, Nemesis da unten zu bekommen, überhaupt nicht gelohnt. Und schon wieder siehst du, wie Vitality einfach auch den Fokus verliert. Willst du jetzt nun Nemesis haben oder nicht? Willst du jetzt Top-Lane verteidigen? Das ist wie, als wenn jetzt einer auf einer Lane steigt und, wir verteidigen mal überall. Hol jetzt einfach die Gegner. Möchtest du den einfachsten raussuchen? Den einfachsten, natürlich, weil Broxa, der sich nicht wirklich zeigt. Geh jetzt für den Catch, das ist deine einzige Chance. Sie haben wirklich schon in Mind, dass sie das letzte Game so hart verloren. Auch hier, sie müssen jetzt reagieren, dass du die Chance hättest. Das Problem ist halt, das Zeitfenster für den Catch ist halt eine Katastrophe. Die haben halt Java 0 raus und das ist im Prinzip das beste Tool. Alternativ ist, dass Kabushard Verlöte reingeht. Er kann aber nicht Nemesis quasi von der Seite engagieren. Er wird sich ihm jetzt stellen, das ist not bad, das ist das beste Matchup, was du quasi aufstellen kannst, aber auch er verliert jetzt da den Turret. Na, also es ist halt Range, na, man kann da halt trotzdem nur angreifen. Das ist halt für Vitality gerade auch wirklich schwer zu holen. 10.000 Gold Vorsprung. Der Feed von Fnatic ist sehr gut verteilt und ich bin wirklich komplett überfragt, wie sie das hier machen wollen, unabhängig davon, ob Fnatic Fehler macht. Wenn Fnatic fehlerlos spielt, wie? Ich meine, dass Kabushard schon so nah rankommt, ist schon übel stark. Er könnte aber theoretisch einfach die Ult abkriegen und würde sterben. Der könnte in der Ult-Rotation von Nemesis, natürlich mit seinem Team, weil Reckless kann aus 1000 Kilometer R drücken, der wird einfach dazukommen. Waren drei Inhibs in Down, während sie nachher die ganze Zeit mit den Minions irgendwie zu tun haben. Das ist ein Farmfest. Sie sind sowieso schon übelst behind die ganze Zeit. Also wirklich über das ganze Game. Das heißt, noch schlimmer als vorhin. Wenn man das so ein bisschen aufholt, ist Fnatic sogar noch stärker jetzt mit dabei. Das heißt, noch kontrollierter, obwohl sie am Anfang sich kurz haben gehen lassen. Das ist ja auch sagst du schon, welche Möglichkeiten bestehen. Wenn du es jetzt durchrechnest, ein guter Flank von Kabushard, während TP gleich wieder da ist, wäre die Möglichkeit, aber es ist halt auch ein GE-Atrox im Spiel. Es ist gar nicht mehr möglich, meiner Ansicht nach. Also der Flank, der Flank ist die beste Idee. Wir haben aber die Banshees-Variante. Wir haben Protobell, wir haben Stundenglas. Das ist übel viel Utility, gar keine AP. Es ist halt
übel wenig. Du musst gegen Reckless MR und seine Quicksilver-Scherbe klarkommen. Das heißt, Stunts sind mir auch ziemlich egal. MR ist bei Hylissang ebenfalls zur Verfügung. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen was dabei. Na, kann man mitarbeiten. Nemesis, katastrophales Ziel, hat auch Stundenlast. Beefo hat es schon gesagt. Guardian, geh nach Hause. Na, wird halt gar nichts. Und der Einzige, der richtig kassiert gegen Cabo Shard, ist Broxah. Und er liebt es, tot zu sein. So, das ist halt einfach GG. Das ist wirklich, wirklich grausam effizient, was Fnatic hier zusammengedraftet hat und dass Vitality im zweiten Game nicht auf Karthus reagiert. Sie wollen den Jarvan haben, sie wollen ihn klein kriegen. Wenn das nicht klappt, ist das die Konsequenz. Ein doppelt so viel Farm ausgestatteter Karthus wie der Jarvan. Ich kann da nicht hingucken. Gegen einen, der extrem schnell jungelt verhältnismäßig. TP von hinten rein, da kommt es auch. Die 1%-Chance, die wollen sie nutzen. Cabo Shard versucht es hier tatsächlich mit seiner Ult. Kriegt er die Ult, das ist auf jeden Fall not bad. Er macht an Hylissang ordentlich Schaden, aber beide, die ihn supporten, gehen hier drauf. Nemesis ist da immer noch am Leben. Karthus Ult, zack, knallt hier ebenfalls nochmal die Hälfte der AP von Jisoo geweckt. Dass er überhaupt so lange überlebt hat, ist schon ein Wunder. Hier sehen wir nochmal Mowgli so ein bisschen fighten. Tank Jarvan macht, wie gesagt, 0 Schaden. Wiedergeburt setzt zum 10. Mal bei Vipo ein. Fnatic holt nach 28 Minuten das zweite Game genauso easy wie beim ersten Mal. Und da wirklich Hut ab, plus noch stärker, noch definierter als das vorige Game. Jetzt hast du wirklich noch mehr, obwohl du schwerer hast, ohne diesen Alistair, das heißt ohne diesen zusätzlichen Schutz, zeigen sie gerade Vitality, ja so what, bannt doch was ihr wollt. Ja. Ich muss natürlich sagen, dass Karthus sogar noch weniger Impact hatte als vorher. Du musst diesen zwar immer wieder beachten und es wurde ignoriert erneut von Vitality. Und was das Ganze betrifft, Fnatic, das hier, Kevin hat schon angedeutet, dass wir Richtung 3-1 eventuell gehen. Das 3-0 ruft. Ja. Und zwar übel laut. Also das ist halt, wie gesagt, man hat in der Pikuman-Phase meiner Ansicht nach gut reagiert. Wir haben wieder diese Midgame-Dominanz oder den Plan der Dominanz gesehen. Cabo Shard. Cabo Shard spielt halt allein. Ne? Der hat da oben Farmvorsprung, kriegt auch so ein kleines bisschen Hilfe. Jarvan soll Karthus klein halten. Passiert das nicht. Und mit Cabo Shard und Jisuka hast du sonst immer welche, die sowas von perfekt zusammenspielen mit Mowgli. Die ersten 10 Minuten, wenn überhaupt, klappt. Und das Game ist over. Und zack, zieht Fnatic die Zügel wieder für sich. Haben sie richtig gut gemacht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir geben ab an die Analyse, denn die sind absolut ready. Und ja, hoffen natürlich, dass wir irgendwann ein drittes Game sehen. Have fun. Ja, wir sind absolut ready. Im Gegensatz dazu wirkte Vitality nicht so ready. Der Start war eigentlich gar nicht so schlecht, aber dann war schwer so der Knackpunkt, irgendwie, dass sie es komplett aus der Hand gegeben haben. Woran lag es, dieses Spiel? Mittlerweile kann man es halt nicht mehr auf Teamkomposition setzen, sondern Die hatten wirklich eine solide Teamkomposition, hatten es auch gut eigentlich gespielt im Early Game, auch im Midgame, guter Siege und konnten Turrets holen. Ja, einfach individuelle Plays, einfach das Teamplay. Ich weiß nicht, wie die Kommunikation in diesem Team ist, wie. Manchmal kommst du dir vor, so alle sagen so, Mowgli, du musst da jetzt rein, Mowgli, wir brauchen Engage. Und dann geht halt Mowgli rein und dann ist es halt nicht gut. Und weil es einfach zu sehr geforst ist und so kommt es mir halt manchmal vor. Also sind wir ehrlich, Fnatic spielt einfach das bessere League of Legends. Das hat man an vielen, vielen Stellen gesehen. Mowgli hat sehr hart die Toplane gecampt. Also hat er wirklich 5 Minuten sein Zelt aufgeschlagen, wollte nicht weggehen. Im Endeffekt hat Vipo es lange überlebt und irgendwann kam dann halt auch dieser Punkt, wo halt einfach... Er hat sich wahrscheinlich gedacht, so irgendwann muss der mal weggehen. Ist er aber nicht. Hat einen Vor- und Nachteil gehabt, war okay an der Stelle, dass man halt Cabo Shard ins Game reinbringen möchte. Hat ein gutes Matchup, es wird halt noch besser für ihn. Er hat 30 CS, 40 CS-Lead gehabt oder so zu dem Zeitpunkt. Allerdings verliest du halt sehr, sehr viel Tempo. Und sie haben ja Karthus im frühen Spielverlauf einmal bekommen. Also der Anfang war einfach, der war sehr, sehr schön von Vitality, aber sie konnten nichts draus machen. Karthus farmt sich halt immer zurück. Wenn du halt 5 Minuten dein Zelt auf der Toplane aufstiegst, dann nimmt er deinen Jungle, er nimmt seinen Jungle, er nimmt alles, was er kriegen kann. Und dadurch hat sich halt auch Broxah sehr, sehr, sehr schnell zurückgespielt. Dann kam noch die Sache mit dem Herald, wo ich sagen muss, war ich persönlich nicht von begeistert, dass man den so spät eingesetzt hat, weil es halt, es war so ein bisschen das Base Race um das Turret First Blood, weil die Botlane, hat man schon erkannt, wird langsam aber sicher diesen Turm verlieren. Und er hat ja Topside Herald genommen, anstatt ihn gleich zu placen, hat er gewartet und irgendwann hat man ihn für den mittleren Turm eingesetzt. Auch da nicht so gut, direkt darauf folgen, haben wir halt auf der Botlane eine Aktion, wo man versucht halt, einen Vipo, der schon übel behind war, zu Towerdiven mit 4 Leuten, nutzt sogar noch einen Teleport und kann gar nichts draus machen. Also auch da wieder Vitality komplett Tempo verloren, richtig viel Ressourcen, einfach, ja, die teilen auch durch 4. Und derzeit kann halt die ganze Zeit Kaiser solo farmen. Also das Makro-Gameplay war einfach nicht gut von ihnen. Und da hat halt Fnatic komplett die Schippe vorne gehabt. Ja, auch später die Fights, hast du gerade schon gesagt. Fnatic einfach das bessere Team hier heute. Du hast, glaube ich, auch wieder einen Pepero vorbereitet. Ja, das war eine Situation, wo man ganz kurz einen Lichtblick hatte und Vitality aus irgendeinem unerfindlichen Grund halt wieder an den Drücker gekommen ist. Und dann kommt es zu der Szene. Sie kommen einmal an den Drücker und denken sich, Leute, wir sind vorne. Dann lass da einfach jetzt richtig raufgehen. Lass einfach richtig rein engagen. Ja, und wollen für einen Tower Dive gehen. Das Ganze
kann man theoretisch durchbringen. Problem ist bloß, als erstes, was passiert, eine Braum Ultimate kommt raus. Okay, das Problem ist, die Braum Ultimate geht hier durch, trifft niemanden. Gucken wir uns das mal langsam an. So, und an der Stelle, wenn eine Ultimate fehlt, würde ich mir schon mal überlegen, will ich diesen Tower da einfach durchziehen? Ist eine wichtige Ressource. Nächster Punkt. Da kommt Shizuka nach vorne gesprungen, der auch in dem Game halt sehr viele individuelle Fehler gemacht hat. So Greedy halt mit seinem Ultimate mal nach vorne gesprungen ist, immer wieder von Reckless gepunished wurde. Und auch er nutzt den Pedal Star und trifft halt an der Stelle nichts. Das heißt, zwei Ressourcen fehlen dir noch, der dritte Mann wird hier noch gehookt und trotzdem wollen sie noch hart committen. Es sind halt so viele Ressourcen, die dir schon fehlen, um halt einfach einen Fight einzugehen. Und den kämpfst du wohlgemerkt gegen Türme noch mit dazu. Und da halt noch hart committen zu wollen, finde ich, ist halt, da muss man irgendwann realistisch sein und sagen, Leute, wir haben jetzt gerade verkackt. So, lass den Rückzug antreten. Dann lass noch Schadensbegrenzung betreiben, muss ja keiner sterben. So, wir haben einfach verfehlt, gut, auf Cooldowns warten und fein ist. Aber nein, sie wollen halt trotzdem den Engage haben. Was hier jetzt wichtig ist, also Kabuchat macht das wunderschön, kann hier eine Zone kreieren, kann die Gegner halt erstmal dazu zwingen, nach hinten und zur Seite rauslaufen zu müssen. Problem ist bloß, die Gegner haben halt ein ähnliches Kit. Sie haben nämlich eine Lissandra im Team und die Lissandra kann mit ihrer Kralle, und da hinten seht ihr schon, ist sie platziert, quasi genau das gleiche, wenn sie dort ankommt, da tun. Und der Unterschied ist, beide gewinnen Zeit, beide gewinnen halt wichtige Zeit, wo halt, ja, der Rest sich frei bewegen kann. Der Unterschied aber ist, dass die Zeit für die Türme essentiell ist. Weil die Türme können halt öfter schießen in dem Moment. Und das ist halt wieder ein wichtiger Schadensunterschied. Nicht, dass ihnen Ressourcen fehlen, dass halt viel daneben gesetzt wurde. Nein, auch die Türme bekommen ein paar Free Seconds, wo sie halt einfach noch mit draufhauen können. Und Vitality hat sich aktiv dafür entschieden, für diesen Tower Dive zu gehen. Und das sind halt alles Faktoren, wo du dir denkst, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ne? Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, es kommt, wie es kommen muss. Lissandra bekommt man zwar, aber die hat ihren Job perfekt erfüllt, hat halt sehr, sehr lange gezoned, also dann ist es für die richtige Entscheidung gegangen. Kabuchat wird dafür hinten auch gefällt. Ja, und dann ist es eine Überzahlsituation. Der Turm hat sein Übriges getan. Und selbst den armen Attila bekommt man noch. Diese Reihenzoomerei, die trifft es eigentlich auf den Punkt. Gefällt, wurde der Gute abgeholt. Und Vitality hat an der Stelle wahrscheinlich den stärksten Fehler begangen und haben damit das Game nochmal komplett aus den Händen gegeben. Ja, gut, das war jetzt zu dem Game, ich denke, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Läuft nicht so gut, Vitality vielleicht im nächsten Spiel dann wieder besser. Wir haben nämlich noch ein drittes Spiel. Vorher nochmal eine kleine Reminder, ihr könnt unter dem Hashtag LECGare auf Twitter oder unter Hashtag Lecker natürlich eure Memes, Clips, alles dazu dalassen. Wir gehen nochmal ein kleines Päuschen, dann vielleicht zum letzten Spiel des Abends. Also bleibt dran, bis gleich.
as flames fill the sky. It's just your frame of mind. Strike the match, ignite your life. Spread your wings in the night. Anticipate lonely roads. Expand your frame of mind. Don't ever lose your soul. Cyber harmony, dissonance within your voice. When you smile, you burn down absent walls in your mind. Happiness is all I really need. Einmal Punkte boosten. Jungs, ich hab aufgetankt. Shell Clubsmart Mitglied werden und Punkte für League of Legends Prämien sammeln. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Willkommen zurück aus der Pause, bereit für Game Nummer 3. Ja, Fnatic führt 2-0 gegen ein anscheinend angeschlagenes Vitality, muss man sagen. Wir haben eben schon ein bisschen Offcam quasi drüber geredet, wie es so für die Teams ist, wenn man 2-0 hinten liegt, zum Beispiel wenn man 2-0 führt. Also Fnatic offensichtlich jetzt mit der besseren Ausgangslage. Wie schwierig ist es jetzt für Vitality und was können sie tun, um vielleicht so trotzdem nochmal was mitzunehmen, irgendwie Schwung mit reinzunehmen ins nächste Spiel? Also sie brauchen halt starke Mentality. Also ja. Ich habe schon an den Gesichtern gesehen von Jisuke, von Attila, die waren schon eher so, ne, so eher so in der Stimmung, ich habe keine Lust. Da muss man halt richtig stark sein. Also die Mentality für 0-2, dass man dann Comeback, weil man hat einfach dieses Gefühl, okay, du bist 0-2 hinten, du müsstest jetzt 3 Games gewinnen, um zu gewinnen, und du wurdest gestompt 2-mal. Und dann denkst du ja, okay, das erste Game, wenn man das gewinnt, dann kommt so wieder die Mentality zurück, dann denkst du ja, okay, geil, und das, wenn du ins 2-2 steht, dann ist man halt richtig motiviert, dann nimmt man meistens Momentum mit und gewinnt dann meistens 3-2. Das Game ist halt jetzt das Wichtigste. Sie müssen halt wirklich mental super stark sein. Sie dürfen sich einfach die Mentality. Und wir müssen einfach die Fehler irgendwie ausbügeln. Also die dürfen halt nicht mehr diese individuellen Fehler machen. Ist schwierig. Also es ist einfach insane schwierig, weil kann sein, dass die einfach einen schlechten Tag erwischt haben, dass die Spieler einfach irgendwie gerade nicht super konzentriert sind. Vielleicht hat einer irgendwie nicht gut geschlafen oder weiß ich. Das macht halt wirklich einen riesen Impact. Und ja, also wenn das wirklich die Fehler weiterhin passieren, ich denke, da wird Fnatic das Ganze easy holen. Ja, auf der anderen Seite, Fnatic habe ich gerade schon angeschnitten, wahrscheinlich jetzt super motiviert, aber kann sich da vielleicht auch dann was einschleichen, wenn sie zum Beispiel jetzt zu sicher sind, denke ja, ich, 2-0 easy. Kann natürlich immer passieren, dass du dann halt ein bisschen zu cocky wirst. Der letzte Draft war für Vitality auch ein bisschen gut und sie gewinnen ja eigentlich sogar mehr dadurch, dass der Gegner Fehler macht, als dass sie sich selbst halt super stark nach vorne spielen, aber Fnatic spielt halt trotzdem solid. Also sie lassen halt selber keine Fehler zu, zumindest nicht viele, wo der Gegner irgendwo ansetzen könnte, und da werden sie halt wahrscheinlich auch bei bleiben. Wenn du halt 2-0 vorne bist, so, wir reden die ganze Zeit, Mentality. Auf der einen Seite brauchst du halt mental starkes Team, auf der anderen Seite hast du halt einfach diesen mentalen Boost gerade und weißt, hey Leute, Split hat scheiße gestartet, wir haben uns immer weiter verbessert, jetzt stehen wir in diesen Playoffs und liegen schon 2-0 vorne, und wenn die sich halt bis zum Finale noch durchstompen, naja, dann weißt du aber, wie gehypt die Jungs da ankommen. Ja, vielleicht nochmal, ihr habt jetzt schon eben nach dem Game gesagt, eigentlich, was willst du spielerisch noch ändern oder Pick- und Bann-technisch ändern, weil sie sind gerade das schlechtere Team, trotzdem vielleicht irgendwie einen Knackpunkt, wo ihr seht, okay, das muss nochmal verbessert werden? Ja, Vitality's Stärke ist doch der Backdoor, 5-mal Teleport und dann einfach ab zum Enemy Nexus, nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, es ist halt Vitality Spielstil. Sie wollen halt diese starken Solo-Lanes haben, die sie irgendwie ausreizen können. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich nicht sehen, dass sie es ändern, weil das ist das, was sie trainieren. Das ist das, was sie in Scrims halt auch versuchen durchzubringen. Das kannst du nicht auf schnelle abstellen. Für den Coach ist es aber auch super schwierig, finde ich, an der Stelle halt irgendwo anzusetzen, damit zu arbeiten. Weil wenn halt, und das liegt ja nicht an diesem Split-Push-Szenario, sondern es liegt wirklich daran, dass halt auf einzelnen Positionen einfach mechanische oder in dem Moment halt einfach Decision-Making-technische Fehler passieren. Und da kannst du auch als Coach, du kannst halt 5000 Games spielen, kannst dem Spieler alles beibringen, aber wenn du in so einem Best of Five jetzt bist, so, du kannst dir jetzt nicht sagen, spiel besser. Also ich glaube, jetzt ist es halt wirklich, ja, das ist, ich habe ja auch mit den Coaches, als wir das Premier Tour hatten, habe ich halt so ein bisschen geschnackt und so weiter, das ist halt auch eine ganz große Herausforderung. So, Coach ist ja im Prinzip für alles da, der ist ja nicht nur dafür da, Analyse zu machen, er hat natürlich auch ein Staff, der ihm dabei hilft und so weiter, ne, die Drafts zu machen, sondern der ist halt auch wirklich Mädchen für alles, so, der muss die Spieler verstehen, der muss sich halt in die Spieler reinversetzen können, um die zu motivieren. Und versuch mal, jetzt so ein Team noch wirklich bei Laune zu halten, denen zu sagen, hey Leute, wir können das irgendwie schaffen, weil da musst du jetzt wirklich verdammt gute Arbeit leisten. Ja, aber wenn ich ja mal zu kennen wäre dann, ich meine, der Coach von Vitality, die hat ja schon gute Arbeit geleistet.
Letztendlich, es steht 2-0. Fnatic kann man jetzt vielleicht sogar schon als Teilnehmer der nächsten Runde sehen. Vielleicht ein kleiner Ausblick. So, ist es für Fnatic jetzt gut, dass sie vielleicht 3-0 hier durchgehen? Vielleicht 3-1 im Endeffekt? Nee, wer gewinnt so. Gerne 3-0? Ja, die Sache ist aber vielleicht, wenn man dann zu confident auch wieder ins nächste Spiel geht, dann eben gegen Splice oder, wenn mich nicht alles täuscht, SK müsste es dann sein, vielleicht dahingehend ein kleiner Knackpunkt. Will man vielleicht sogar mehr Spiele haben, um einfach mehr gefordert zu werden? Ja, also ich denke, 3-0 Stomp ist schon sehr, also das ist dann wirklich so ein Beweis. Ja gut, unsere Training hat funktioniert, die Split am Ende lief super, wir werden besser und das läuft. Ich denke, sie müssen auch so nichts ändern. Ich meine, sie spielen einfach, ich weiß nicht gerade, ob sie ihr Ding gerade spielen, also wirklich, ob sie ihren Plan verfolgen oder einfach, ob sie den Plan von Vitality einfach countern. Also sie sehen, okay, die spielen so, wir machen das Bestmögliche und spielen das so und Vitality macht halt die Fehler, sie nicht, und deswegen kommen sie einfach nach vorne und können das einfach gut exekuten gerade. Ich würde mir halt von Vitality wünschen, wenn sie halt wirklich diesen Splitpush-Stil spielen wollen, dass sie halt wirklich einen Hardcore-Splitpusher picken. Also wirklich dann Fiora, Jax, Irelia vielleicht sogar in gewisser Weise, ist noch ein bisschen besser in Teamfights als die anderen beiden. Und dann können sie diesen Camp machen, zum Beispiel gegen Aatrox. Das wäre die beste Möglichkeit, eigentlich eine Fiora zu picken. Zerstört halt einen Aatrox in 0, ja, nix Sekunden, auch später, unter den Türmen. Und dann kannst du das machen. Aber sie gehen halt immer noch für diese, ja, die Meta ist gerade eher so Mitte orientiert, eher Teamfights, und wir müssen eher gegroupt die ganze Zeit sein, weil wenn wir einen Fehler machen, sind wir tot, und das ist halt diese Sache. Das macht es halt gerade schwierig, glaube ich, für so ein Split-Push-orientiertes Team, diesen auch durchzubekommen. Ja, gehe ich vollkommen mit, und du musst dir auch vor Augen halten, dass quasi Fnatic ja im letzten Draft, und das muss ich auch an der Stelle ein bisschen kritisieren, die haben ja die Solo-Lanes blind gepickt in der ersten Rotation. Also die haben eigentlich sehr viel Freiraum dafür gelassen, gegen so einen Draft vorgehen zu können. Solo-Lanes in aktuellen Meta sind halt GG, die sind halt so wichtig. Deshalb natürlich auch mal dieser Last-Pick, den Vitality sich sichern möchte, um halt eben diese stärkeren Solo-Lanes zu bekommen. Aber das so gefühlt ist Fnatic dieser Last-Pick einfach egal, wenn ich in der ersten Rotation sage, hey Leute, versucht doch irgendwas zu counter. So, wir zeigen euch schon einfach in unseren ersten Picks, was wir spielen wollen, ohne dass wir halt irgendwelche Flexibilität mit da drin haben. Aber es funktioniert eben auch. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht, man spricht ja oft davon, dass Teams so noch ein kleines Überraschungspaket in der Hinterhand haben, vielleicht irgendwie so eine Pick und Bun, die mit der keiner rechnet, vielleicht alles über den Haufen werfen, vielleicht sowas Verrücktes, jetzt gut für Vitality, du hast schon angesprochen, dieser Backdoor und alles, dieses Chaos lag ihnen ja auch bei den Worlds, vielleicht jetzt genau die richtige Methode? Oh, schöner Timo. Timo. Die Geheimwaffe. Noch hat sie keiner entdeckt, Competitive. Ach, Timo, der Call wurde ja auch geändert tatsächlich, aber ich denke, wir gehen einfach in die Pick- und Bann-Phase rein und schauen, ob das Ganze noch gepickt wird, denn ich denke eher nicht, aber vielleicht haben wir so ein, zwei Überraschungen, wir haben vorhin schon ein bisschen was angesprochen. Dann wird es auch nochmal schön eingeblendet, Fnatic führt 2-0 und es ist der Matchball. Auf geht's, letzte Pick und Bann. Vielleicht letzte Pick und vielleicht. Also das war jetzt schon. Ja, ne? Also ich muss auch sagen, ich sehe da die Karten vielleicht eher bei Fnatic, aber sie haben diesmal Seiten getauscht, ne? Ja. Über Fnatic Red Side und Vitality Blue Side, vielleicht so ein bisschen der Anreiz. Was man jetzt probieren könnte in so einer Situation, ist das ganze Game umzudrehen. Was sie nämlich vorhin gemacht haben, ist Karthus offen zu lassen. Jetzt könnten sie quasi sagen, okay, Karthus raus, Vayne raus. Lass einfach Fnatic was komplett Neues spielen, vielleicht kommen wir dagegen besser klar. Und das wird, glaube ich, auch hier so ein bisschen das Ziel sein, was sie verfolgen. Ja, Alexander raus. Sie zwingen jetzt Fnatic auf eine komplett andere Kombo. Und ich denke, das ist was, was man, wenn man zweimal so stark versagt hat gegen so eine Team-Kombo, vielleicht sogar funktioniert. Also, was halt wirklich richtig ist. Ja. Die Sache ist halt, du bannst halt jetzt, nachdem quasi diese zwei Games vorbei sind, aber in einem anderen Szenario. Du bist jetzt Blue Side. Das heißt, das Game verändert sich einfach komplett. Die Champ Select verändert sich für Fnatic, weil sie jetzt einfach ganz andere, wahrscheinlich Reihenfolge der Picks sowieso hätten. Von daher jetzt die Bans vielleicht sogar gewastet sind, weil sie einfach das eigentlich nicht mal gespielt hätten. Weil sie einfach Red Side sind. Oh. Akali. Super stark. Aktuell. Ja, Champ. Vor allem wurde sie ja erst genervt, dann hat sie ja halt diese ganzen Hotfixes plus Buff Damage bekommen. Ja. Und mittlerweile ist sie halt wieder ganz gut mit dabei. Jace auch nicht zu beachten. Ja, er hat wenigstens noch dieses Flex-Pick-Potenzial. Ja, theoretisch sogar auf multiplen Positionen. Wir haben den ganz competitive schon auf Top-Jungle, Mitte und sogar Botlane verteilt gesehen. Also potenziell. Hat Attila den nicht mal sogar schon gespielt als AD Carry? Ich glaube sogar Attila kann es gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich wollte es jetzt hier nicht festlegen. Aber auf jeden Fall viele AD Carries haben sich vor dem Split noch darauf vorbereitet, dass das ein Pick wäre. Braum wieder, diesmal für Fnatic. Jetzt kommt Jarve. Bitte kein Lucian. Jetzt kommt Jarve. Jetzt zeigen sie, wie es richtig geht. Das wäre Biem. Das wäre die Ansage. Schauen, was Broxer da noch. Gegen Jarvan wäre halt gar nicht schlecht. Aber wäre halt wirklich nicht. Gegen Jace funktioniert er halt auch noch. Ne? Als einer der wenigen Melees, muss man wirklich sagen, weil er halt diese Range-Poker hat. Du kannst halt auf den E-Max setzen, kannst halt Arie noch mitnehmen. Das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Rek'Sai. Das ist halt. Also, es ist wirklich Wahnsinn, dass Fnatic in dieser Flex-Meter 0 auf Flex geht. Also, sie spielen halt einfach ein anderes Meta-Game als andere Teams.
bisher zahlt sich das aber zumindest heute für sie aus. Also muss man sagen, Jinx haben wir vorhin schon angeschnitten, wird sogar gepickt für Attila. Aber wenn die ins Rollen kommt, dann könnte es gefährlich werden für Fnatic, aber es muss doch eben erstmal schaffen. Denn Jinx anfällig, wie wir alle wissen, gerade gegen so einen Braum, gegen den Rek'Sai. Aber das finde ich cool. Also die Konstellation aus Thresh und Jinx ist halt ziemlich gut darin, aggressiv pushen zu können, weil die halt Thresh immer eine gute Sicherheit bietet. Wir haben das ja auch bei Jan und Klai gesehen. Die haben das, finde ich, sehr, sehr gut präsentiert, wie es funktionieren kann, wenn du dich halt in der Synergie als Support und AD Carry gut verstehst. Ja, letzter Pick jetzt noch. Ja, der Reckless Pick. Hard Late Game AD Carry gegen Hard Late Game AD Carry. Vor allem ein guter Wave Clear gegen so eine Poe-Comp, High-Range-Comp, ist halt Wave Clear halt ziemlich gut. No. Das ist ja witzigerweise wirklich so, dass Jinx ja auch noch eine Art Poke-Auftrag erfüllt. Ja. Durch die Reichweite über den Q, fürs den W. Ja. Rapid Fire Pork wird dazu. Das Ganze mit Jace verbunden. Das, was er jetzt mit Vitality noch braucht, ist halt Heavy AP. Also da müssen sie jetzt nochmal ordentlich eine Schippe oben rauflegen. Rice wäre da wieder eine Option, wenn man ihn offen lässt. Vielleicht wäre ich Zoe, wenn man sowieso schon beim Poke dabei ist, dann wäre das dann schwer viel zu viel. Zoe ist, glaube ich, in dem Szenario einfach nicht so gut, weil du gegen Rek'Sai sehr anfällig bist und weil du auch gegen CV Spell Shield Schwierigkeiten hast zu arbeiten. Braum auch. Ja. Braum kommt auch noch mit dazu, genau. Das ist Zoe hier nicht unbedingt der Prioritätspick. Erstmal die Bans raus, wir sehen sogar den LeBlanc-Ban, weil man eben weiß, okay, da braucht man ein bisschen was. LeBlanc ist für Jisuke nicht mehr verfügbar. Echo haben wir vorhin schon angesprochen, wäre vielleicht noch ein Pick für ihn. Dann könnte er auch einzelne Ziele gut rausnehmen. Der letzte Bann jetzt von Vitality, aber erstmal. Yorick vorher schon rausgenommen gegen Vipo. Schauen, wie man sich entscheidet. Interessant, ob sie jetzt irgendwie noch einen Midlaner rausnehmen. Möglichkeiten sind da. Und Akali tatsächlich. Hast du eben schon gesagt, super stark momentan. Vielleicht deshalb auch ein bisschen Respekt davor, dass eben Nemesis zum Beispiel unterwegs ist. Und die zwei Carries, DJs und Jinx, da kann halt Akali richtig Freedom haben und richtig reinschlitzen. Witzig, dass sie ja vorher selber so ein bisschen gebaitet haben mit dem Hover von Akali. Und jetzt aber sagen, okay, wir banden sie doch lieber raus. Kann man so machen. Hat für den Tick ja vielleicht auch dumme Ideen gebracht. Ja. Das haben sie doch ganz schnell erkannt. Oh, ja. I like it. Vorhin noch angesprochen, ist auf dem neuen 6er-Patch ziemlich stark unterwegs. Ja, wahrscheinlich jetzt hier der Pick für Vipo auf der Top-Lane. Was macht sie momentan so stark? Ich weiß nicht, wie weit du es schon ausprobiert hast. Also, Kale, ich habe nur mit Trinity und Crit gespielt. Okay, also komplett Crit, ne? Immer. Das ist nämlich die Variante, die sich aktuell halt richtig hart durchsetzt. Ich hab zweimal dieses Game mit dem AP-Attack-Speed gebaut, mit Nashor's Zahn und sowas. Fand ich nicht gut, ey. Im Vergleich zu Trinity und Crit ist halt für mich persönlich einfach mein Weil, weil du hast einfach den Damage direkt. Ja, und du kriegst halt noch die Passive auch nochmal ordentlich was an AD oben rauf. Also das summiert sich wirklich. Aber es ist Full AD jetzt. Das hat man jetzt. Du hast keine richtige Frontline. Full, ja, also du hast den Gragas mit dabei, das sollte man nicht unterschätzen, gerade wenn er Richtung Double Pen bildet. Nee, ich meine auf Seiten von Fnatic. Achso, ja, ja. Wenn okay. Da wirklich auf AD Crit hier geht Kayle. Ich muss sagen, also Midlane Kayle zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Von Midlane Kayle selber bin ich halt nicht so der Fan. Weil du halt, du bist eine Gurke, ne? Bringst nicht so viel Wave Pressure mit und bist halt vor Level 6, hast du halt keine Möglichkeit, deinen Jungler überhaupt zu unterstützen. Was Gragas hier ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Und die Synergie aus Gragas, Yasuo ist auch ziemlich stark. Und da, wo man viel AD hat bei Fnatic, hat man auch sehr, sehr viel AD bei Vitality gebickt. Der Unterschied ist, dass Vitality halt niemanden hat, der so richtig Rüstung bauen kann. Also Gragas kann so ein bisschen was mit reinbauen, aber auch er muss halt einfach ein bisschen Richtung AP bauen. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach einen Zion, der halt Full Armor, Full Health stacken kann und damit halt eine unüberwindbare Hürde darstellt. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Ja, also nochmal drastische Änderung tatsächlich am Draft. Beide Seiten jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt aufteilen wird. Ja, die Coaches geben sich vielleicht zum letzten Mal die Hand für den Abend. Oder ja, wir sehen vielleicht sogar noch ein 4. und 5. Spielpotenzial. Kleiner Reminder, bevor wir ins Game gehen, natürlich nochmal unter Ausrufezeichen Rewards. Könnt ihr das Ganze natürlich auf lolesports.com beobachten. Kriegt Ingame Stuff für euch dazu. Und deshalb nutzt das Ganze jetzt aus. Ich gebe aber an die Caster mit dem 3. Spiel des Abends. Viel Spaß. Matchball Fnatic, meine Damen und Herren. 2-0 stehen sie. Jetzt nochmal eine gesunde Mischung. Der Swap der Seiten hat sehr, sehr viel gebracht. Kevin hat das hervorgehoben, dass die Buns eventuell wasted waren, weil etwas anderes geplant ist. Und das ist alles anders. Ja, man hat, ich glaube, die Kaiser ist quasi das Gleiche. Der Rest und Braum. Ja, Braum müssen wir nicht drüber reden. Aber es wird interessant. Wir haben die Kayle dabei. Da freue ich mich absolut drauf. Und Fnatic hat so gesagt, Leute, wir wollen auch mit dem Tank spielen. Und das ist ein Traum. Du hast mit den Zayen halt den absurdesten Tank, den du halt wirklich haben kannst, weil der skaliert peu à peu weiter, je später das Spiel wird, freut er sich natürlich. Und gleiches trifft einfach auf die aktuelle Kayle zu. Ja, Richtung Level 11 merkst du, oh, wir haben einen ganz anderen Champ mit auf der Map. Und spätestens, das wissen wir alle, wer eine Kayle irgendwie kennt, ist auf Level 16, ist halt wirklich over. Verhältnismäßig, denn muss man mal schauen, was könnte Vitalitys Plan in dieser Runde sein. Ja, du hast natürlich den Karthus weggenockt, weil du weißt, wir wollen einfach die Champions, die wir sehen,
die wollen wir auch fighten und nicht, dass irgendwo einer nur ein R drückt und dann war es das auch. Das ist die blödeste Gefahr, die sie zum einen mit hatten. Problem ist aber auch jetzt hier, das schreit einfach nur nach Krieg. Gragas muss reingehen, der Bauchrammer, das Fass, alles muss mit dabei sein. Jisuke sofort direkt mitcommitten und du hast natürlich auch die Chance, Yasuo, selbst wenn der behind ist. Yasuo ist nie behind. Ja, das geht halt einfach nicht. Kann man mal wirklich übertrieben so sagen. Schön. Das war wichtig. Gratis Gold oben drauf, vor allem liest du jetzt nicht, wo der Jungler mit dann geht. Richtig, also die Vision zu denyen, um quasi weniger Informationen zur Verfügung zu haben, ist eine sehr unangenehme Sache, weshalb hier natürlich auch ein bisschen Poker gespielt wird. Jungle-Routen werden entsprechend angepasst. Wir dürfen natürlich die beiden Champions beobachten. Es wird aber, wie gesagt, eine schöne Partie. Du hast schon hervorgehoben, dass natürlich das Kombinationspotenzial für Yasuo ziemlich nice ist. Es fehlt am Tank. Das ist so ein bisschen die schwierige Sache. Ey, das ist meine Einblendung. KF prügelt einfach mal die gute Morgana, beziehungsweise zeigt natürlich ihr Potenzial, wenn sie Level-Ups bekommt. Und hier muss man sagen, dass man ja auch Klepto spielt. Das heißt, Kayle kann gegen Melees wirklich ein sehr, sehr guter Nervfaktor sein, weil alle ihre Spells auf dem 6-5er, auf den neuen 6er, Entschuldigung, etwas smoother sind. Es gibt keine richtigen Autotech-Blockierungen mehr. Sie hat ja so ganz komisch ausgeholt und so weiter. Also, es ist schon katastrophal. Das war auch ziemlich mutig gerade von Jisuke, aber nur einen Turret-Shot abbekommen. Ja, das ist ja okay, er hat da seine Person mit dabei. Also, er muss jetzt auch für den Push gehen, weil jetzt ist die einzige Chance für ihn. Weil sobald er halt wirklich doch Range gegen sich hat, wird halt der Knackpunkt. Dann dreht Kayle einfach den ganzen Spieß um und der Farm geht in ihren Händen. Also jetzt ist es ist noch fein, kann man wirklich sagen, dass Kayle behind ist. Das ist ihr Kit einfach aktuell, so wie sie jetzt ist. Ja, das ist kein Problem. Zumal sie jeden kleinen Gage von ihm halt hart punisht. Ne? Sie ist in der Lage, ihren Klepto zu procken, was eventuell auch Sustain gibt. Bisher ist er ein bisschen unlucky, wie man sieht es. Na, dieser Ranged Auto Attack, diese E-Variante, die kann er einfach mal rauskloppen und damit Klepto ziemlich leicht procken. Zack, schon wieder. Na, es ist halt nervig und jetzt kommen Broxer. Er hat hier die Level 3 Route über die Raptoren gewählt, nicht über die Krabbe. Na, was auch fein ist, weil die kann er jetzt fallen. Er sieht Mowgli, er hat noch Smite zur Verfügung. Er könnte jetzt für den Face-Check gehen oder er zieht sich ganz zurück. Also der Respekt vor einem Gragas ist halt schon lächerlich hoch. Aber ihr seht es, wenn man Botlane-Prio hat, dann lasst es ganz einfach. Schön gemacht von Vitality, dass sie genau wissen, wir können uns das leisten, weil unsere Jinx einfach geistesgestört ist. Die pusht halt wie eine Irre, was Mowgli natürlich die Krabbe quasi schenkt. Rotation für Broxah heißt es, auf die andere Seite zu gehen. Safe ist aber die andere Krabbe nicht, weil Jisuke jetzt eventuell wieder Midlane-Prio hat. Und es sieht ja wenigstens noch, also er weiß jetzt ganz genau, Mowgli. Ja, das ist der einzige Vorteil, den ein Rexer hat, aber auch hier, wie willst du das machen? Du musst Nemesis mitnehmen. Oder du gankst. Einfach ausnutzen. Gragas ist zwar in der Nähe, aber hat seine Spells raus und du gießt hier Double für den Flash. Gehen da alle hinterher, schön, und aber alle fliegen in die Luft. Das ist First Blood. Für Broxah so schlau gemacht. Er weiß, er kann nicht um die Krabbe fighten und wir nehmen einfach den Midlaner auseinander. Er wurde gesehen, Jisuke hat sehr, sehr spät drauf erst reagiert, aber du hast halt als Yasuo kein Escape Spell. Du kannst mit Minions arbeiten, die waren aber nicht da. Ich würde mal sagen, ein solider Trade. Beide Krabben verloren, kriegst First Blood. Krabben. Ja, gibt's einen Cocktail später. Das vor allem gerade der Kayle die Lane gegeben. Das ist viel wertvoller. Auch auf der Botlane, dass du so hart mit reinpusht, ist verhältnismäßig gut, weil die Jinx muss zurückhalten. Sie wird der stärkere Hypercarry, was es ist. Ihre Raketen sind einfach abnormal mit jedem Crit, der nachher reinfliegt. Deswegen jetzt auch der Vorteil ist von Fnatic, du kannst auch möglicherweise für den Split gehen. Du kannst natürlich sie wieder abstellen mit ihrer Ult plus Schild. Die rennen einfach weg. Sion, das gleiche mit seiner Ult. Du kannst noch selbst für die Flank-Funktion, also auch schon weitergedacht, ist natürlich super. Halt sie jetzt einfach unten zurück. Auch die möglicherweise die Plates willst du mit dem Push einfach, dass du das Ganze mitnimmst. Und auch das Wichtige ist halt der Drake, der Mountain Drake. Natürlich, beide Teams freuen sich oben drauf, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Jinx sagt sich doch, ja GG, das nehmen wir mit und Yasuo auch. Also die Konstellation ist vielleicht noch einen Ticken stärker in diesem Moment. Wobei auch jetzt perfekt, du hast gesagt, du hast zwar die Krabben gegeben, es ist so what, Rexha mit dem Kill, das heißt, holst du natürlich auch diesen Farm wieder raus. Du hast das Gold mitgenommen, die 400 Gold nimmst du mit. Dementsprechend bist du auch schon trotzdem noch voraus und er kann wieder in seinen Jungle gehen, weil vor Mowgli muss er noch keine Gefahr per se haben. Ja, also eine Grundgefahr wird, denke ich, bleiben, gerade wenn er weiter die Botlane aufsucht. Man muss ja dazu sagen, der Beschwörer-Zauber-Einsatz war insane. Und also eine Sivir, klar, hat den Shear, das gegen Gragas eigentlich grundsätzlich gut geschützt, aber gegen Thresh ist schwierig. Er kann einfach auf sie drauflaufen, ne? Und dann erst mit dem Flay arbeiten und den Schutzschild mehr oder weniger abwarten. Du musst schon auf die Verlangsamung reagieren, weil die Jinx-Traps und der ganze Shit kommt ja ebenfalls noch geflogen. Nemesis hat noch sein Flash zur Verfügung. Der Midlane-Prio ist jetzt deutlich härter. Also der Plan von
Vitality als auch Fnatic hat sich geändert. Normalerweise hat man hier die oben unterstützt. Aber man sagt, Sion kann man gar nicht klein halten, so wirklich. Man sieht das ja voll pusht halt. Ist ja widerwärtig, ne? Das als Tank. Das heißt, der Fokus ist in der Midlane. Und ich glaube, Level 6 hat Nemesis keine schlechte Antwort gegen diese Combo, die Kragas und Yasuo zur Verfügung haben. Also, der Hook da unten, das ist eine Katastrophe. Cabo Shard mit Problemen. Bam! Das war's. Nächster Kill. Wie bitter, dass er da immer noch mit drin ist. Fnatic, jetzt mittlerweile so hungrig. Holy shit. Du spielst ihn noch in die Karten. Was willst du denn da oben machen? Rek'Sai, der mit dem Knockup dabei bringt, der noch nicht mal Level 6 hat. Das heißt, der hätte hinterher smiten können, der hat noch so lange mit dabei und einfach diesen Tank voran. Du bringst die Mitte jetzt heraus. Erkail ist Level 6. Das heißt, da beginnt jetzt gleich das Fest. Du hast deinen Spaß auf der Toplane mit Sion, der gegen einen der stärksten Toplaner, der absurd ist, gefühlt, sobald du ihn spielen kannst, wird auch ausgepackt auf der Toplane. Ja. Er hat einfach übelste Split-Möglichkeiten. Er kann daher für den Poke in den Fight sorgen und du darfst ihn auch abstellen für einen ADC. Er hat genügend mit Draktar nachher, genügend Items, dass er wirklich sofort jemanden niederbursten kann. Und dann sagt sich ein Sion, jo. Ist mir egal, ich bin Sion. Ich hab Boots, mach ein Schild, mach doch, was du willst. Und völlig freie Fahrt. Und das ist einfach nur abusen, auch in der Mitte. Dadurch, dass Yasuo immer noch kein Flash hat. Sei einfach weiter ab, mach das Gleiche nochmal. Ja, also die Option steht. Wenn du Rek'Sai ein bisschen füttern willst, ist es kein Problem. Mit den Fokus aber wichtig. Predator aktiviert. Oh, schöne Sidesteps von Nemesis. Ist so wichtig, hier nicht vom Knockup getroffen zu werden. Weil hier muss man dazu sagen, wenn der Knockup trifft, wirft Kragas definitiv das Fass. Und du wirst quasi Dauer-CC'd. Also du hättest dich dann quasi gar nicht bewegt. War absolut richtig. Botlane dived, Mann. Oh, der überlebt das sogar noch. Knapp, aber trotzdem stark. Vitality bricht einfach auf den Solo-Lanes zusammen. Oh mein Gott, oben eine Katastrophe, unten auch ein Kill ohne Jungler geholt. Riesen Farmvorsprung. Fnatic, die holen sich das 3-0. Wir sind auf über 2000 Gold in der 7. Minute. Oh, schöner Hook. Das ist mal eine schöne Alternative. Kommt die Ult? Ja, da ist sie. Läuft raus, hat noch Flash. Oh, das Fass. Da sind die beinahe trotzdem zurückgeworfen, aber die Antwort ist gegeben. Na, er kann mit dem Flash gegenarbeiten. Und übersteht das. Man muss ja noch ein bisschen schauen, weil wir werden nachher noch über die Items auf jeden Fall reden. Jetzt erstmal das Replay hier unten. Und auf Bot, den du. Was machst du da eins und allein? Es ist halt ein Braum. Hey, ein Auto-Attack, selbst die Q, egal wie du es machst. Es ist einfach nur stumpf. Du darfst zu diesem Zeitpunkt nicht mehr stehen, dein Support ist weg. Das ist keine Solo-Q. Gefühlt, was wir sehen, so manche Momente, ne, diese Ara-Momente, das darfst du nicht. Die Spieler sind auf einem Niveau. Die nutzen das doch pur aus. Und ja, das sagst du schon, die Item-technisch ist es natürlich auch. Ja, du siehst das gleiche Abbild wie vorhin. Der Farm geht schon wieder auf Seiten Fnatic peu à peu voraus. Im Jungle, gut, ist es noch ein bisschen behind. Gut, Kragas hat halt auch einen Speed. Ja. Da musst du einfach mal mithalten. Das ist fein, das ist in Ordnung. Man muss auch dazu sagen, dass Boxer-Gank-Frequenz etwas höher ist. Also du verlierst dann in Anführungszeichen Zeit und investierst sie dann natürlich dann entsprechend in Kills. Also das funktioniert. Bezogen auf die Kale haben wir diesen Fairy Charm noch drin. Ne? Das hat Mana-Regenerationsgründe, das ist etwas relativ Normales. Sehen wir auch auf Lucians und so weiter. Also wir sehen jetzt auch bei der Jinx zum Beispiel. Das ist nichts Besonderes. Wir haben hier aber nicht die Trinity Force Crit-Variante, sondern die On-Hit-Version. Die ist auch nicht schlecht. Also das Wichtige oder das Schöne bei Kale ist, dass du eine gewisse Grundflexibilität mitbringst. Und aus der Analyse kam ja vor uns schon der Satz, das ist ganz schön AD-lastig, was wir hier gerade zusammenbauen. Blade von King ist natürlich auch AD, ne? Klar. Ja. Aber es ist ein Vorbote dafür, dass du mehr Magic Damage später haben wirst, wenn du Rageblade und Blade of Druid King miteinander verbindest. Und ich denke, das wird passieren. Also die Crit-Variante ist nice, ich finde sie sogar besser. Aber hier für das Team ist magischer Schaden gerade mehr nützlich. Oder nützlicher. Das ist nur bei Seitwahl. Wie willst du dagegen antworten? Du hast auf Seiten von Mowgli auch nur AP. Das bisschen Jackwall kann man mal wirklich ganz an die Seite stellen. Da trifft das gleich, aber auch aufeinandertreffen. Und jetzt hier die Jungle einfach so peu à peu. Aber ja, auch da gar keine Angst. Also sie dürft noch mitgehen. Hätte Bibo noch Mana, dürfte wirklich gleich panisch mit reingehen. Ist ein bisschen unlucky, aber du hast es halt auch mit Jace schon vorausgearbeitet. Du pushst die Lane. Jace ist jetzt endlich am Niveau, dass er gegenhalten kann. Dass Bivo einfach immer wieder das Mana ausgeht, wieder auf die Lane, Mana. Es ist ein Dominospiel. Er kann immer wieder anschlagen, bis sie alle umgefallen sind und das Gleiche nochmal. Also deswegen kriegt auch die Blades. Ist ja Sion überlegen noch in dem Moment, aber das ist ihm egal. Es ist halt immer noch freaking Sion, der trotzdem seine Minions mitnimmt. Der skaliert sowieso genügend mit seinem Spellbook, darf er nachher auch noch machen, was er will. Das heißt, TP ist in den Fights mit drin und gerade auch TP von Erkel, die gleichzeitig so useful wird nachher.
Und hier ist sogar der Teleport-Ersatz. Also einige haben schon gewundert, warum so viel Spellbook dabei ist. Einige Champions können das halt sehr, sehr gut verkraften. Nemesis, diesmal kein Flash, kriegt die Combo voll ab. Die Frage ist, kann Broxah das rumdrehen? Ultimate sitzt. Nemesis konnte damit keinen beschädigen. Und Broxah will unbedingt fighten. Er hat die Ultimate und jetzt lecker Jisuke. Kein Problem, nutzt nochmal den nächsten. Denn man sieht, wie squishy einfach dieser Kragas ist. Er flasht nicht mal davon. Respektiert nicht den Knocker. Botlane wird gedived. Einfach, weil es funktioniert. Julius sagt, oh, das Stundenglas. Es ist das Trollglas. Keine Aggro auf Reckless hier an der Stelle. Der verschont hier quasi. Er hätte flashen können für Attila. Wäre aber ein 1-zu-1-Tausch, denn Captain Broxah ist zur Stelle. Smite ist raus. Ein Auto-Tick. Okay. Du hast anscheinend schon dein Damage am Start. Oh mein Gott. Vitality wird im letzten Spiel gecrushed. Ich mag manchmal wirklich gar nicht mehr zu sagen, was hätten sie anders machen müssen. Einfach nicht nochmal aufs Feld gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das klingt halt so mies, aber du siehst wirklich, Kevin hat es so angedeutet, du musst die ganze Moral mit einspielen. Es ist halt vielleicht einfach nicht ihr Tag, so what, also das ist schon nicht ihre Leistung wie sonst. Irgendwas ist einfach mit dem Team und jetzt, und du wirst unter dem Tower gedived, die haben keinen Respekt mehr. Zum zweiten Mal. Die haben keinen Respekt mehr. Das war's. Die trauen sich doch nicht mehr, hey, wir selbst zu zweit unter dem Tower. Es ist keine Konstellation. Wirklich, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Es ist, ja, perfekt, das Fass wäre vielleicht noch ein bisschen optimal gewesen, wenn du erst den Bauchhammer noch mit reinbringst. Okay, lief alles trotzdem gut, aber du ignorierst wie einfach wieder, dass Rek'Sai so strong ist. Dieser eine Level ist halt nicht gegeben, dieser Unterschied, das ist so egal. Es sind zwei vor allen Dingen. Es ist der Midlaner, hat ein Level mehr. Jungler ebenfalls hier unten, das ist eine einzige Katastrophe. Das hätte Juli sagen, das ist so gut timen mit dem Stundenglas. Aber man muss ja dazu sagen, nicht nur, dass die Ultimate verhindert, er verliert die Aggro. Also, er verliert die Aggro so, dass Rek'Sai sie nicht bekommt, weil er keinen Schaden auf Attila gemacht hat. Dieser Snack, den können wir uns ebenfalls noch ganz gemütlich reinziehen. Entscheidend hier an der Stelle ist, dass natürlich ein Gragas limitiert ist. Man hat gemerkt, dass er gankt, dass er die Combo rausbekommt. Man kriegt die halbe HP weg und dann ist dein Schaden erstmal gone. Stattdessen, oh, man flasht, man will den Tank! Ja, den will man totkriegen. Ihr seht den Aufwand. Stundenglas holt nochmal ein paar Sekunden raus. Noch das Fass hinterher. Noch eine Ultimate quasi forciert. Na, kann hier immer noch in Ruhe farmen. Hier wird man vielleicht ein, zwei Platten bekommen. Das ist aber nicht überragend. Stattdessen gibt es unten Turret First Blood. Das ist für Fnatic ein absolut feiner Trade. Drei Leute hochzuschicken. Übelstes Investment. Aber auch schon wieder, warum? Natürlich sehen sie ja die Chance, hey, das ist nur diesen, wir müssen irgendwas machen. Das ist nur dieses Reagieren. Sie agieren einfach schon wieder nicht. Sie reagieren auf, hey, was macht Fnatic? Okay, wir sehen vielleicht auch unsere Chance. Ist es das aber wert, dass du die Botlane hergibst? Der Drake ist jetzt nahezu immer for free. Wenn du dann noch die Vision mit aufbaust, hast du also immer Hoheit auf Seiten von Fnatic über den Drake. Punkt 1, sind auf der Top-Lane. Wie wir schon sagten, du kannst ihn einfach wieder nicht. Und der Reckless will nur schnell dazukommen. Das ist halt absurd. Selbst Shizuke. Es tut einem so leid, ne? Und die Ultimate kommt nicht mal durch. Die Animation dauert zu lang. Oh, wie bitter. Spielt aber gar keine Rolle. Nemesis drückt jetzt hier gemeinsam mit seinem Team die Türme ein. Der Botlane-Verlust war natürlich eine Katastrophe. Man hat jetzt super viel Control Wards in dem südlichen Jungle hier aufgestellt. Kann in die Mitte rotieren. Also das ist hier, das ist Fnatic gegen Spandauer Inferno. Ja, der Unterschied ist einfach grausam. Carbo Shard wird jetzt ebenfalls weggedived. Der wirklich gute Spieler. Ich meine, guck mal, was Vipo macht. Der chillt sein Leben. Bei ein Auto-Tag reicht ja. Man bekommt den Proc. Hat jetzt leider Tower-Aggro. Ein bisschen Bausi. Warum war das schon, weil Vipo dann doch weggegangen ist? Na, war mal sehr cocky, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, Gragas kriegt den Kill. Ist völlig Wurst. Du musst ja Jace alles geben, damit er dich carryen kann. Passiert hier nichts. Dann kam durch. Slow ist da. Na, hier wollen sie nicht weitermachen. Aber ein bisschen übermotiviert. Sowas ist gefährlich, weil Vitality kann das noch bestrafen. Das müssen sie auch bestrafen. Solange du wirst von einem Braum getrollt. Als Gragas, das ist halt... Wieso wirft er dieses Fass? Jeder weiß, dass Braum das abblockt. Jeder. Was macht Jack True? Er will sich ranholen unter dem Tower und ja, du kannst zählen. Was? Oh, die Rakete war stark. Oh, okay. Oh nein, Gragas. Oh nee. Er kriegt hier noch mehr. Es ist ein Shutdown-Wert. Das ist sogar wirklich das Gefährlichste, was er machen kann. Na, super unangenehm. Nemesis ein kleines bisschen zu spät zur Stelle. Kassiert jetzt ebenfalls. Also Vitality hat auf jeden Fall noch Bock. Ultimate ist da. Wird hier ein bisschen zurückgeblockt. Jisuke zur Stelle, aber für den Knockback zu spät. Ja, und derzeit geht Rek'Sai für den Drake. Das heißt, dein ganzes Team ist wieder auf der Top-Lane. Du kannst den Drake nehmen, die Mitte nehmen oder wenn du willst, die Botlane. Also selbst jetzt, obwohl sie noch die Kills geben, sie waren einfach zu ballsy. Ja. Kannst du es trotzdem punishen, obwohl du ballsy, obwohl du... Vor allem 5-1, Rek'Sai. Also 5 Kills. Auf dem war am schlimmsten Finisher mit der finnischen Move. Das ist halt brainless, was hier gerade passiert. Ja, vor allem, weil die Ziele ja auch nicht tanky werden. Eine Rek'Sai hat schon ein Problem. Also, ist das unangenehm, wenn sie so ein bisschen tanky wird. Sie hat doch diesen True Damage auf dem E, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der E-Max. Na, deswegen ist das nicht so relevant. Aber mit der Ultimate frisst der wirklich
bei lebendigem Leibe hier jeden auf. Dass man hier getrollt hat, das ist halt Troll von Mowgli. Der weiß halt ganz genau, wenn jemand CC'ert, warum mache ich das dann? Hier wird man noch gepunished, das war, finde ich, nicht gut. Hier kann Vipor ihn einfach tot rechts klicken. Das war, ich sag mal, schon wirklich Disrespect, der auch im E-Sport nicht so viel zu suchen hat. Nee. Muss man einfach mal so sagen. Punkt aus. Und hier dann noch die Möglichkeit, dass Hilly sagen, so weit mit reingeht. Viel zu lang. Einfach mal, sie fühlen sich halt unfassbar sicher nach dem zweiten. Das dritte Game läuft exakt wieder so für sie komplett mit in die Karten rein. Das lässt sich jetzt, glaube ich, einfach wirklich nur die Fehler machen. Vitality. Schön. Das ist auch der einzige Strohhalm, den sie haben. Das muss man einfach mal realisieren. Das ist natürlich so bitter. Na, das beide zwar sterben, aber Mowgli muss das mit dem Fass finishen, statt das Attila. Also ich meine, er kriegt es halt, es ist aber 50 CS behind. Jetzt hier Jizuke im Hardfocus Flash, das ist völlig nutzlos. Hier wird einfach nur geguckt, wer kriegt den Kill. Na, das ist mehr oder weniger der einzige Kampf, der hier gerade entsteht. Top-Lane-Turm ist gefallen, 16. Minute, wohlgemerkt. 16. Und wir sind bei 8000 Gold, also sie sind noch schneller als ohnehin mit dabei. Also du siehst, so wie Fnatic gespielt hat, sie haben sich anfangs, wir reden hier über ein Team, was anfangs ganz unten war. Und jetzt sind wir ein Team, was sowas von steil wirklich nach oben geht. Ja, das löst auch, muss man auch sagen, wir haben gesagt, die Spieler haben vielleicht einen schlechten Tag, aber es löst auch einfach Respekt ein. Du musst immer bedenken, du hast jemanden, der unfassbar stark geworden ist über den gesamten Split hinaus. Und da siehst du auch bei Vitality, als wenn halt auch einfach die Angst so ein bisschen herrscht. Sie gehen gerade in den ersten zwei Games, war es so ein bisschen ballsy, wir holen uns die Kills. Gut, haben sich da ein bisschen zu viel erlaubt, was sich jetzt hier Fnatic im Gegenzug eigentlich auch wieder erlaubt, gerade dieses auf der Top-Lane hätte nicht annähernd sein müssen. Aber selbst jetzt müssen wir schon fast drüber reden, was Vitality irgendwie in die Hand nehmen muss, um es zu schaffen. Jinx ist nicht annähernd, wo sie ist. Sie ist nur mit Infinity Edge ausgestattet, da kommt sie nicht hinterher und du siehst selbst Vipo. Oh, das schafft er noch. Jetzt kommt nämlich Nemesis zur Stelle. Tada! Ich bin unsterblich. Kamusha denkt, was ist denn hier los? Der macht ja übelsten Damage. Zack, ist sofort tot. Mowgli kommt mit dem Fass davon, aber das ist auch nur relativ, denn da ist Hylissan, kann jetzt ulten, wenn er Bock hat. Zack, macht er auch. Knock-up, Sid, Jack-Troll, geslowed ohne Ende. Muss jetzt noch die Stacks irgendwie abbekommen und das passt. Die Rollen buchstäblich drüber. Fnatic, unaufhaltsam, super schlau in den Drafts. Und hier, übrigens bei der Let's Game, muss man ja nochmal dazu sagen, hat sich ja so viel für sie verändert und sie haben es kompensieren können. Übel gut. Und jetzt kommen einfach, ich meine, Nemesis hat einfach zwei Crit-Fäuste in der Hand. Was ist da los? Warum? Weil er es kann. Es ist bei ihm unique, es bringt ja nicht mehr was. Es ist einfach komplett Troll. Das ist halt schon, ich sag mal so wirklich, sie müssen schon ein bisschen aufpassen, was sie jetzt machen. Natürlich sind sie pervers dominant, das kannst du nicht mehr anders benennen. Es sind so viele Kills mit halt der ADC 3-0 im Farm gut voraus. Das heißt, du hast einen Jinx komplett denied. Du bist ein komplettes Item. Drüber hinaus bist du mit dabei. 10.000 Gold, jetzt schon Differenz. Jetzt kannst du für die Fights gehen, aber wer... Oh, die Rakete! Jack-Troll, das gut berechnet, der opfert sich quasi, damit irgendwie sein ADC-Kills bekommt. Aber Nemesis, zack, der letzte... Oh, der Flash! Meine Güte! Insane! Oh, jetzt wurde er gerechtsklickt. Na, das ist natürlich sad. Aber der wird gefressen, mach's gut. Na, keine Chance für ihn da an der Stelle. Aber diese Reaktion, holy shit, das war ein Gragas-Fass. Na, das war ultra-fast hier an der Stelle. Da hätte ich auf jeden Fall Blue Smite verwendet, da bin ich so ein Kais-Typ, aber Mugi sagt, ich habe schon so viel geklaut. Na, ich muss vielleicht mal einen abgeben. Hat aber hier nicht geschafft. Ja, ist ein Fest. Also für Fnatic-Fans ist das halt einfach nur eine Storyline, die traumhaft ist. Man muss aber denken, wie lange Fnatic gebraucht hat, um als neues Team klarzukommen. Und Caps wurde ersetzt, offensichtlich. Ja, aber sich da einzuspielen, den Platz für Nemesis zu finden, ist super schwer gewesen. Und jetzt hast du ihn einfach in der Mitte. Kale ist am Start. Onnit plus Crit, beides kombiniert. GG. Das ist endlich harmoniert es einfach im Team. Dieses Farmfest, was hier gerade passiert, das geht halt nur, wenn du dein Team hast, was kontrolliert zusammen spielt. Sie wissen blind, hier auch keine Frage, Nemesis mit dem Fass, man kann schon richtig einen Counter stellen. Du hast diese einzelnen Skills der Spieler, Alter. Perfekt. 0,2 Zonen gefühlt und gerade so weg, du hast diesen unique Skill, der eigentlich der Leute ist, das ist halt Fnatic, die sind halt immer noch die Profis, Punkt. Selbst wenn sie selbst ein 3-0-Fiasko erleben mussten letztes Jahr, das ist so egal. Sie arbeiten jetzt einfach wirklich komplett auf und es ist halt absurd. Wir reden hier von 10.000 Gold Unterschied in der 20. Minute. Das heißt, ob der Baron noch seinen Sinn erfüllt, natürlich, wenn sie jetzt Vitality einmal niederholen, holen sich den Baron und das war's. Also große Konstellationen durchgehen. Dir fehlt's an Schaden. Der Yasuo wird auch nicht mal mit einem Item, was er wirklich ab hat. Das wird nicht. Du kannst jetzt tatsächlich den Cyber mit abstellen. Righteous Glory rennt da rein plus Ult.
Das machen sie jetzt ja auch tatsächlich auch. Der Zug, er ist am Start, Leute. Laterne nochmal gut eingesetzt, aber Attila denkt, wo ist meine Laterne? Wieso schützt mich da keiner? Rexheim mit dem Ult Engage, das habe ich auch noch nicht gesehen. Na, geht aber, wenn man so dermaßen gefeedet ist. Sagt, die Raketen gehen da rein, aber das sind Kinderraketen. Da ist noch zu wenig AD dahinter, obwohl bereits Attila schon zwei Gegenstände hatte. Völlig, völlig sinnlos. Mowgli wird jetzt einfach nur kaputt gechased. Da geht sogar Broxah zurück. Er kann mit dem Stundenglas ihn komplett trollen, aber der Burst ist jetzt bei Gragas noch ein bisschen zu hoch. Na, deswegen sagt man sich, Guys, wir gehen zum Baron. Wir haben den Mountain Drake noch dazu. Das bedeutet, wir werden das Ding überschnell vernichten. Und Kay, guckt euch das an. Guckt euch die Attack Speed an. Es ist einfach nur widerwärtig. Sauberes Smite. Jack True auf der anderen Seite denkt sich, Leute, ich sterbe hier zum fünften Mal. Das ist schon kein Uff mehr, dass sie es. Die grauen Bildschirme haben sie abonniert. Das. Sie können jetzt schon wieder einreißen. Ich kann wirklich Schachspiel. 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Welchen Inhib oder nicht, sagt er gleich das Licht. Das ist halt wirklich insane. Sie dürfen für die Kills gehen, weil sie es einfach auch sowas von vor allem extrem schnell erarbeitet haben. Sie haben Yasuo in der Mitte gepunished. Der hat oh mein Gott! Oh, es ist so ekelhaft! Einfach, guck mal hier, das sind keine Spells! Das ist einfach nur Rechtsklick, zack, okay, drei Leute gleichzeitig, kein Problem. Zack, der erste ist down, jetzt kommt die Ultimate, kann sich da selber noch schützen, weil das einfach kann. Triple Knockup, mach's gut. Das ist ein Penta! Do it! Ja! Ja! Geh! Kale in der LEC zum ersten Mal dabei. Fnatic holt sich das 3:0 gegen Vitality und beendet das Ganze mit dem freaking Pentakill of Nemesis mit Kale. Geh! Unnormal! Wo du lächelst! Ja, ganz, ganz dezent. Ja, du, das geht mal jetzt. Ist zum ersten Mal sehe ich den Lächeln. Das ist einfach der Soul ist der Midlane. Ja, aber super nice. Also ganz starkes Fnatic. Die haben richtig, richtig Bock auf Playoffs. Für Vitality natürlich eine Katastrophe. Das tut einem schon fast leid. Auch daraus nimmst du was mit, so blöd es klingt, dass du einfach nicht mehr antrittst. Eine LOL-Pause, so hart es auch klingt, weil das war einfach ein kompletter Stump. Und das gehört auch nicht auf diesem Liga-Niveau. Das war einfach wirklich von vorn bis hinten an jeder Ecke eine 13-1 Kill, die das erste Mal ausgepackt wird. Ja. Die verhältnismäßig eine schwache Lane hat und du hast es einfach richtig gemacht. Gib ihr den Kill, du hast den Yasuo mit seinem Flash rausgenommen, punish ihn, bestraf sie einfach komplett und Penta zurecht, ey, bleibt nichts mehr zu sagen. Gegen Yasuo ist das auch ein cooles Matchup. Ne? Der E-Spell, wie gesagt, da kannst du immer wieder mit Klepto poken. Er hat ja wenig Items bekommen. Das war schon fast unlucky, muss man dazu sagen. Aber der Goldbonus ist da nicht schlecht und der Fokus war dann gut. So viele Midlane-Ganks hat Broxah, glaube ich, noch nie durchgebracht. Und hier war es 10 von 10 worth. Aber man hat auch quasi die Dominanz gesehen, dass natürlich ein Power-ADC, so wie Reckless, dann unten zwei Dives durchzieht. Boah! Ich meine, dann sieht man ja, was passiert, wenn man unten nicht hilft. Oder helfen kann. Hätte nicht geholfen. Ja, ob du nur hilfst oder nicht. Der hat jetzt halt die Midlane noch schneller verloren. Ne? Schlimm. Mein Gott. Aber man muss auch dazu sagen, super unterhaltsam. Also das ist auf jeden Fall League of Legends auf Fnatic Seite auf jeden Fall hohem Niveau. Da will ich die definitiv mehr sehen. Und ich, also die. Ich meine, wie viele Games sind das jetzt? 9? 9 Games hintereinander oder so? Nicht verloren? 9. Kann man sich definitiv geben. Wie man sich auch geben kann, ist die Analyse. Wir beide sind für heute quasi raus. Viel Spaß bei der Analyse. Ciao, ciao. Ja, gutes letztes Spiel. Ruhiger Abschluss nochmal, muss man sagen. Ein Spotgame zum Ende, ne? Ja. Das war was Schönes. Wow, das war schon ein bisschen toxic, Kevin. Das war gar nicht so gewohnt von dir. Ja, aber klar, also da wurde Vitality komplett deklassiert. Ja, also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Im Endeffekt, das war überall, auf jeder Lane gefühlt outclassed. Es gab so einen ganz kleinen Moment zwischendrin, wo sie 2-3 Kills abgegeben haben, wo aber Gragas sich im Endeffekt noch welche klaut. Also klaut in Anführungszeichen. Es war halt einfach nur eine Vorführung, muss man gerade sagen, oder? Ja, und die Kasse sind auch so ein bisschen drauf eingegangen. Irgendwann kam das Lachen durch. Das Licht dann halt schon ein bisschen mehr Wahnsinn an der Stelle. Und man hat auch gemerkt, dass halt, also da war komplett die Luft raus. Sie haben disrespectful gespielt. Und damit meine ich halt so Sachen wie, du pusht halt Waves rein, hast null Vision, lässt dich halt super easy von hinten ganken. Einfach nur, weil es ihnen gefühlt halt wirklich egal war zum Schluss. Ja, das war sehr eindeutig. Also Fnatic jetzt mit 3-0 weiter in der nächsten Runde. Die können da gestärkt reingehen. Vitality, nachdem sie letztes Jahr noch bei den Worlds waren, jetzt im Spring Split sehr früh ausgeschieden. Haben jetzt Pause bis zum Sommer, muss man sagen. Also können sich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen beruhigen. Ansonsten zu der Series. Fnatic eigentlich stetig nochmal besser geworden, muss man sagen. Das letzte Spiel ist halt schwer, was dazu so zu sagen jetzt. Ich meine, das letzte Spiel war jetzt ein kompletter Stomp. Replay haben wir, glaube ich, auch ganz nicht alles täuschen, einfach weil, was willst du denn da zeigen im Endeffekt, außer... Ja, das waren ja jedes Mal so, ja, wieder zwei Kills, nochmal zwei Kills, nochmal zwei Kills, nochmal zwei Kills, an jeder Stelle halt. Gute Plays geforced, das Game
glich halt, jedes Play glich wie eines dem anderen. Was man vielleicht noch ansprechen kann, ich meine, Nemesis hat jetzt Kale gespielt, bei Kale teilen sich so ein bisschen die Meinung, aber es war jetzt, glaube ich, schon mal eine Performance von Nemesis, wo man sagen kann, okay, der Junge ist zu Recht bei Fnatic, also vielleicht da ein kleiner, schon nach vorne. Ist es für ihn vielleicht auch so ein, ja, mental vielleicht auch ein kleiner Boost nochmal, wenn er jetzt zum Beispiel gegen Caps noch spielen muss, vielleicht im Laufe der Playoffs? Also ich denke, es hat er einfach auch ein bisschen gezeigt, so er kann mechanisch übel gut spielen, besonders halt manche Aktionen, manche Flashes waren übel insane. Und ja, wenn er mal einen Pick kriegt, auf dem er auch carryen kann, Damage machen kann und vielleicht nicht unbedingt das super schlechte Matchup hat, dann kann der Junge auch ausrasten. Besonders wenn Boxer auch drumherum spielt, haben wir gute Synergy gesehen. Ja. Level 3 schon direkt und ja, also super clean gespielt. Ja, das ist, glaube ich, das fast Fnatic-Game gerade komplett zusammen. Die Series 3-0 spielen gegen, in der nächsten Runde, in Runde 2, gegen den Sieger von Splice gegen SK. Die sehen wir morgen. Was sind da vielleicht so eure ersten Einschätzungen? Also ich glaube, das ist halt von der Series her deutlich näher beieinander. Heute haben alle schon so erwartet, dass Fnatic wird. So, ich dachte, das wird ein 3-1. Okay, jetzt ist Vitality doch nicht ganz zum Zug gekommen. Morgen wird es, denke ich, auf eine volle Series hinauslaufen. Gerade Splice sind halt dafür bekannt, dass sie halt auch gerne mal so ein bisschen die Games nach hinten verlaufen lassen oder mal gucken und darauf warten, dass der Gegner einen Fehler macht. Wenn er keinen Fehler macht, naja gut, dann können sie sich halt ganz gut zurückspielen. Und bei Origin, SK, ist es halt auch immer so, dass das sich viel um den Jungle dreht und dass sie halt auch einen Gefühl zumindest unnatürlich aggressiven Spielstil haben, der halt auch vom Jungler viel ausgeht. Also da Selfmade ist da, glaube ich, morgen auch so ein bisschen der, auf den sich alle Scheinwerfer richten werden, aber dazu spielt er natürlich an der Stelle mehr. Ja, ansonsten dann Fnatic im Duell gegen eins der beiden Teams. G2 gegen Origin haben wir auch noch nächstes Wochenende zum Beispiel. Was wir noch sagen können, morgen standen die Playoffs in NA, das heißt, wir haben wieder viel League of Legends. Und die Sache ist, der Abend ging jetzt sehr schnell vorbei. Das war es jetzt leider schon tatsächlich für heute. Riesen Dank natürlich nochmal an Ice und Kevin, dass sie das heute hier so wundervoll analysiert haben. Ihr seid Kevin ist insane. Wollte ich das mal gesagt haben. Gut, muss auch mal rausgelassen werden. Ja, danke, dass ihr beide da wart. Morgen auch wieder am Start. Morgen ist aber auch Kalle wieder hier. Danke natürlich auch nochmal an die Caster, die jetzt schon sind weg. Ja, die sind schon weg. Die sind schon halb Passt. Raus. Danke natürlich auch an die Regie, die das hier alles möglich gemacht hat. Genau die. Ansonsten könnt ihr natürlich immer noch Hashtag LECGare ein bisschen was da lassen, so eure Eindrücke des Tages und dann verabschieden wir uns damit. Ja, das war's. Morgen geht's weiter um 17 Uhr aber, wenn mich nicht alles täuscht, eine Stunde früher. Und dann noch LCS, da bin ich dann wieder am Start. Morgen aber hier an der Stelle wieder Kalle und deshalb ciao, bis morgen. Adios, amigos. Tschüssi. Tschüss.